Moin Leute, Trimax hier. Heute geht's weiter mit GTA RP und es läuft hervorragend, fantastisch. Ich hatte ja sowohl die Mafia nicht mehr ganz auf meiner Seite, als auch die Polizei, die sehr misstrauisch war. Aber ich habe es geschafft, durch hervorragende Polizeiarbeit nicht nur von Anwärter auf Meister aufzusteigen, sondern eine Double Rank abzubekommen, direkt auf Kommissar. Seht ihr da unten? Jetzt Kommissar Sancho. Jetzt muss ich nur noch es schaffen, der Mafia die Waffen zu besorgen, die drei, die gerade mein Cousin Frank Martin hat, Umatra. Ich hoffe, der hat ihn noch. Dafür gibt's nämlich richtig Kohle. Ich habe gleich die Million. Ich hab eine deutliche Gehaltserhöhung bekommen. Und die ganzen illegalen Deals, wir werden es wieder so machen, dass wir Streife fahren, Autos rausziehen, das Auto kontrollieren. Wir sehen, oh, der hat Drogen dabei. Oh, der transportiert Waffen. Die nehmen wir ihn ab und verkaufen das an die Mafia. Und selbst intern vertuschen wir das zusammen mit der Staatsanwaltschaft, weil die auch korrupt ist, sodass niemand nach den Waffen sucht oder fragt. This is insane. Dann gibt's auch noch einen Bankraub, den wir machen wollen, wo ich ein bisschen mithelfe. Ich kann jetzt als Kommissar doppelt korrupt werden. Wenn euch das Ganze gefällt, einfach den Kanal abonnieren. Dann verpasst ihr nicht die geilsten Highlights. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß mit der Folge. Oh, hier drinnen bitte nicht rauchen. Oh, entschuldigen Sie. Ich habe hier gar kein Schild gesehen. Oh, hier drin ist Rauchen verboten. Sagen Sie mal, sind Sie der Herr Müller? Nee. Negativ. Sind Sie ein Ausbilder? Alles klar. Ja? Gerne, da bin ich der Mann, der Sie braucht. Oh, der ist immer noch am Rauchen. Schritt 1 der Ausbildung, den Herrn vom Rauchen abhalten. Möchte ich bei sein. Drehen Sie sich einmal um mit der weißen Mütze, bitte. Hinter Ihnen raucht einer. Machen Sie mal, dass er nicht mehr raucht. Lieber Mann vor mir. Ja. Könnten Sie eventuell aufhören zu rauchen, weil ich glaube, der Officer da hinten ist, glaube ich, nicht so... Wollen Sie ihn vielleicht direkt noch einblasen oder warum? Bitte? Wie viel Geld hast du dabei? Ich habe Minus sogar. Oh. Komische Verhandlungsgrundlage. Aber, warte, ich tu dir jetzt mal einen Gefallen. Oh nein! Oh nein! Oh nein! Bitte! Ich nehme ja schon die Hände hoch! Also dafür will ich jetzt Pluspunkte, ja, Officer? Ich schau mal ganz kurz nach. Pluspunkte... Ne, negativ. Ah, Pluspunkte abgelehnt. Weiter rauchen, hast du gehört? Gut, wie kann ich Ihnen weiterhelfen? Bewerbungsgespräch mit Ihnen. Das ist leider nicht mein Zuständigkeitsbereich. Oh, nö. Ja, dann... Wie finden Sie das? Finde ich nicht gut. Ja. Dann muss man mal kurz aufschreiben, ja? Ja. Oh, wow, die feiern jetzt eine Party mit einem PD? Ja, warum nicht? Kann man doch mal machen. Ich meine, das ist verboten. Der Kaffeeautomat ist leider kaputt, ja. Deswegen müssen wir unsere eigenen Getränke trinken. Officer, okay. Name? Wieso haben Sie ein Klemmbrett? Ich schreibe mir alles auf, wissen Sie? Richtig. Weil Sie sind ja kein Ausbilder, damit ich schon Bescheid weiß, wissen Sie? Richtig, richtig. Ja, und wie heißen Sie jetzt? Mein Name ist Max Sancho. Kommissar Max Sancho. Kommissar Max Sancho, aufgeschrieben, ja? Ganz schön weiß für einen Mexikaner. ich hol mal eben einen Kollegen, ja? Ja, sicher. Der war gut. Wie zum Fick kann ich den TS lauter machen? Nachhaltig lauter. Jedes Mal, wenn ich ihn lauter mache, ist er beim nächsten Mal wieder leiser. Hilfe! Bitte helfen Sie mir. Ich bin in Gefahr. Mein Cutter schreibt mir schon immer. Ich habe das schon 8 Mal probiert, lauter zu machen. Ich habe alles auf Maximum. Volle Pulle. Wiedergabe. Sprachlautstärke. Ziehe ich einfach mal plus. Plus 3 Dezibel, ist das mehr? So. Ja, Herr Officer. Wie schaut's aus? Ja, ich warte auf Ihre Antwort. Sie wollen eine Ausbildung machen, ja? Ja. Wollen Sie das bei mir machen? Oh, bitte nicht.
Wäre eine Ehre mit Ihnen. Ja, gerade hast du noch was anderes gesagt. Korrekt. Gerade sagte er noch, er will das PD stürmen, also ich verstehe ihn nicht. Oh ja, das darf man nicht. Ja, das darf man genau nicht. Paragraph 6, Absatz 4. Oh, Strebermodus ist da. Das habe ich mir auch gesagt, dass es nicht darf, aber... Er wollte uns für 1 Million zahlen, damit wir helfen, aber das wir ist eine dreiste Lüge. Wissen Sie, Sie haben schon ein Bierchen gesoffen, ich weiß nicht. Naja, so, ich komme mal nach vorne ganz kurz. Ja, machen Sie das. Dann klären wir das. Loris, du bist schon kommen. Ja? Kommt der jetzt noch mit dem Herr Jansen hier runter oder nicht mehr? Jetzt sind wir auf dem Weg. So mit Winterende. Ich glaube, wir müssen gerade noch mit dem Herrn Jansen kommen. Schwarz, weiß, pinke Haare? Ja. So. Meine Haare sind braun. Wieso wird hier im PD getrunken? Bierflaschen bitte weg. Ich habe eine Waffe. Ja, warum bedrohen sie uns jetzt? Die nimmst du jetzt aber auch ganz schnell wieder runter. Das ist nicht so... Einmal bitte die Bierflasche. Wenn du die Waffe runternimmst, nimm ich die Bierflasche runter. Ist bewusst. Negativ. Dann bringen sie mir den Vorgesetzten. Jetzt. Sancho an Zentrale, aggressive Randalierer beim Empfang im PD. Bitte um Unterstützung. Ach, aggressive Randalierer, alles klar. Alles klar. So, Sie bleiben bitte hier. Ja, ich wollte auch nicht wegrennen. Herr Sancho war Ihr Name, oder? Richtig. Also ich will jetzt Ihnen nichts vorwerfen, aber Sie wollten mich ausbilden. Alles klar. Ah, sehr gut, da sind hier schon die Kollegen mit dem Taser, wunderbar. Hier wird eine Party gefeiert. Das ist so schön. Die haben geraucht und getrunken und haben sich geweigert, die Bierflaschen beiseite zu stellen. Herr Soldat, ich würde mich gerne beschweren, ich werde hier bedroht. Marc, das kann ich für dich tun. Der Herr Sancho zielt auf mich mit einer Leuchtpistole. Ich warte hier auf den Herrn Thomas Müller und ich fühle mich hier etwas belästigt. Hey, schauen Sie mal, Sie können hier gerne warten auf jemanden, aber Sie dürfen hier kein Bier trinken, Party machen und Kippen rauchen, Mann. Das müssen Sie verstehen. Wenn Sie so. Das machen wollen, müssen Sie das draußen machen. Ja, ist das ein Grund, mit einer Waffe zu bedrohen? Richtig, im PD schon. Zu bedrohen, aber das ist unser Haus, ja? Du kommst auch nicht, ich komme auch nicht in dein Haus und rauche Kippen, ne? Ja, also ich hatte damit kein Problem. Ja, so, also, bitte einmal Ihren Personalausweis. Also, das ist jetzt schon frech hier, bin ich ganz ehrlich. Hier direkt mit Waffen zu zielen. Ich möchte ungern das zuletzt wieder gute Verhältnis mit der Polizei kippen lassen. Oder sagen wir so, ist die Frau Lörres da? Weil mit ihr kann man sich wenigstens unterhalten. Das ist keine Drohung. Ich habe nur festgestellt, dass ich das nicht kippen lassen möchte. Ja, gehen Sie mal bitte hey, weg. Kollege, der eine hat eine Pistole dabei. Ich habe deine Pistole in seiner Tasche gesehen. Wer hat deine Pistole dabei? Ich meine... Einer von denen hat eine Pistole dabei. Aber vielleicht war es auch mein Kollege. Zu viele, ne? Ich hau ab. Oh ja? Der mit der weißen Mütze, bitte einmal stehen bleiben. Mit der Mantel, mit dieser Lostmantel. Hören Sie mal zu. Ja, wir brauchen... Nur weil wir irgendwie Ihnen sagen, begeben Sie sich raus, weil Sie Kippen rauchen. Da brauchen Sie nicht irgendwelche... Kann ich mal mit ihm reden vielleicht? Ja, was irgendwelche Sachen hier von bitte bleiben Sie stehen. Gute Beziehung, schlechte Beziehung, ja? Ich war komplett friedlich. Ich durchsuche Sie jetzt. Herr Sancho, ich bin doch ein Champion Werbungsgespräch da. Ich weiß nicht, wieso mich jetzt. Also, das habe ich nicht gesehen. Wo ist denn Ihr Randalierer? Was ich dazu sagen soll. Oh, die Lost, wunderschön. Nein, das war eine Leuchtpistole. Lost, habt ihr den Kollegen gefunden letztens noch, der Ihrem Bruder irgendwas angetan hat? Herr Sancho, ich habe nichts Verwerfliches dabei. Sehr gut. Okay, ist korrekt. Außer der Benzinkanister. Wer ist er hier vorne? Das ist für mein Auto tanken, ja? Moin, Mate. Wer ist hier eigentlich vorne? Kollege Cutter, das ist ein, der wartet auf Ausbilder, oder? Ja, achso, warum hat er eine weiße Cap auf? Eine Frappe. Ich weiß nicht. Ich hab keine Ahnung. Was geht ab? An Staatsanwalt. Hey, Herr Sancho wollte mich ausbilden. Ja, klar. Den Fukuhila würde ich niemals vergessen. Wir haben da noch was zu klären. Oh ja, okay, das machen wir direkt. Hallo, Herr Sancho. Ich warte draußen. Ja. Wie sieht's jetzt aus mit dem Ausbilden? Müller. Nicht mein Zuständigkeitsbereich. Tschüss. Sie haben... Hä? Tschüss. Peace out. Hey, Sancho, warte, Mann. Wie siehst du aus? Henry. Hey, wie sehe ich aus? Was geht? Warte, du hast wieder deine Anwärterklamotten an, Mann. Jo, Adams. Echt?
Ja. Sieh, warte, du musst die speichern, du siehst aus wie weiß ich nicht. Warte, ich sehe aus wie ein Loser. Okay, ab zum Klamottenladen. Kommen Sie, wir fahren, ne? Sancho? Okay, Sancho, ja. Komm mal mit, Mann. Haben Sie eine Leuchtpistole dabei? Positiv. Leuchtpistole ausgerüstet. Sie wissen, dass man das als... Was sind Sie, Meister? Kommissar. Kommissar, okay, Kommissar. Dass man, dass das nicht Polizei-Equipment ist. Ich hatte schon eine als Anwärter bekommen direkt. Falls für Notsituationen, dass ich ein Signalfeuer absetzen kann. Ja, direkt am ersten Tag. Ah ja, dann. Am ersten Tag hatte ich nur Taser und Leuchtpistole. Wissen Sie, ob man mit der Leuchtpistole auch Personen neutralisieren könnte mit einem gezielten Kopfschuss? Noch nicht ausgetestet, sag ich mal so. Gut. Werden wir dann in einer Notsituation herausfinden, ob das effektiv ist oder nicht. Alles klar, ich gehe mich mal kurz umziehen. Vielen Dank, dass Sie so schnell erschienen sind. Dankeschön. Warte. Ja. Ich habe gestern ein Auto gefahren, das war krass, Mann. Du bist doch höher Rang, versuch mal auszuparken. Ich kann nicht, ja? Ja, geil, okay, das machen wir. Stimmt, ja. Hey, Bato, such mal nach einer Nummernschild, da ist Goa, hä? Goa. Otto Anton, Goa 613 oder irgendwie, aber Goa, hä? Goa 613, alright. Bato, der ist krank, Mann, der ist krank, ich sag dir. Oh, sorry. Wow. Bato, Mann. Was war das denn? Vorsicht, Bato. Was das für eine Reichweite ist. Ja, ich bin komplett mit meiner Faust... Ich wollte aufs Motorrad treten. Tut mir leid. Warte, versuch. Denk ja, ich versuch's. Goa. So, dann wollen wir mal schauen. Herr Baum, Petunia, komm. Hört. Hier ist ein Auszubildender, der meint, er wurde angenommen. Würden Sie ihn noch befragen oder? Er ist noch kein Auszubildender, wenn er noch nicht bei mir beim Bewerbungsgespräch war. Der muss sich noch einen Moment gedulden. Ich habe hier immer noch drei Leute, mit denen ich gerade Bewerbungsgespräche mache. Hier ist kein Goa. Wie war die Nummer? Kann man Ihnen helfen? Ja, ich würde gerne einen Goa ausparken. Ein Goa? Hast du ja, nicht gefunden, Goa? Nee, gibt's nicht. Ja, dann musst du höher sein dafür. Noch höher? Ja, gut. Und dir? Und? Passt die Jacke gut? Ja, Vato, die passt gut. Ja, wunderbar. Haben wir gestern gut gemacht. Ey, Sancho, Vato, wie gefällt dir meine neue Jacke? Geil, die möchte ich auch. Das ist die Winterjacke, wir holen dir auch, kein Problem. Das ist nice. Haben wir gestern gemacht. Gut, welches Auto nehmen wir jetzt? Welche Nummer? Ja, kann ich gleich alles durchsagen. Guck mal. Welches Auto ist das Beste, was man als Kommissar bekommen kann bei Ihnen? Als Kommissar? Ja. Ich bin auch nur Anwärter. Ich habe keine Ahnung. Wir können alle Autos von der Polizei fahren. Und später kann man als SEK-Mitglied kann man auch SEK-Fahrzeuge fahren. Sie sind Anwärter. Ich bin auch Anwärter, ja. Anwärter stillgestanden? Sie sind auch Anwärter. Der Kollege ist Kommissar. Kommissar. Er hat nur falsche Jacke angezogen, ne? Nein. Doch? Sie war du, er ist so, Kommissar. Ich zeige jetzt meinen Dienstausweis. Ja? Das werde ich der Dienststelle melden. Okay. So, ich zeige Ihnen den jetzt. Haben Sie ihn bekommen? Sie sind Kommissar? Ja. Sie war du, er ist Kommissar. Rühren. Gut. Jetzt müssen wir erstmal klären, welches Auto wir jetzt brauchen. Ein Polizeiauto. Nehmen Sie eins, was hier vorne steht. Ich brauche eins mit... Ja, okay, nehmen wir das. Ich empfehle Ihnen ein Auto, was schwarze Scheiben hat, weil das dann getuned. Das okay. Das ist ein sehr guter Hinweis. Vielen Dank. Aber ich sehe keine schwarze Scheibe. Scheiß drauf. Nee, die sind alle unterwegs. Die will jeder haben. Die getunten sind unterwegs. Alright. Ja. Schönen Tag noch. Gleichfalls. Sie warten aufs Gute. Ah, Moment. Der Dienstausweis noch. Oh ja, danke. Hey, Vato. Ja? Wie geht's dein Kollege mit den Waffen? Der ist erst in 2 Stunden wieder zu erreichen. Verstehe. Danach, wir werden ihn sofort anrufen am besten. Sie, Vato, ich will mein Geld, da. Ne? Ja. Zumal wir hatten das letzte Angebot, was wir bekommen haben. Okay. Es haben sich dann wieder nochmal andere gemeldet. Die waren bereit für die 3 Waffen. 4 Millionen. Vato, du nimmst mich auf den Arm. Das ist doch Verarschung, Mann. Nein, die haben den höheren Wert. Alleine die AK ist auf dem Schwarzmarkt 1,6 Millionen wert. Das ist kein Vato, Witz. Ey, du musst aufpassen, nicht, dass die den abziehen, Vato.
Ja, ich weiß. Das Problem ist aber auch, die Mafia möchte von mir 3 Waffen sehen. Sonst war's das, weil die Mafia hat mir geholfen in der einen Situation. Sonst wäre ich bei der Polizei rausgeflogen. Sie hat ihre Kontakte spielen lassen. Das heißt, wir müssen sowohl unsere Waffen verkaufen, als auch 3 neue Waffen besorgen, um die der Mafia zu geben. Ja, warte, ich hoffe, du hast Zeit mitgebracht, ne? Holen wir uns die Waffen, ne? Ja, ja, klar. Ganz normal Streife. Sobald einer irgendwie ein bisschen normal fährt, winken wir den aus dem Verkehr, durchsuchen den, nehmen uns die Waffen, klären das mit der Staatsanwaltschaft, dass die Waffen, dass niemand nach den Waffen sucht. Die landen nie in der Asservatenkammer und die werden direkt an die Mafia und an unsere Kunden weitergeleitet. Das ist der Plan. Warte, das hört sich nach einem Plan an, ne? Hast du eine Nummer von diesem Staatsanwalt, ne? Ja, habe ich auch. Sehr gut, das ist wichtig, ja? Ja, ich muss mich auch noch umziehen. Ah, habe ich vergessen, Mann, komm. Alles gut. Oh, cooler Drift. Danke, warte, war geplant, ne? Ich habe schon mein Ich habe meinen Taser schon abgegeben und meine Warum? Schrotflinte. Als Zeichen des guten Willens für die Mafia. Du läufst mit der Laufpistole um oder was machst du? Wie? Ich habe jetzt. Ja. Ich habe jetzt gerade eine Leuchtpistole. Du bist doch krank, Watto, Mann. Ja. Nicht mit dir. Aber ich hab ja immer noch Karabiner und die MP. Ah, okay, verstehe. Warte, und ein Kanister. Ich hab meine MP abgegeben, Mann. Ach, das war doof. Hast du echt? Ich habe nur so getan, als würde ich sie abgeben. Ich habe noch so einen Kanister von, als wir einmal jemanden hochgenommen haben. Da habe ich ihn abgenommen. Ist das gut? Damit kannst du Auto tanken. Weiß ich nicht, ob gut. Was heißt gut? Auto tanken. Moment, da hinten ist, glaube ich, Einkaufsladen. Guck mal, hier ist einer. Ah, der hat nichts in den Taschen, Mann. Der sieht aus wie ein armer Penner. Warte, was machst du da, Mann? Du bist doch loco. Warte, wenn das wer Ups. Sieht, Mann. Wie ist jetzt hier... Oh ja. Wo ist der Klamottenladen? Wir müssen hier weg. Oh Gott. Warte. Ach, hier direkt? Hallo? Ey, sag, warte, was geht? Okay. Hallo, wer ist das hier? Hallo? Ja, warte, aber ihr müsst, wie gesagt, ich habe schon gesagt, warte mal kurz. Ich hätte auch hier nach dem Ausbildungsweg. Guten Tag. Ich habe Taxi bestellt. Taxi bestellt, richtig. Ja, wer? Er hier. Luftwürke, hey. Willkommen. NRW Hitman Taxi, hallo, hast du ein Taxi bestellt? Luftwürke, kommen. Hallo, Viruskopf. Der hat ein Taxi. Viruskopf, kannst du reden? Oder machst du eher Zeichensprache? Winterfüßchen kommen. Hallo. Der Herr, auf den ich zeige, hat das Taxi bestellt. Sehen Sie meinen Finger? Ja, darf ich riechen? Ja. Oh, Maybelline Yarde. Oh, okay. Ey, gefälschte Visage. Hä, was mir passiert? Hä? Was ist mir passiert? Warte. Ich muss bei Tattoos 2, ja? Das ist nicht richtig. Du bist jetzt Meister. Warte mal, ich gucke mal eben. Ne? Ich muss eben kurz die richtige Datei auf meinem Tablet finden. Ne? Wieso habe ich immer wieder die Tasche an? Ich habe die immer wieder abgelegt. Warum habe ich auch frei an? Ey, Officer, der hat mich abgezogen. Warte, bist du im Dienst, Warte? Ja. Ja, das hatte ich auch manchmal, das ist hartnäckig, die Tasche. Okay. Also, du bist bei Tattoo musst du machen 8, okay. Ne? Bei Tattoo 2. Tattoo 2, 8, alright. Sivato und dann. Ich glaube, der Rest stimmt, ne? Aber warte, ich habe. Ja ah, ich habe kein Geld! Ich habe kein Geld! Aber du, ist doch kein Problem, ich hab dich, Mann. Oh, nice. Wer hat kein Geld? Hey, wer redet hier? Ich bist du hier spenden oder was? Frei. Du bist ein Taxifahrer, aber hast keine Kunden oder was? Ich hab Kunden, ja, doch kein Geld, habt ihr gesagt. Ja, willst du spenden oder was? Ja, warum denn nicht? Ja, warte du dann nach dir, Mann. Dann spende mal an den Kollegen Sancho. Warte mal. Wie viel willst du haben, Sancho?
Weiß ich nicht, was kostet hier, was kostet das hier? Keine Ahnung. Ja, dann fangen wir erstmal mit 10.000 an. Oha, sehe ich aus wie ein Millionär. Ehrlich gesagt, mit dem Hut? Hier. Ja. Hier. Und dem Polunder? Danke. Bitte schön, kein Problem. Ey, krass. Du hast Taxi bestellt oder nicht? Er hat das Taxi bestellt. Warum redet er dann nicht? Willst du Nackenklatscher haben? Nackenklatscher nicht erlaubt, Anwesenheit der Polizei. Notwehr, wissen Sie, was Notwehr ist? Hey Kollege, hören Sie mal, wir haben Wichtigeres zu tun, als den Baby zu sitten, ne? Wenn Sie sich Ihre Körperverletzung machen, dann zahlen Sie dafür, verstehst du? Ich zahle gar nichts. Hey Sancho? Ja? Hast du jetzt gekauft schon, Mann? Ja. Loco, geh nochmal rein, ich zeig dir wegen diese Winterklamotten. Winterklamotten? Ja. Sind wir hier nicht in L.A.? Ist das nicht immer richtig heiß hier? Oder sind wir in Dortmund? Wir sind in Dortmund, was ist das? Okay, dann jetzt Winterjacke. Du musst bei Torso gehen, 220, ja? Torso 1, 220. Torso 1, 220. Und dann Torso 2, 1. Dann die Jungs alle in der gleichen Position sind. Sieh, warte, so sehen wir doch gut aus, ne? Einkaufen. Kannst du gleich es speichern, oder? Ja. Warte, wo ist... Gespeichert. Haben wir Auto abgeschlossen, Mann, warte. Wir schauen. Warte, bitte. Gott. Warte, war der nicht noch gerade weiß, Mann? Ja. Wie ist das passiert? Ich weiß nicht, warte, ich hab nichts gesehen, ne? Ich auch nicht. Ist noch da. Ah, okay, jetzt ist auch mein Kanister komplett leer und weg. Hast du verloren oder was? Nö. Ich hab ein bisschen gepitchert. Warte, ich muss mit dir reden, ne, im Auto. Oh ja, okay, das ist gut. Am besten fährst du immer, ich kann das Auto nicht abschließen. Warte. Ey, Vato. Ja. Kannst du dich erinnern an diese Gespräch? Ja? Kannst du dich erinnern an diese Gespräch? Von gestern an den Hafen, ne? Ja. Mit dem Kollegen, ne? Ja. Es ist soweit, verstehst du? Oh, echt? Vato, es ist soweit. Jetzt schon? Er meinte, mach dich bereit. Wir fahren schon mal ein paar Liter oben bis ins Streifer. Du wirst die Verhandlung führen, ich werde dich absichern, ne? Und dann gucken wir, was die Leute für einen Plan haben, Mann. Wenn die Putos scheiße labern, dann, ich weiß nicht, dann ziehen wir die ab. Aber eigentlich ja. Ist das ein korrekter Vatus, ne? Richtig. Ich bin dafür, wir ziehen die nicht ab. Aber warte, wenn die uns in Gefahr bringen, du weißt... Ja, es ist schwierig. Und wenn sie einmal abziehen, werden sie das danach der Polizei melden. Wir ziehen die nicht ab. Ich meine nur, wir müssen auch auf uns aufpassen, ne? Ja, richtig. Sobald das da ein bisschen heikel wird, müssen wir alle Leute beseitigen. Sivato. Wir fahren oben im Palito bis ins Dreifahr, zufällig, wenn du verstehst. Ja. Ah, das wird dann also nicht die, die Staatsbank, sondern eine andere Bank. Das ist zu groß für uns, ja? Ja, stimmt. Kann jemand hier annehmen? Wer ist denn das alles? Wie viele Leute werden das sein? Ich weiß nicht, ich gehe aus von vier Leute, vielleicht zwei, vielleicht drei, ich weiß nicht. Okay. Also sie werden mich bei der Geiselverhandlung als Forderung mit mir verhandeln wollen. Ich gehe da rein. Nein, warte, wir sind doch schon da vor Ort. Wir werden als erster da sein. Ja. Dann würdest du vorgehen, na, als Kommissar. Ich ja. Halt deine Rücken, ha? Ja. Dann gucken wir. Da wird bestimmt noch ein Polizeiwagen kommen. Aber eigentlich Palito ist nicht so groß. Weißt du, ich gucken wir mal. Wow! Rasa! Ey, warte, warum ist der so schnell? Ich krieg den nicht. Den kriegen wir nicht mal. Haben wir irgendwie. Das ist ein Importwagen, ne? Ja, Boost bringt nichts. Keine Chance. Verdammt, Mann. Nächstes Mal schieße ich sofort auf die Reifen, okay? Ach, was war du? Scheiß drauf, Mann. Okay. Wir haben ein Wichtigeres zu tun, ne? Ja. Okay. Aber die hatten bestimmt auch mächtige Waffen im Kofferraum. Warte, da kannst du Gift drauf nehmen, Mann. Bitte kann man kommen. Hat er gerade
verstanden. Morgenstraße, Scheißpartner, ja oder nein? Ja, aber Sancho an zentrale Funkcheck. Sancho nicht dazwischen gefunkt. Ich hab dazwischen gefunkt. Verdammt, Mann. Die Frage ist, hast du dazwischen gefunkt oder hat er dazwischen gefunkt, oder? Ja, ich glaube schon, dass ich das war. Die waren voll im Gespräch, jetzt habe ich sie rausgebracht. Ah, das werden die schon verzeihen, ne? Was ist das für ein geiler Sonnenuntergang, Watto? Ja, habe ich auch noch nie gesehen. Wahnsinn, wir sind immer nur in der Stadt. Da sieht man immer gar nichts. Hier ist viel geiler. Das sieht krass aus, Mann. Das sieht aus wie in diesen Filmen, ha? Mhm. Gut, wir fahren mal einmal hier rum, ha? Checken die Lage ab. Ich glaube, hier kommt gleich die Bank, ha? Obwohl, kennst du dich aus hier? Gar nicht, ich war noch nie hier. Hier ist irgendwo eine Bank, das kann ich gar nicht glauben. Doch, warte, hier muss eine Bank sein. Wir sind richtig Palito bei, ja? Oh Gott. Warte mal. Die Bank hat auch Bargeld drin, sicher. Warte, was wäre das für eine Bank ohne Bargeld, Mann? Ach doch, hier waren wir schon mal. Erinnerst du dich, wo wir vor ein paar Tagen mit Maschinengewehren einfach auf die Hütte geschossen haben? Das weiß ich nicht. Das war hier. Ja, ich weiß nicht. Aber warte, wo ist hier die Bank, Mann? Ist das die Bank? Ah, hier ist Bank, glaube ich. Oh. Sieh, warte, hier. Blaine County Savings Bank, ja? Das ist die Bank hier. Oh mein Gott. Ey, hier war ich aber auch schon mal. Hier war schon mal ein Raubüberfall. Was ist denn da oben geschrieben, Mann? Akab, was ist Akab? Das ist Beamtenbeleidigung. Was machen wir damit? Können wir das wegmachen? Können wir das wegmachen? Ich weiß nicht, vielleicht ein Leuchtfeuer. All colors are beautiful. Ah, verstehe, dann lassen wir dran, Mann. Das hört sich doch schön an, ne? Ja. Oh Mann, Watto. Jetzt ist die Frage, warte, ich ruf mal durch, Mann. Die Utos, die lassen uns nicht warten lassen, Mann. Mach das. Stimmt, ich telefoniere auch nochmal parallel, weil wir ja noch was anderes mach haben. Mal, ne? Mach mal, Watto. Hm, wo ist meine Mütze? Moin! Wie schaut's aus? Warten Sie einmal kurz, bis ich den Platz wechsle. Hören Sie mich noch? Ja, klar. Okay, perfekt. Sag mal, ich kann hier nicht raus. Okay. Also, ich habe wichtige Neuigkeiten. Ja? Die für Sie sind. Hätten Sie eventuell Zeit für ein kleines Treffen? Momentan nicht. Okay, also Sie sind gerade im Dienst, oder? Richtig. Okay. Ja, also, ich kann Ihnen das jetzt auch einmal kurz am Telefon erzählen. Allerdings... Weg von mir, oder was? Ich erzähle Ihnen jetzt nicht alles, wenn Sie später mal Zeit hätten. Oder einfach, selbst wenn Sie im Dienst sind, kurz beim PD vorbeikommen. Okay. Ist verboten, Mann. Okay, dann treffen wir uns später, wunderbar. Ihr Kollege von der Staatsanwaltschaft wollte noch was. Wer ist nochmal der Kollege? Mein Kollege. Ja? Meinen Sie den Herrn Huhn? Ja genau, ich kann deinen Namen nicht richtig aussprechen. Wie heißt der? Henry Hugentogler. Henry Hugentogler. Togler mit B. Henry Hugentogler. Togler mit B. Bogler. B wie Bertha. Henry Hugenbogler. Henry Hugenbogler? Nee, das ist er nicht. Henry Sie sind auch total leise am Telefon. Ich bin leise. Henry Hugentogler. Alles klar. So, wir machen das jetzt so, wir klären das. Schreiben mir, wann Sie für die sind. Ist auch egal, wie der heißt. Ist einfach Ihr Kollege. Ja, wisst ihr Bescheid? Wir treffen uns dann. Ja, Sie schreiben mir, wenn Sie kommen. Okay, danke. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Warte, ich dachte, du haust ab vor mir schon, Mann. Nein, auf keinen Fall.
Da hinten hat noch jemand illegal gegrillt, aber den haben. Da hast du dich gut drum gekümmert. Sivato. Der kann doch nicht neben Spiritus Kipper rauchen, verstehst du? Ja, das geht nicht. Habe ich einen Kuss Kiefer gebrochen, ne? Ja. Warte, die suche gerade diese, wie heißt das? Geisel, ne? Ja? Sivato. Oh, meine. Irgendwas stimmt nicht mit meinem Arm. Oder? Warte, siehst du das? Ah ja, warte, ich hab was vergessen zu machen, aber was warte, ist ich das? Eine Minute ich hab Arme, ich hab Löcher in den Arm. Was ist das? Das ist doch ein Scheiß-Outfit. Das hat 1500 Euro gekostet. Hallo? Hallo? Check. Was? Gut. Oh, warte, was machen wir so lange jetzt, ha? Also, die suchen jetzt. Ich will nochmal um ihre Arme kümmern, ne? Komm. Sicher? Sie war dumm. Hallo? Hallo? Warte, da gab's doch diese eine mit Arma, das hätte wir ändern müssen. Ich gucke kurz, wa? Ah, okay. Hier, mein Cousin hat hier mal gearbeitet. Die gibt gute Klappe. Parkuhr umgefahren. Sehr gut. Los mit diesem Auto. Warte, ich werde ungeduldig, Mann. Ja, stimmt. Hier können wir nicht mal in der Zeit was machen hier. Hier sind nur kopflose Putos. Naja, wir können vielleicht da auch einmal eine Fahrzeugkontrolle machen. Oh, ja, Unfall, das müssen wir aufklären. Das sind doch alles kopflose, Mann. Was egal. So? Haben die was dabei vielleicht? Nein, warte, da kannst du nichts machen. Okay. Guck mal, warte. Ja? Oh. Guck, der ist einfach weg auf einmal. Ich verstehe dich. Das sind kopflose, das sind Geister. Okay. Wie kann man Kopflose von Normalen unterscheiden? Aber du kannst es zum Beispiel so machen, ne? Ach, perfekt. Hurensohn, wer weiterfährt? Hurensohn, wer weiterfährt? Siehst du, was da der fährt? Ja. Das ist entweder ein Hurensohn oder ein Kopfloser, ne? Es ist, die fahren auch sehr eckig. Sieh, was du, das ist das auch, ja, warte. Mit welchen Kollegen machen wir das jetzt genau? Wie sind deren Namen? Jack Watto heißt er. Jack. Jack Paul? Nein, Watto, Jack, Jack. Ah, haben Sie gerade die Dienstnummer gefunden, der. So wie Michael Jackson. Ja, genau. Dann haben wir. Den habe ich doch auch. Soll ich mal anrufen? Weiß nicht, hast du den? Ah, nee. Jack. Nicht Jones Paul. Ich hab den, ich kenn den gar nicht. Sie, warte, ich, das ist eine von meinen Wattos von früher. Ach, krass, okay. Das ist ja noch geiler. Warte mal, Watto. Wir haben so viele Kontakte jetzt. Sie, warte, ich muss das mal checken. Ich sehe auf mein, wie heißt das, diese GPS, ha? Ich sehe da was. Ich gucke nicht, dass das wohl andere Polizei ist. Da müssen wir aufpassen. Ja, irgendjemand wollte mit mir sprechen, aber ich hab's total vergessen nach dem Juwelierraub. Ein Kollege wollte mit Ihnen sprechen. Ja, wer denn, Sancho? Was meinst du, Watto? Weiß ich nicht. Wo kommt das GPS-Ding her? Ich habe auch nicht gesehen, das ist weg auf einmal, ne? Nee, das ist da. Fahr mal weiter. Wo, Watto? Noch weiter, noch weiter.
Weiter, weiter. Ne, jetzt ist weg. Das ist weg bei mir auch. Ja. Da haben sie bestimmt einen toten Kopf entsorgt oder so. Oh ja. Warte, diese Sonne sieht echt schön aus, ha? Hast du eine Mariah Carey-CD dabei? Wo? Einmal Race ranfahren. Oder so. Warte, da Hallo? Telefon liegt im Lein. Moin! Moin! Steigen Sie bitte aus dem Fahrzeug! Warte, machst du das eben? Ich bin schon muss telefonieren. Ja, ja, ich meine meinen Kollegen. CJ, warte. So. Hallo? Moin. Stellen Sie bitte an, an die Wand, an den Pfeiler. Und die Hände hoch. Wissen Sie, warum wir Sie anhalten? Nö. Ja, warte, was meinst du? Was ist los? Weil ich keinen Helm getragen habe. Ja, zum Beispiel. Oder weil du komplett, weil es sich komplett von deinem Motorrad geledert hat. Ja, okay, naja, ich hab dich auch gerammt, ne? Naja. Warte. So. Also, warte, du hast vielleicht ein bisschen Kopfschmerzen, ne? Ich hab den nicht gerammt. Der wurde, wir haben sie nicht gerammt. So, aber wir machen jetzt einen Alkoholtest. Können wir machen. Was haben Sie mit den Brecheisen vor? Ich breche manchmal Polizeiautos auf, wissen Sie? Das ist mein Hobby. Gut. Brecheisen konfisziert. Was machen Sie mit den Benzinkanister? Mein Motorrad auffüllen, wenn ich mal irgendwo am Arsch der Welt stehe. Und mein Tank leer ist. Mhm. Wir müssen sie leider mitnehmen. Das ist so weit weg, warte, scheiß auf den Mann. Er hat einen Hacker-Laptop dabei. Er hat einen Hacker-Laptop dabei, was bist du, Hacker oder was, Mann? Ne, ist ein Gaming-Laptop, das muss ein Schreibfehler sein. Hier steht übelster Hacker-Laptop. Nein, das kann nicht sein, das ist ein Fehler. Den müssen wir einmal mitnehmen und uns einmal genauer im PD anschauen. Okay. Auch der ist konfisziert. So. Nun einmal ihr Bußgeld. Was glauben Sie, haben Sie alles falsch gemacht? Ja, ohne Helm gefahren. Ich weiß nicht, ein bisschen zu schnell vielleicht. Bisschen zu schnell? Hier ist 50. Ja, naja. Ein bisschen schneller geht immer. Haben Sie ein Warndreieck im Motorrad dabei? Nö. Gut, das macht dann nochmal 1000. Passt nicht rein. Warndreieck nicht im Fahrzeug. Alles klar. Warte, verteilst du die Bußgelder auch, ha? Ich verteile die alle, ja. Zusätzlich sind sie ohne Licht gefahren, das macht 650 Euro. Ja. Gut. Sonst noch etwas? Nö, also... Sie sind auf der falschen Straßenseite gefahren, wissen Sie, was das heißt? Bei Isabella und... Geisterfahrer. Korrekt. Wollen Sie das Bußgeld einmal erfahren? Ja. 8000 Tacken. Muss ja eben sein, ach du Scheiße. Sehe ja. Ich aus, als wäre ich Millionär? Nein. Mach stille Anfahrt. Was gibt's noch? Weiß ich nicht. Was gibt's noch? Sie sind noch einmal über Rot. Also, wir haben Sie wirklich nur 5 Sekunden gesehen und Sie haben 7 Straftaten begangen. Sie sind zusätzlich über Rot gefahren, das macht 2500. Am besten noch Blaulicht ausmachen. Ach du Scheiße, ja, gut. Gehen Sie bitte einmal kurz zurück, das ist hier ein kleiner Schauplatz. Wir kommen gleich zu Ihnen. Das hat er, Solone. Haben Sie einen Verbandskasten im Motorrad? Nee. Hey, Watto. Ja. Abflug für uns, ha? Okay, wir müssen los. Sie haben nochmal Glück gehabt. Sie kommen mit dem blauen Auge davon. AKA 35.000 Strafe. Hey. Warte, weiter. Wir müssen weiter. Weiter. Tschüss. Ah, ist das jetzt unsere Geisel? Da hast du den richtigen Riecher. Wie geil. Ich habe ihm zuerst 30.000 Bußgeld reingedrückt. Und jetzt wird er noch als Geisel genommen. Wir fahren einfach. Das ist ein Traum. Warte, ich hätte ihn noch 1 Meter fahren lassen, dann hätte ich ihn nochmal wegen des Fahrzeugs angehalten. Er ist nicht verkehrssicher. Ja, richtig. Sollen wir das folgen erstmal oder was soll machen? Sieht der uns? Weiß er, wie wir heißen? Nö. Hast du dir Ausweis gezeigt? Ich hab dir meinen Dienstausweis gezeigt. Hast du, Watto? Nein, hab ich nicht. Ich dachte schon, Mann, Watto, du bist manchmal echt loco, ha? Korrekt.
Oh, da ist der Raser von vorhin. Stehen bleiben bitte, bitte fahren Sie rechts ran. Stehen bleiben bitte. Hallo? Stehen bleiben. Steigen Sie sofort aus. Aber warum haben Sie aussteigen. Aussteigen. So, wen haben wir denn hier? Sie sind der Raser von vorhin. Wir hatten Blaulicht angemacht und Sirene und Sie sind weitergefahren. Hey, Loco. Auf der Autobahn darf man unendlich fahren. Also da unendlich? Ich glaube, das heißt unbegrenzt. Das ist 120 auf Autobahn. Du kannst doch nicht mit 500 an uns vorbeirasen. Nein, es ist nicht 120. Und selbst wenn es 120 war, wie schnell waren Sie? Sie waren mindestens bei 200. Also erzählen Sie mir das nicht. Woher wollen Sie denn das wissen? Naja, wenn ich mit 300 Sachen an Ihnen vorbeifahre und ihn nur knapp überhole, dann müssen Sie schon eine ganz schöne knapp, Watto? Haben. Also Watto, der hat uns nicht knapp überholt. Sie sind so weggeheizt. Also, auf der Autobahn ist auf jeden Fall unbegrenzt. Das ist ich weiß nicht, wie lange Sie ich jetzt verstehe, haben wir es hier mit einem Klugscheißer zu tun? Bitte einmal umdrehen, Hände hoch und ans Auto lehnen, bitte. Kein Problem. Nee, ich bin einfach nur sehr lange auf dieser Insel und weiß das einfach. Und okay. Ich würde Ihnen einen Tipp geben. Nehmen Sie die Leuchtpistole aus der Hand und nehmen Sie Ihren Taser. Negativ. Leuchtpistole tut mir weh. Okay, also so, Sie bleiben jetzt stehen. Ja, ich stehe doch schon. Ich mache doch gar nichts mehr. Wir werden Sie jetzt einmal durchsuchen. Haben Sie irgendwelche spitzen Gegenstände dabei, an denen wir uns schneiden können? Ganz ruhig, nein. Ich habe Medic-Sachen mit. Medic-Sachen? Genau. Okay. Vier gegrillte Hühnchen haben Sie dabei. Darf man die nicht? Die habe ich gerade aus dem Laden gekauft. Wissen Sie, die Tanke da vorne, der jagt die selbst. Haben Sie einen Hund zu Hause? Ich? Ja. Ja? Ja. Welche Rasse? So einen kleinen. Oha, hey, warte, kennst du schon Officer Ringels, Mann? Wer ist denn das? Das ist Officer Ringels. Und woher kommt der? Das ist Polizeischwein. Warte, lassen Sie mich kurz die Tür hier aufnehmen. Das riecht Drogen bei Ihnen. Sie haben 28 Mal Schmerzmittel Mango Passion dabei. Was ist denn das für eine kranke Scheiße? Hier ist mein Hund, okay, der Hund ist cool. Schmerzmittel ist, weil ich Medic bin. 28 Mal illegales Schmerzmittel mit dem Namen Mango Passion. Mango Passion ist wieder was anderes. Das ist mein Getränk. Das ist ein Getränk. Das ist ein Getränk und das knallt, oder was? Das müssen wir konfiszieren, das nehmen wir mit. Nein, ich trinke nur Wassermelone. Ich trinke negativ. Aber vom Mango Passion habe ich noch nicht gehört, ne? 28 Schmerzmittel Mango Passion wurde sicher abgenommen. Sie haben mir jetzt nur das Schmerzmittel, nicht Mango Passion. So, wir haben jetzt hier noch vier Vanille Cokes. Vanille, das ist ein Energy Drink. Vanille Cola. Auch. Okay. 130 Wassermelonen. Nein, das ist ein Geschmack. Das sind Dosen. Mhm. Was haben wir da noch? Graffiti-Entferner. Warten Sie kurz, ich werde angerufen. Negativ? Legen Sie ich wieder auf. Aufgelegt. Ja, gut. Das sag ich doch. Herr Kollege, ich entferne Ihnen einfach. Lassen Sie alles über sich ergehen, dann lassen wir Sie fahren. Na, bitte machen Sie ich mach doch gar nichts. Ey, der Schläger ist legal. Den geben Sie mir bitte wieder. So, was ist denn das hier? Das haben Sie dabei gehabt. Ja, der ist soweit legal. Braucht man keinen Können Sie erklären, was Sie damit machen? Wofür haben Sie dafür einen Waffenschein? Ich bin Baseballschläger, dafür braucht man keinen Waffenschein. Sie sind also Baseballschläger, korrekt? Ich bin kein Baseballschläger, ich bin Baseballspieler. Okay. Home Run und so. Danke für Kowalski kommen. Also, könnten Sie mir den bitte wiedergeben, weil ich möchte nicht... Sancho, gib ihm den wieder, was wollen wir mit dem? Ja, den bekommen Sie wieder. Ich danke Ihnen. Weil den zu bekommen, da muss man Müllmann sein und das kann ich nicht, weil ich verbeamtet bin. Warte, die rufen nach dich. Die rufen nach mir? Ich glaube nicht. Sie im Funker. Ich danke Ihnen. Funkcheck, Sancho, positiv. Kann es sein, dass Sie noch nicht so lange sind bei der Polizei sind? Das ist ein Kommissar mit dem Sinn. Ich bin Kommissar. Okay.
Bitte öffnen Sie einfach Ihren Kofferraum. Ich frag doch nur. Ja, alles gut, warten Sie. Sie sind verbeamtet. Ja, ich bin Medic. Arzt. Sie sind Medic, Medikale, ja? Ich bin Arzt. Aber du, der ist Arzt, Mann, der hat dir nichts dabei, Mann. Scheiß auf den, Mann. Warndreieck und Warnweste, da fehlt doch was. Verbandskasten, genau. Das, ich habe Schmerzmittel und Defibrillatoren sowie meine Medic-Sachen mit. Soweit brauche ich also keinen, weil ich... Warte, wäre das... Schauen Sie mal, also ich glaube Ihnen, dass Sie natürlich dazu in der Lage sind, jemanden, der verletzt ist, zu behandeln. Aber das gibt Ihnen nicht das Recht, über dem Gesetz zu stehen, wissen Sie? Über welchen Gesetz? Fall... Ich stehe doch gar nicht über dem Gesetz. Ich sag doch nur, dass ich das nicht brauche, weil ich alles so dabei habe und nicht im Verbandskasten. Ja, haben Sie falsch gedacht. Tut mir leid, haben Sie falsch gedacht. Brauchen Sie trotzdem. Hä? Also Personalausweis und Fahrzeugschein, bitte. Also wollen Sie mir sagen, ich brauche, wenn ich Bandagen und alles, was in dem Verbandskasten drin ist, wenn ich das alles in größer habe, dass ich das dann trotzdem brauche? Sind Sie mit Herrn Markus Adams verwandt? Nein. Ich habe meinen Namen noch nicht umgeändert. Okay. Und dann einmal bitte den Fahrzeugschein. Ist das Ihr Auto? Ja, klar. Wie viel PS hat das Auto? Weiß ich nicht. Es wurde getuned. Das muss ich einmal mir anschauen. Ja, steht alles im Fahrzeugschein. Der liegt in der Fahrradtür, ne? Das wissen Sie. Irgendwas stimmt hier gewaltig. Wir können jetzt gewaltig nicht. Wir können zwar jetzt nichts nachweisen, aber ich denke, wir sollten sie erstmal mitnehmen. Okay, nein, sorry. Warte, scheiß drauf. Der ist zwei Wochen U-Haft. Der ist doch Doktor, okay. Scheiß drauf. Zwei Wochen U-Haft? Ja. Kollege, ich will von dir nie wieder, dass du mich mit 300 km/h überholst, verstehst du? Aber weißt du, was das Problem ist? Na? Dass auf der Autobahn unbegrenzt ist. Nur, ja, haben Sie das gerade gesehen? Ich hab das gerade gesehen. Das ich da ist gesehen. Zu schnell. Nicht aber das ist nicht unser Zuständigkeitsbereich. Aber dann der Parkplatz hier schon. Richtig, hier ist einfacher. Ah, klar. Okay, gut. Das wäre soweit alles. Haben Sie nehmen Sie Ihren Hund. Haben Sie unsere Sirene nicht gehört, ha? Nein, ich war zu schnell. Ja, warte. Wie heißt Ihr Hund? Hast du selber deine Frage beantwortet? Ja, du warst viel zu schnell. Also bitte? Ja. Du warst viel zu schnell, hast du selber gesagt. Bitte halt dich ein bisschen an. Das war nicht zu allgemeine schnell, sondern es war schnell. Nicht zu schnell. Also, Sie haben selber gerade gesagt, zu schnell, jetzt sagen Sie schnell. Nein. Was können Sie sich entscheiden? Ich war schnell. Ich war auf ca. 330 km/h. Der Letzte, aber der nur schnell war und nicht zu schnell, hat jetzt ein kaputtes Rücklicht. Oha, ist das jetzt eine Andeutung von einer Sachbeschädigung? Positiv. Okay, sorry. Ich glaub, also? Ich glaube, das ist hier alles irgendwie ein kleiner Betrug. Kann das sein, dass Sie hier irgendwie die Leute abziehen? Sehen wir aus dem Betrug oder was? Ja, sehen Sie. Gerade schon. Gerade habe ich das Gefühl, Sie laufen hier als Polizist mit dem Golfpfleger und einem Schwein. Gut, das gibt jetzt ein richtig schönes Bußgeld. Alles klar, bitte bleiben Sie stehen. Nicht rühren, bitte bleiben Sie stehen. Mein Vater, der jetzt tot ist. Ich bitte Sie, das nicht... So. Ja, genau, mein Vater hat die Augen getragen. Ja, natürlich. Sage, dass er nicht tot ist, dann das habe ich ja noch nie gehört, sowas. So, jetzt geht's los. Ich öffne mal meinen Bußgeldkatalog. Kann dieses Schwein endlich mal weg? Nein, das Schwein bleibt. Das ist ein Drogenschwein. Das spürt bei Ihnen Drogen auf. Wir haben 28 Schmerzmittel dabei gehabt. Sorry. So, also erstmal sind Sie auf der falschen Fahrbahnseite gefahren. Was? Seit wann? Da ist eine Leitplanke dazwischen. Wie soll ich auf der falschen... Wie? Da ist eine Leitplanke dazwischen. Ich war auf Ihrer Spur. War nur ein Test. Positiv bestanden. Was sind das? Gefährliches Fahrverhalten. 4000 Euro. Zack. Oha. Was soll was soll ich Ihnen sagen? Sie sind mit 300 an uns vorbeigefahren und haben das Blaulicht ignoriert. Ja, aber alles ich wünschte, ich müsste das nicht machen. Ja, klar. Das ist klar. Mhm, genau. Sie wünschten, Sie könnten mir noch mehr reindrücken. Korrekt. Genau. So, als Nächstes. Sie sind über Rot gefahren auf der Autobahn. Ja. Nee, was? Hä? War auch eine Fangfrage. Es gibt keine Ampel auf der Autobahn. Hä? Glück gehabt. Kommt jetzt jede ein... Geschwindigkeit über 30 km/h zu viel, 2000 nein, Flocken. Nein, man darf doch unbegrenzt fahren. Tja, erzählen Sie das Ihren Anwalt. So, zusätzlich war Ihr Licht nicht eingeschaltet. Mein Licht war nicht angeschaltet. Das haben sie erkannt, als ich mit 330 Sachen an ihnen vorbeigefahren bin. Richtig. Ja, nein, warte, aber du hast erkannt, wo du vorbeigefahren bist, wie schnell wir gefahren sind, ne?
Ja, ey, guck. Kollege, du bist echt ein bisschen komisch, Mann. Aber sie fuck. Ja, du bist auch ein Scherz, Mann, abscherzen, Mann. Okay. So, sie hatten zusätzlich, als sie mit 300 an uns vorbeigepäst sind, ein Handy am Steuer. Handy am Steuer? Das macht nochmal 500 Flocken. Gut, können Sie mir mal bitte ganz kurz erklären, wieso in dem Mercedes das Handy sozusagen auf dem, also im Mercedes, du kannst das mit Bluetooth verbinden. Man braucht kein Handy mehr. Ja, trotzdem darf man das nicht in die Hand nehmen. Ja, ich hatte es. Ist mir doch egal, wenn das Bluetooth verbunden sind. Zusätzlich hatten sie keinen Helm dabei. Kein Helm. Direkt man jetzt in einem Sportwagen. Oha, die Hustlers. Die Schlümpfe, nicht Schlümpfe, das war ich selbst. Die Minions. Okay, das reicht erstmal genug fürs Geld. Ja, ich danke. Ich hoffe, das war in eine Lehre. Damit sind sie doch mal mit einem blauen Auge davon gekommen. Nächstes Mal wird's richtig teuer. Oha, ich glaube, das sieht gefährlich aus. Funken Sie lieber mal Status 0 durch. Nee, ich hab einen. Ja, klar, Sie sind stark, ne? Alles gut, ich hau mit dem Basie drauf. Die sind schwach. Paletto, hier sind viele Hustlers unterwegs. Sancho an Zentrale. Wir sind an Paletto Beach. Hier sind 5 Hustler-Fahrzeuge. Okay, willkommen. Heißt das hier Paletto Beach? Das ist, okay, ja, wir fahren an. Paletto Bay. Bay. Chillig. Hier wird jemand gefoltert oder geschlagen. Also. Okay, die Hustler sind wieder weggefahren. Ich habe eine Frage. Wer von euch beiden ist gefahren? Wer gefahren ist? Ja. Mein Kollege. Ah, weil sie sind mir nämlich eben hinten reingefahren. Oh, ja. Ja. Wieso? Weil sie hinten gar keinen Schaden am Fahrzeug haben. Ich habe ihn. Also muss man jetzt einen Schaden mitnehmen. Wollen wir das nochmal ganz kurz korrigieren? Warte, wir haben keine Zeit mehr für den Typen. Hast du ihm Bußgeld reingedrückt, dann lassen wir ihn. Ja, er hat unendlich Bußgeld bekommen. Wenn wir sie noch das nächste Mal sehen, nehmen wir sie mit. Schönen Dienst. Ist, glaube ich, nicht. Auf Wiedersehen. Tschüss. Hoffentlich nicht. Pack das, pack das Drogenaufspürschwein in den Kofferraum. Rob im Gange, schnell, schnell, schnell. Rob bei Paletto Bank. Schwein! Läuft das hier hinterher? Scheiß auf das Schwein jetzt. Das holy Ringel, shit, das schreit nach dir, okay. Warte, da ist Raub jetzt, ne? Jetzt geht's los. Komm, wir sind der Brot angelegt. Der Richter, wenn er darf, er kommt. Richter, hör auf. Wo sind Sie denn? Mahlzeit! Stehen bleiben. Nicht weiter, ja. Wir können uns darauf einigen, dass wir die Waffe haben. Wir haben Geiseln hier. Richtig. Waffe ist aus der Hand genommen. Mann, ihr seid aber pünktlich wieder weg, ja. Unser Kollege. Warte, du übernimmst die Verhandlung, Mann. Geh nach vorne, Mann. Ach so. Sind das deine Leute? Unser Kollege kommt gleich hier noch mit dem Lambo. Können Sie einmal... Hey! Sancho, chillen Sie mal. Wir sind doch geschickt worden. Gut, chillen Sie mal, da kommt gleich noch jemand. Der macht hier für die Verhandlungen. Die Polizei ist unterwegs hierher. Muss einer von euch beiden hier rein jetzt? Einer, ja, ich geh rein. Nein, nicht du. Doch, doch. Nein, Manolo hat mich geschickt. Weitergehen. Wir müssen den Deal vollziehen, bevor die anderen Polizisten kommen. Sancho, was machst du hier drinnen? Digga, das wird nicht, das klappt so nicht. Das klappt so nicht, geh wieder raus. Geh wieder raus. Scheiße, ich muss raus hier. Ja, raus mit dir. Scheiße, Manolo, das ist überhaupt nicht gut geplant. Du musst draußen bleiben, du darfst auf gar keinen Fall rein, Mann. Das sind Anfänger, Mann, wir müssen das lernen. Unser Kollege kommt gleich noch mit dem Lambo. Das dauert viel zu lange, die Kollegen sind gleich hier. Wir haben das 2 Wochen lang geplant und das ist das Ergebnis? Scheiße. Warte, da sind Kameras in der Bank, die Kameras haben mich gesehen. Chef raus, jetzt sofort. Der ist noch nicht da. Der Chef ist nicht da? Der kommt gleich. Was für eine miese Scheiße. Entweder ich schaff das jetzt oder seid gefickt. Ja, ich würde das jetzt erstmal begrüßen, wenn sie ein bisschen. Alle rein außer einer, Mann. Alle rein außer einer, sofort, ihr kleinen. Warte, ihr seid Anfänger, alle rein. Was ist das für eine Scheiße? Was ist denn hier los jetzt? Oh, sehr gut, da sind die Kollegen. Hallo, wir brauchen dringend Unterstützung. Hier ist ein Banküberfall. Hallo? Hallo? Ja, da wird eine Bank überfallen, das ist ein Raub. Wo war denn der Ring? Okay. Ich übernehme die Verhandlung, ne? Ja, wie viele Geiseln haben Sie? Ich kläre das jetzt gleich. Ja.
Bleiben Sie ein bisschen in Sicherheit, ne? Übernehmen Sie die Verhandlung oder ich? Ich übernehme. Die Kollegin okay. Geht da hinten, der andere Kollege Sancho bleibt hier vorne. Na ja, gut, dann gehen wir ein bisschen zurück. Bitte entfernen Sie sich, hier ist ein Banküberfrau. Okay, dann komm ich. Hallo? Ja, hallo. Ich hab was? Sie gar, ich hab sie sind Sie der. Sind Sie der Chef? Der Chef? Ach du Scheiße, wer sind Sie? Gehen Sie bitte, verlassen Sie den Tatort. Ich bin nicht der Chef. Polizei für ADAC, komm. Habt ihr schon gestartet? Wollen Sie mich verarschen, Mann? Ey, Polizia, Mann, ihr müsst alles absperren, die können doch nicht mit Fahrzeugen reinfahren, verdammte Scheiße. Macht euren Job. Wer ist denn das hier? Haut den Typen mal eine rein. Bitte entfernen Sie vom Tatort. Gehen Sie mal, bitte. Bitte gehen Sie. Gehen Sie mal weg hinter mir, ey. Bitte verlassen Sie den Tatort. Ja, ist okay. Mal locker bleiben, Alter. Was so eine Scheiße. Sorry, Alter. Sorry, Mann. Na, Gaffer, ich bin da. Wir haben halt hier oben vier Anwärter und die können sich nicht allein um Bankraub kümmern. Jetzt kommen wir fahren. So, ich bin hier der Einsatzleiter. Wie ist Ihr Rang? Okay. Ich bin Anwärter. Und der Kollege? Wir sind alle Anwärter. Wer schickt denn hier Anwärter her? Ich bin Kommissar Sancho. Ja, wenn Sie ein Kommissar sind, dann machen Sie doch die Kommissar Bank. Sancho fordert fähiges Personal an zum Bankraub in Paleto. Durch. Haben Sie das gehört? Ja, also der Funkspruch ging nicht durch, Sie müssen nochmal funken. Wir können keinen Einsatzwagen ausparken. Jo, einen könnte ich am Möffelpark mitnehmen. Steht da draußen oder ist er eingepackt? Eingepackt. Ja. Ich glaube, es geht. Waren Sie schon mal beim Bankraub dabei? Ja, schon 1000 Mal, aber wir können keine Verhandlungen führen. Oder wollen Sie die Verhandlungen führen? Manolo Montana übernimmt die Verhandlung. Er ist Polizeimeister mit dem Fachgebiet Bankraubverhandlungen. Ja, dann macht er das so lange, bis wir noch jemanden höherrangigen hier haben. Wer ist da hinten jetzt? Das dauert zu lange, da drinnen sind Geiseln. Sie sind dafür zuständig, alle Zivilisten vom Tatort zu entfernen. Ja, wir sollten erstmal Sperrzone hier rausrufen. Richtig. Dürfen wir eine Sperrzone um die Bank von Palito machen, so 150 Meter? Ich muss wissen, wie viele Geiseln das sind, jetzt sofort. Fahren Sie bitte zur Seite. Ich muss wissen, wie viele Geiseln das sind, Mann. Sag ich Ihnen sofort. Ja, Jungs. Ist die dritte Geisel mit dem Powernäppchen fertig? Also drei Geiseln. Warte, gib einmal hinten durch bei den Kollegen, dass wir drei Geiseln hier drin haben. Wie, der kommt nicht mehr. Ja, kann man nichts machen. Sancho und Zentrale, es befinden sich drei Geiseln in der Bank. Kommissar Sancho übernimmt die Einsatzleitung. Verhandlungspartner ist bereits Manolo Montana. Er kümmert sich drum. Alles unter meiner Aufsicht. Hier kommen immer mehr Leute. Hallo? Guten Tag. Mehr Leute angefahren. Vorher ist schon einer mit dem Lamborghini angefahren. Ich würde euch mal empfehlen, ich stehe mich mal hinter ihm, weil sonst wird er hier noch abgeschossen. Ich mache Absicherung einfach nur. Nein, bitte bleiben Sie am Auto. Die sind, hä? So. Sie dürfen keine Waffen ziehen. Sollte meine Kollegin mitbekommen, dass sie nochmal eine Waffe ziehen, werden sie auch ihre Waffe ziehen. Alles gut. Das war nicht gewollt. Ich musste nur wissen, wer das da ist. Der hat nicht durchgefunden, dass es meine ist. Bitte ein paar Schritte zurückgehen, richtig. Alter, wie lange dauert das, Mann? Ich weiß nicht, wir verhandeln sofort. Es gibt nur gerade halt, Hey, warte, willst du mich verarschen, Mann? Was soll ich denn machen? Rede leise, Mann. Ach, ist das hinter dir Dings? Sieh, Watto, das ist mein Kollege, du kannst doch nicht eine Scheiße machen, Mann. Wir sind die größten Anfänger, Watto. Herr Sancho, nein, wir sind nicht die größten Anfänger, der Staat macht schon wieder Probleme. Wir können den scheiß Dings nicht starten. Gib nicht uns die Schuld dafür. Mann, es ist wirklich immer der Staat, wir wollen immer so einen schönen Plan machen und dann funktioniert das nicht. Du musst aufhören, hier immer mehr Autos hier anzufahren, Mann, das geht so nicht. Nein, hör zu. Diese Karre hier, ne, die hier. Das darfst du nicht durchfunken. Die fährt 450. Keiner eurer Polizeiwagen fährt so schnell. Siehst du das Auto, was da steht? Ja. Siehst du das? Ja.
Das Auto fährt 810. Als ob aber ihr wirklich ein Auto ausgepackt. Ja, aber ihr Polizisten könnt sowieso nicht fahren. Korrekt, es hat kein Handling. Da ja, wie viel passen das Auto rein, ja? Passen zwei, haben wir ja schon gesagt. Der eine und ich fahren und du nimmst dann mein Lambo und musst sie dann wegtreiben von uns. Sodass sie nicht wissen, wer das Schwarzgeld nimmt. Ey, hey. Kommt schon irgendwer anders? Ist irgendwer anders auf dem Weg? Ja. Wir machen das ja so, dass sie uns das Geld kommt gar nicht komisch rüber, dass geben. Ja, das versteht ihr das? Ja, verstehen wir. Ich bin der Kommissar, ich bin hier der leitende Einsatzleiter. Ihr gebt mir das Geld, damit wird keiner rechnen, okay? Okay, klar. Okay. Und dann, wenn wir dann geflohen sind, ich hab alles gut. Wenn wir dann geflohen sind, dann treffen wir uns ein bisschen. Treffen wir uns wieder. Ihr habt die Nummer von meinem Kollegen, okay? Beeilt euch jetzt aber, gleich kommen noch mehr Kollegen. Ja, wenn das SEK kommt, dann ist zu Ende, dann werdet ihr einfach niedergeschossen, das ist auch scheiße. Ja, Sancho. Wir haben Geiseln. Das mit dem Deal sollte hoffentlich stehen. Wir sollten korrekt die 3 Millionen bekommen haben. Hoffentlich. Sehr schön. Sehr schön. Okay, dann gehen Sie bitte ein paar Schritte zurück jetzt. Danke. Es läuft gut soweit alles. Hallo, die Verhandlungen laufen gut. Dann würde morgen die E1 sein. Sancho, ich habe schon das eben erzählt, dass die wollen unbedingt mit Ihnen verhandeln, ne? Ja, ich weiß. Ja, das ist kein Wunschkonzept, mit denen die hier verhandeln. Naja, schon. Also die haben Geiseln. Die Geiseln also sind drei Geiseln. Wow. Die Lambo-Cops sind da, moin. Herr Sancho, ja, wieso spielen aufhören. Sie die Karte nicht aus, wenn Sie mit ihnen verhandeln wollen, sondern Sie eine Geisel übergeben? Okay, das spiele ich aus. Hey, das SEK ist gleich unterwegs. Eine Geisel muss freigelassen werden, dass ihr zeigt, ihr habt einen guten Willen. Okay, kriegen wir 100k für die erste Geisel, ne? 100k für die erste Geisel. Ich organisiere das Geld. 150. Nee, gib die erste Geisel umsonst. Gib die erste Geisel umsonst. Ah. Traut mir, gib die erste umsonst und für die nächste verlangt ihr dann 500.000. Pass auf, die erste Geisel geben wir euch für sicheres Geleit hier raus. Ja? Also du machst klar, dass wir hier sicher wieder wegfahren können, ohne dass uns andere Bullen behelligen. Wow, das kann ich nicht. Warum kannst du es nicht? Ich dachte, du bist hier leitender Officer. Herr Sancho, treten Sie nicht so nah an die Täter ran. Die können sich. Sprich das mal ab. Ja, okay. Dann kommen wir wieder. Sie wollen 150.000 für die erste Geisel. Die kriegen wir insgesamt 200.000. Sie haben insgesamt drei Geiseln? Haben Sie ja. schon gesehen? Ja, insgesamt gibt es drei Geiseln. Sie können drei haben Kugeln Sie alle haben. Drei Geiseln sich schon zeigen lassen? Also, hat irgendwer was zu snacken für mich? Sancho? Ja, ich werde das überprüfen. Ja. Bitte nicht schießen, weil okay. 150.000 für die erste Geisel. Ja, aber ich muss mich überzeugen, dass es all drei Geiseln gut geht. Alles gut, wir haben eigentlich jetzt gerade nur zwei, weil natürlich die dritte unbedingt ein scheiß Powernäppchen jetzt machen muss. Ach du Scheiße. Es ist so dumm, aber was soll man machen? Wenn egal, dann ist es so, dann blufft ja, weiter. Kann man nichts machen. Gehen Sie aber bitte jetzt, damit es auch eher realistischer ist, gehen Sie bitte ein paar Schritte zurück, weil wenn Sie so nah dran stehen, das kommt nicht gut. Okay. Ich muss mir einmal vergewissern, dass die zwei. Die erste Geisel kommt gerade. Gut. Und die zweite geht's auch gut, ja? Der zweiten geht's soweit auch gut, ja. Sehen Sie die Linie da? Ja, am besten dahinter, genau. Ja, genau. Hallo, Geisel Nummer 1, geht's Ihnen gut? Ja, mir geht's eigentlich super, ja. Nice. Also bis auf, dass ich eine Geisel bin, aber sonst, ja. Und geht's der anderen Geisel auch gut? Soweit ich weiß, ja. Oh, was ist jetzt? Was ist mit der Geisel los? Eine Geisel ist umgefallen. Geh rein. Geh einfach rein, ist in Ordnung. Geh rein. Alles gut. Was ist da passiert mit der Geisel? Alles gut. Ist in Ordnung. Hallo, Geisel? Handel weiter. Umgefallen oder bewusstlos? Sancho. Geisel bewusstlos. Ich glaube, die Geisel wurde vergiftet. Sancho. Ja. Herr Morgan, wenn die Geisel bewusstlos die zwei Autos ist, da. Das Justizauto und der grüne Audi dort mit dem Daraufsatz. Die ja. bitte einmal mit hier zu den anderen stellen, ja? Weil
Wenn die erste schon umfällt, was ist dann mit den zwei anderen? Vielleicht liegen die hinten schon in der Kammer. Die verstehen, was ich meine. Ich weiß nicht, ob ich das umsetzen kann. Was haben sie mit der Geisel gemacht? Wenn wir das jetzt stürmen würden, dann wären die ich hab gar nichts mit der Geisel gemacht. Wir jetzt nicht ausgehen können, dass, die sieht gar nicht gut aus. Gut geht oder nicht, ja, die sieht wirklich nicht gut aus. Im schlimmsten Fall auch tot. Also würde ich mein Gott, wir brauchen Sunny. Hier wurde eine Geisel vergiftet. What the fuck? Ja, ich habe gerade eben schon durchgeguckt, dass einer Sunny anfangen soll, bitte. Ist Sancho alles gut hier? Ja, eine Geisel wurde vergiftet, die andere ist noch drin. Was ist das, eine Geisel hier? Das ist eine Geisel, ja, aber die wurde vergiftet. Die Geisel da draußen, die da unten liegt, das ist nicht unsere Schuld. Das ist schon wieder ein. Eieiei, was haben die denn gegeben? Nee, es ist ein Schatz. Oh Gott! Schon wieder, also das ist Geisel Nummer 1, bitteschön. Geisel Nummer 1, okay, wir holen die 150.000. Nee, noch nicht. Noch nicht, die 150.000. Wie es der Geisel geht und so. Ah, okay, wie geht's der Geisel, hallo? Mir geht's sehr schlecht. Oh mein Gott, warum denn? Die haben mich hingerichtet. Wie, da, hingerichtet? Das macht gar keinen Sie Sinn. Leben Sie doch, doch gar keinen Sinn. Doch. Was ist das für eine Scheiße? Also, Herr Sancho, gehen Sie einfach, die Geisel ist dumm. Meine ja, okay. So, der Geisel geht's gut. Der Geisel geht's gut, aber die erste Geisel liegt bewusstlos am Auto. Sancho, wie ist die Geisel umgefallen? Unter welchen Umständen? Wir wissen es nicht. Sie wurde rausgetragen und ist einfach so umgefallen. Also handelt es sich dabei 100% um eine Geisel? Es handelt sich dabei um eine Geisel, ja. Wie viele Geiselnehmer haben Sie ungefähr gesehen? Oh nee. Geiselnehmer 4, Geiseln 2. Sind Sie sich sicher, dass es nur 4 sind oder könnten auch noch vielleicht hinten? Es könnten auch noch mehr hinten sein. Können wir, gehen Sie davon aus, dass es sich bei den Geiseln nur um Geiseln handelt oder auch um Komplizen? Herr Morgan? Ja. Nur Geiseln. Dürfen wir oh ja, die Notärzte bitte mit mir kommen. Oh Junge. Jo. So, das sind einmal die Notärzte, die kümmern sich um die erste Geisel. Das ist ja wunderbar. Wir wollen nur helfen. Könnten Sie kurz einen Was? Nee, bei mir liegt der tatsächlich liegt genau da, wo ich bin. Der liegt überall woanders. Können Sie mal überprüfen, was mit der Geisel passiert ist? Ja, ich gucke mal. Sofort nach. So, Beine- und Arme-Verletzungen. Nee, das heißt intern, das bedeutet entweder dehydriert oder intoxisch, selbstlos wahrscheinlich. Ah ja. So, aufgepasst. Moin. Dieser Audi soll bitte weggefahren werden, das fordern Ach, die Geiselnehmer. Der grüne Audi, bitte einmal mit den Kollegen weg. Ist nicht grün, Sancho, kommen Sie her. Ist der nicht grün, doch? Doch, der ist grün. Schon. So, wie schaut's aus? Was ist mit der Geisel? Warte, ganz kurz, einmal alle weg hier. Hier ist Geisel Nummer 2 erst. Okay, Geisel Nummer 2, sehr gut. Was machen wir jetzt? Dürfte ich kurz das Auto nach dem Namen fragen? Dürfte ich mal schnell das Auto wegfahren? Das Auto behindert die Reanimation. Wie heißt die Geisel? Hi, ich bin Christopher Brown. Komm schon. Okay, hallo Herr Christopher, geht's Ihnen soweit gut? Ja, mir geht's super. Nee. Okay. Wie viele Geiseln sind da drinne? Insgesamt 2 jetzt noch. Also mit Hast du verloren? Nee. Was ist mit der Geisel passiert? Geisel hat's nicht geschafft. Das weiß ich nicht, ich war da drin. Dehydriert tatsächlich. Ja, kann man nichts machen. Eine Geisel ist gestorben, dehydriert. Das war nicht unsere Schuld. Das war nicht die Geiselnehmer, sie ist dehydriert. Richtig. WTF. Bitte Somit, stellen Sie das einmal klar. Haben Sie noch weitere Geiseln drin? Wir haben noch eine, wir achten jetzt auf die. Es tut uns wirklich sehr leid, dass der da verstorben ist. Das war nicht unsere Absicht. Wieso hat er denn kein Wasser angefordert? Weiß ich auch nicht. Moin, wir schauen zu. Moin. Ich würde auch mit Ihnen mitkommen. Einmal kurz auf die Bank hier, ich muss Auto umbauen. Einsatzleiter Kommissar Sancho. Wie ist Ihr Rang? Hallo? Ja. Hallo? Ich würde sagen, wir bleiben erstmal auf Entfernung hier. Gut. Ja, machen wir. Herr Sancho, ist hier alles unter Kontrolle? Hier ist alles unter Kontrolle. Verhandlungen laufen gut. Ich habe mitbekommen, dass die Einsatzfahrzeuge nicht ausgeparkt werden kommen, deswegen habe ich mich hierher bemüht. Sehr gut. Judy. So. So, wie geht's weiter? Herr Sancho, wie sieht das hier mit der Absperrung alles aus? Ist alles abgesperrt, alle Zivilisten wurden weggeschoben. Okay, sehr gut. So, 2 Sachen. Wir möchten ja, das Wichtige ist, dass wir Geld machen, richtig? Richtig. Also, für die eine Geisel, wie viel war das für eine Geisel?
Weiß ich nicht, was ist sinnvoll? 150.000? Ja, 150.000. Also sagen wir 150.000 sollen wir organisieren. Und die zweite Geisel, die ich hier gerade in den Händen habe, ist eigentlich einer von uns. Aber der hat sich jetzt verkleidet, weil wir mussten improvisieren, weil der eine dehydriert ist. Okay, sehr gut. So, für die zweite Geisel wollen wir einfach nur freies Geleit. Sprich, die Bullen sollen uns nicht abschießen, wenn wir fliehen. Die sollen uns verfolgen. Aber was macht ihr da drinnen in der Bank? Räumt da jemand die Spülmaschine aus oder was? Nee, das ist, tut mir leid. Okay, kein Problem. Herrn Sancho. Herrn Sancho. Ja. Hier um die Ecke steht ein Wagen. Ja. Genau da um die Ecke. Ich war gerade schauen. Der Wagen. Der Grüne? Weg. Der Grüne? Nein, kommen Sie mit. Hier um die Ecke. Da, sehen Sie den Wagen? Der kommt. Oh ja, der soll weg? Ja. Ich kümmere mich drum. Der muss woanders hin. Kollegen? Herr Sancho, wo rennen Sie gerade hin? Können lass gleich nochmal drin. Mal ein paar Infos geben, was jetzt genau die ganze Zeit. Das Fahrzeug neben der Bank soll bitte sofort beseitigt werden als Forderung. Das hier. Das bekommen wir dafür. Sancho. Das Auto bitte einmal entfernen. Herr Sancho, haben Sie irgendwelche Kennzeichen wahrnehmen können von den Autos? Oder sind Kennzeichen befestigt oder sind die abgeklebt? Dafür, abgeklebt. Dieses Auto da hinten einmal bitte entfernen. Ist Forderung der Geiselnehmer. Und wo sollen wir das hinstellen? Was bekommen die dafür? Von der Einsatzleitung. Dass es den Geiseln gut geht. Oh nee. Ich gehe wieder hin. Ja, was ist das da? So, der Müller ist jetzt auch im Still. Was ist denn hier? Auf. So, wie schaut's aus? Was ist hier los? Sancho. Ja, das Problem ist. Wir werden, glaube ich, zu keiner Einigung kommen. Ich verabschiede mich jetzt. Ciao, Mann. Ein Täter auf der Flucht. Über mit Motorrad. Wie sagt denn keiner... Was? Täter auf der Flucht mit Motorrad Richtung Westen. Richtung Westen. Bitte einmal verfolgen. Was ist denn das für eine Scheiße? Hier sind 40 Polizisten und der kann einfach wegfahren. Ja, sie müssen sowas durchfunken, wenn er auf. Ja, der ist sofort losgefahren. War da sofort gefunkt? Wir müssen direkt funken. Ich habe nichts gehört. Was? Funkcheck. Ist er denn abgehauen? Ja. Der ist mit Motorrad abgehauen. Mit einem Sportmotorrad. Das darf nicht nochmal passieren. Was war das für eine Scheiße? Ey, nein. Connected. Sound muted. Ich will zurückkommen, komm. Noch einmal wären ein Schuss ohne positiv. Etwas, dann erschießen wir eine Geisel. Haben Sie uns nicht, verstanden? Dass wir schießen sollen. Es waren Herr Sancho. Ja, hören Sie mich? Ja, jetzt höre ich Sie. Hören Sie zu. Das kann er nicht. Sind Sie auf blaue Lippen? Was halt? Sound resumed. User joined the channel. Sound muted. Sound resumed. Joined the channel. Ich ihn getroffen habe, es tut mir wirklich leid. Was war das? Was ist das für eine Scheiße hier? Das tut mir leid. Wieso Warnschüsse? Doch nicht jetzt! Das kann nicht einfach eine Person aus Fahrrad steigen und wegfahren. Aus Motorrad steigen und wegfahren. Okay. Ganz ruhig, ich bin nicht weggefahren. Ja, es tut mir leid, aber es kann nicht sein. Schuld. Der gehört aber auch nicht zu uns, den können Sie verfolgen. Der Medic tut sie kurz mal verpflastern. Nein, ich wurde gerade hergelassen. User joined your channel. Der im Roten, Sie können sich kurz verarzten lassen. Keine Sorge, ich wollte mal kurz mit Ihnen reden. Ich bin gelernt, dass Sie nur gehen. Ja, ihm geht's gut. Ihm geht's gut, bitte entfernen Sie sich. Dankeschön. Entfernen Sie sich. Bitte entfernen Sie sich, Sanitäter. Dürfen Sie nicht. Bitte entfernen Sie sich. Entfernen Sie sich, Mediziner. Wir haben gerade sehr viel Stress, wir haben keine Lust jetzt auf Mediziner. Hey, was war das für eine Scheiße? Wieso ist der Typ abgehauen? Und wieso dauert das alles so lange? Wir sind jetzt fertig, Herr Sancho. Sie sind fertig, wie viel Geld habt ihr? 1,3. 1,3, okay. Wie viel wollt ihr noch für eine Geisel? Stellen Sie mich bitte vor mir. Ja, 150.000, wie Sie gesagt haben. Okay, alles klar, das besorgen wir. Bis gleich. Wir wollen nur noch freies Geleit. Ja, ja, kommen Sie her, das wird nicht funktionieren. Soll ich Ihnen das Geld jetzt geben? Ja, geben Sie mir das Geld. Vielleicht noch einer mit einem Charger den anderen Ausgang absperren. So, und wenn Sie gleich dahin gehen, sagen Sie, dass Ihren Kollegen, die Geiselnehmer möchten nur noch freies Geleit für die letzte Geisel oder für die Geisel. Freies Geleit, okay. Einfach nur, dass die nicht auf uns schießen und wir. Habe ich das Geld schon bekommen? Jetzt, das kommt, das tragt uns gerade ein. Das
Sancho. Ja. Die Leute von Ihnen beschweren sich massiv. Warum? Es kommen keinerlei Informationen nach hinten von Ihnen, was die Geiselnehmer verlangen oder sonst was. Ich habe alles durchgegeben. 150.000 pro Geisel. Sind Sie das in der Lage zu leiten hier? Ja. Ansonsten müssen wir hier jemand anders herholen. Der fehlt. Negativ. 150.000. Ich habe dir schon ganz oft gefordert. Zehnmal. 150.000. Ja, es hat... Wir haben auch schon... Wir wollen nur noch freies Geleit. Herr Sancho hat schon mehrmals, wir haben schon mehrmals gesehen, wie Herr Sancho durchgefunkt hat. Also es liegt nicht an ihm. Wir wollen nur noch freies Geleit. Freies Geleit und 150.000. Wir möchten nicht mehr... Was denn jetzt nun? Beides. Wenn wir gleich angeschossen werden, möchten wir nicht... wenn wir gleich fliehen, möchten wir nicht angeschossen werden von ihm. Sie können uns verfolgen, aber schießen Sie nicht auf uns. Unser Leben ist uns treu. Verstehen Sie uns? Jetzt frage ich mich, warum hier eben gerade auch noch geschossen wurde. Das war nicht von uns. Das war von Ihren Kollegen. Das war der Kollege, der hat einfach so geschossen, einfach einen Warnschuss abgegeben. Das geht gar nicht, der wird gefeuert. Herr Sancho, bitte kriegen Sie das hier unter Kontrolle. Er hat es unter Kontrolle. Ich habe es unter Kontrolle. Okay, wir bringen jetzt 150.000 pro Geisel. Wir wollen einfach nur noch freies Geleit. Und freies Geleit. Oder wenn Sie es schaffen, dann holen Sie die 150.000, weil ich meine, mehr ist besser, ne? Ja, richtig. Ja, warte doch alles, Mann. Was für eine Scheiße ist hier los? 150.000 in bar. Das brauche ich schon seit einer Viertelstunde. Wo bleibt das Geld? Da müssen Sie, denke ich, einmal Herr Winter fragen, wer die Einsätze übernimmt. Wir sind 40 Polizisten und keiner kann die 150.000 organisieren. Das muss von der Einsatzleitung erst freigegeben werden, Herr Sancho. Ich weiß nicht, ob Herr Winter schon freigegeben hat. Funkcheck, können Sie mich hören? Zentrale. Herr Sancho, können Sie uns endlich nach 20 Minuten Infos geben, was die Geiselnehmer... Ich bin die ganze Zeit am Durchfunken. Wir brauchen 150.000 pro Geisel, sofort. Das fordere ich seit 20 Minuten an. Das geht nicht. Wo bleibt das Geld? Wir haben es erstens nicht einmal durchgefunkt, laut dem ich höre, seitens für beide Geisel bekommen Sie niemals 150.000. Sie bekommen maximal für beide 150.000. Dann für eine Geisel nur 100.000. Herr Sancho, auf welcher Seite stehen Sie? Also für eine Geisel 100.000 und für die andere? Herr Sancho, fangen Sie sehr niedrig an, ja? Okay, ich mach das. Herr Sancho, probieren Sie das so möglichst niedrig wie möglich zu halten. So, aufgepasst. Ja. 150.000 pro Geisel funktioniert nicht. Okay, dann möchten wir nur noch... Freies Geleit. Freies Geleit. Wir werden die Geisel... hier lassen, wir fliehen und Sie gehen rein und holen sich die Geisel und ein paar von Ihnen verfolgen uns. Nochmal bitte? Wir werden die Geisel in dem Gebäude lassen. Ja. Sie gehen rein, nachdem wir weggefahren sind und holen sich Ihre Geisel. Dann nehmen somit die Fahndungspartner weg. Gut. Haben Sie das verstanden? Ich gebe das so weiter, ja. Ja, bitte. Funkcheck, können alle Sancho hören? So, wer steht hier alles? Könnt ihr mich hören? Folgendes. Sie wollen jetzt freies Geleit. Sie werden die Geiseln unverwundet zurücklassen und werden jetzt fliehen. Und die Geiseln bleiben dort, wo sie sind. Ja, auch ohne Geld, oder wie? Ohne Geld, korrekt. Warten Sie mal kurz. Die wollen kein Geld mehr. Kollege, warte. Das gehört nicht zum Einsatz. Lass uns die doch erstmal regeln. Ich will nicht, dass sobald die weg sind. Sobald die weg sind, stürmen wir da rein und schauen, wie es den Leichen geht. Nein, nicht alle. Das sind Leichen. Weil wissen Sie denn, dass da Leichen sind, Herr Sand? Falsch, Geiseln. So, Herr Katter, könnten Sie jetzt bitte nochmal ganz genau sehen? Bitte keine Leichen. Weil Sancho hat bis jetzt keinen guten Job gemacht. Hört ihr mich, hallo? Funkcheck. Hört ihr mich, hallo? Ja. Wir sind noch. Ich höre mich anscheinend nicht. Kommissar Sancho an Zentrale, können Sie mich hören? Wo sind wir? Wir hören Sie. Irgendwie ist der Funk sehr gestört. Wo ist Cutter? Die Geiselnehmer werden gleich sich in die Autos begeben und wegfahren. Den Geiseln ist nach Ihrer Information nichts passiert und befinden sich immer noch in der Bank. Bekommen wir die Geiseln jetzt nicht? Ja. Wir bekommen sie gleich, sie sind in der Bank. Die haben wieder nicht gefunden. Die werden in der Bank zurückgelassen. Dann, wenn die wegfahren, sofort alle die Folgen aufnehmen, bis auf die Privatwagen, weil ich nicht weiß, ob wir Privatwagen folgen dürfen. Korrekt.
So, alle Kollegen bitte bereit machen für die Verfolgungsjagd. Sie fahren gleich los. Sofort durchgeben, in welche Richtung es los wird. Und wenn einer schickt, er verliert er seinen Kopf. Okay. Hab ich richtig verstanden? Privatwagen soll nicht verfolgen. Ja? Ja, hörst du mich? Ich weiß jetzt nicht, ob es erlaubt ist. Ey, Boden erlaubt, muss mitkommen, ich muss mitkommen. Mit die verarschen mich, glaube ich. Aber wenn es halt nicht erlaubt ist, dann lieber nicht. Das ist ein Import-Sir. Wenn wir wieder schon damit angerückt verfolgen, haben wir schlechte Karte. Na, ich denke schon, dass es erlaubt ist. Das Geiselopfer! Somit dann verfolgen unsere zwei aber wenn Sie reingehen, ich habe Ihnen schon gesagt, wenn Sie dieses Gebäude betreten, nehmen wir Sie ebenfalls als Geisel. Verstehen Sie mich? Nee, ich Sie weiß, werden danach nicht mehr rauskommen. Herr Sancho, hören Sie mich? Ja, korrekt. Ich würde einfach bei den Geiseln bleiben und mich um Sie kümmern, wenn das für okay, dann ist es Ihre Entscheidung. Okay, dann werde ich werde mich um mich aus dem Gebäude bewegen. Warte, Herr Sancho soll es weitermachen. Ist das für Sie okay? Gut, ich gucke einfach nur zu. Wir haben jetzt alles geklärt. Sie lassen die Geiseln zurück, setzen sich ihren Autos und fahren weg. Okay, aber ich stelle die Geiseln mal weiter vorne am besten hin, dass wir die sehen. Ja. Dass nicht noch ein Geiseln immer da ist. Die sollten immer noch an ihrem Spot. So. Hallo? Ja? Können wir, sind Sie in der Lage jetzt zu kommunizieren? Sind ja. Ihre Stimmbänder wieder? Okay. Wie sieht's aus mit dem freien Geleit jetzt? Wenn es losgelaufen ist, sofort zu dem Wagen zu Ihrer Linken verfolgen, ja. Sie kommen jetzt gleich einfach raus und fahren weg. Okay. Und so, die Geisel will ich trotzdem nochmal sehen. Sie gehen dann nochmal rein und holen sich die Geisel. Richtig. Okay. Ey, du in Rot, geh mal kurz, du hast Kaugummi unter dem Fuß. Okay. Nochmal. Die gehen jetzt da vorne weg und ein anderer Beamter stellt sich hinter Herr Cutter. Also, alles gut, ich gucke ihn nur über die Schulter, das macht was. Nein, ich euch nicht verarscht. Jetzt vom Verhandlungsfaden abgezogen, wenn er nicht befolgt. Nein, alles gut. Einsatz abgezogen. Sie gleich drin. Was ist jetzt los? Wer hat da gerade geschehen? Ihr müsst euch beeilen. Ja, wir wollen jetzt losfahren, wenn Sie bereit sind. Los. Aber, keine Ahnung. Sind Sie bereit? Ja. Ist doch, ich krieg's nicht mehr durch. So, perfekt. Ganz kurz nochmal. Sie lassen die Geiseln hier. Sie lassen die Garten. Hört sie, komm. Kommissar Sancho an Zentrale, sieht gut aus. Die Geiselnehmer kommen gleich raus und versuchen zu flüchten. Herr Sancho, wir sind vom Einsatz abgezogen, zum zweiten Mal. Sie gehen jetzt bitte zum Palito-Pili. Also die wollen die Geiseln jetzt in negativ. Der Bank lassen und die würden dann abfahren. Sancho, wollen Sie mit Herrn Morgen reden? Herr Sancho, Sie sollten wirklich darauf hören, was der Vorgesetzte Ihnen sagt. Herr Gomez, ein Herr Pavel steht. Ich bin hier im Großeinsatz, nicht jetzt. Ach, Herr Gomez ist auch da. Mit dem bin ich gestern im 4. Streife gefahren. Ja. Wo ist der Kollege Manolo Montana? Der ist da vorne, Herr da vorne am Auto. Sie steigen jetzt hier sofort ein. Ja, vom Einsatz abgezogen. Den Wagen jetzt. Ich brauche meinen Streifenkollegen Manolo Montana. Sie sind vom Einsatz abgezogen, Sie steigen jetzt hier ein. Korrekt, aber ich muss ja mein Auto wieder zurückfahren. Befolgen Sie bitte die Befehle Ihrer... Okay, dann muss jemand mein Auto später abschleppen, okay? Ich fahre Ihr Auto zurück, welches es ist. Okay, vielen Dank. Ich bringe kurz Herrn Sancho zum Palito-Pili. Paletopädie, da ist doch gar keiner. Da warten Sie jetzt. Herr Nochmann, könnte bitte ein Polizistenschutz für Herr Kassel. Manolo, kannst du mich hören? So, aber bitte aussteigen. Ich wurde vom Einsatz abgezogen. Ich bin jetzt beim PD. Aussteigen. Aussteigen, wir haben ja. Bin ich kann. Was ist das? Ich bin ausgestiegen, okay. Sancho, hört Sie mehr? Nein, mich hört niemand. Sancho, verdammt, Mann. Ich bin jetzt vor dem PD. Ja. Ist alles gut, ich hab das Geld. Komm hierher. Morgen, wie viele Geiseln haben die jetzt
insgesamt mit dem Medic 3. Negativ. Komm schnell hierher, ich geb dir das Geld. Ich geb das Geld an dich weiter. Komm schnell her. Ich bin direkt hier vom PD, schnell. Ich werd gleich sonst durchsucht werden. Komm sofort hierher. Schnell, solange der Einsatz noch geht. Fuck. Also es kann doch nicht sein, dass niemand auf dem Medic aufpasst. Ich hab doch gesagt. Also. Hallo? Komm sofort zum PD von Paletto. Hier, das ist direkt nebenan. Bist du alleine da? Ja, ich bin ganz alleine hier. Ich soll hier warten. Die Sanis haben was gehört. Komm sofort hierher, ich geb dir das Geld. Scheiße, die Sanis haben mich gehört. Fuck. 1,3 Millionen Schwarzgeld. Du hast auch geschrien, ich hab's laut geredet. Fuck it. Ey, Watto. Ja. Wurdest du von dem Bundeswehr eingefahren? Nein, das war aber die Kollegin von dem Bundeswehr. So, an den Fahndungsfahrer, bitte. Komm sofort zum PD in Paletto. Weißt du, wo das ist? Sie, aber die haben ein Auge auf mich. Ich gehe hin. Fahr einfach weg mit dem Einsatzwagen, das wird keiner merken. Schnell. Scheiße. Die Forderung ist, dass sie jetzt abhauen können. Eine Geisel und Geiselnehmer bleiben jetzt im Laden drin, beziehungsweise in der Bank und fahren danach los, wenn wir seit den ersten Leuten den freien Abzug gewährt haben. Ist das soweit genehmigt von der Einsatzleitung? Ja, somit. Scheiße, wo bleibt der? Ist das Ganze jetzt genehmigt? Soweit, wenn die wegfahren, bitte verfolgen. Wie gesagt, folgt mir verfolgen, ist da immer noch eine Geisel, das Geisel im Laden drin und da wird dann die Geisel erschießen. Achso, nee, dann nicht verfolgen. Aber wir haben ja zwei Streifen positioniert, die soweit möglich, bis der letzte Herr aus der Bank raus ist, dann verfolgen, wenn der raus ist. Also einer gibt dann das Go. Also genehmigt, perfekt, danke. Wir sollen jetzt auch hier wegfahren. Nochmal für die Beamten, es wird nur auf Befehle der Einsatzleitung gehört. Und nicht auf die Befehle von dem Verhandlungspartner oder von den Geiselnehmern. Deswegen hab ich ja durchgezogen. Einer positioniert sich jetzt noch an der Tankstelle, bitte. Sofort. Einsatzleitung für Kamen, sollen wir jetzt das Auto wegfahren, um den Weg frei zu machen? Welches Auto genau? Wo der Geldsack in der Nähe liegt. Da wo die Autos zeigen. Von denen. Was bekommen wir dafür im Gegenzug? Weiß ich nicht. Hey! Ich bin aus Versehen halben Weg mit GPS gelaufen, schnell. Schnell, hier das Auto, in dem Auto ist das Geld. Nimm das Auto und fahr weg, wir treffen uns irgendwo. Deren Forderung ist, fahr. Dass der Tau rechts bzw. östlich meinerseits wegkommt, dann bekommen wir den Medic. Somit ist genehmigt. Und dann weg. Es ist da drin, es ist da drin. So haben wir jetzt jeweils am Palito PD eine Streife und an der Tankstelle. Laut den GPS negativ. Ich
Ich hatte gesagt, einer soll an die Tankstelle, sofort. Dann fährt der Tauder jetzt an, dann fährt der Tauder jetzt an, den ich gerade abziehen lassen habe. Okay, somit. Der hat das Geld nicht. Und haben wir jetzt auch einen Richtung Glito? Der hat das nicht mitgenommen. Okay. Heilige Scheiße. Mehrere so Supersportwagen kreisen gerade, sind durch Polito gefahren. Nagata-Ende. Ja, das ist jetzt egal. Ich habe trotzdem jetzt zweimal gesagt, wir brauchen noch einen in Richtung Pilitopidi mit einem Streifenwagen. Sofort. Weil die fahren jetzt. Haben wir... Der will die Geisel heilige Scheiße. Minuten, 20 Sekunden erschießen. So, fahren wir was rein. Machst du? Ich habe zu wenig Geld weggenommen. Oh mein Gott, jetzt ist die Bundeswehr hier. Jetzt ist die Bundeswehr hier, du hast nur 3000 rausgenommen. Ich weiß, warte, Mann, ich wir fahren runter. Scheiße, was war das für ein Mist? Alle verfügbaren schreiben jetzt hinterher fahren. Du hättest mir sagen sollen, wie viel Geld das ist. Ich hab einfach gedacht, 130 zu 1,3. Komm sofort wieder her, komm sofort. Da kommt ein Fahrzeug zu dir, Mann. Ja, hier sind mehrere Fahrzeuge. Komm trotzdem her und setz dich ins Fahrzeug. Das wird keiner merken. Komm her, komm her. Oh, sie sind alle weggefahren. Sie fahren. Gesagt, alle verfügbaren Streifen jetzt verfolgen. Wenn möglich auch mit dem Privatfahrzeug. Wir wollen zum Würfelpark, wir wollen dort ihr Geld aufteilen. Wenn das sicher ist, dann somit alle zum Würfelpark. Oder einer bleibt hier aber und kümmert sich um die Geiseln, wenn die noch leben. Die Straße 3 ist auf dem Weg zum Luftfahrt. Steigen Sie ein. Hallo? Der ist unterwegs, ich hatte einen leichten Unfall. Ich darf nicht einsteigen, ich muss hier bleiben. Was machen Sie hier? Ja, die Verfolgungsjagd hat begonnen. Und Sie? Ja, ich stehe hier und warte, bis der Mechaniker kommt. Wo fährt der, fährt von mir weg? Gutes Gelingen. An Watte kommen. Holgersen, hör. Ich bin draußen am PD-Parkplatz. Kommst du einmal bitte? Wir kommen gleich. Hey, Watto. Wo bleibst du? Die haben die Verfolgungsjagd. Ist keiner da bei dir? Nein, es ist keiner da. Hier ist nur einer, aber der checkt das nicht. Komm einfach hierher, nimm das Auto und fahr weg. Hallo, hier war ein Überfall. Komm wieder hier, schnell, schnell, schnell. Was? Bist du unterwegs? Ein Wagen ist gerade verunfallt vor der Brücke beim Bundeswehrgelände. Wir sind in einem anderen Auto und fahren das Auto mitfangen. Ah, ist der Mechaniker da? Ist der Mechaniker da? Ja, der ist da. Glaube ich, ist ein Sportwagen schwarz mit grünem Perl. Wunderbar. Schwarzer McLaren auch schon vorher in Paletto gesichtet worden. Wenn ihr den gesichtet habt, dann hinterher fahren. Dann gute Weiterfahrt. Danke, danke.
Nein, ich sag, der Kollege, der ausgestiegen ist gerade. Ja, das ist mein Wagen. Ach so, ja, dann stell das hier auf den Parkplatz. Einen Platz habe ich noch, ja. Manolo Montana. Kommen Sie bitte mit, Sie werden drinnen verlangt. Gibt es weitere Informationen bezüglich des Standorts, Tom? Was muss ich drinnen machen? Die verlangt drinnen nach Ihnen. Ich bin gerade tauchen gegangen. Was ist hier los, Watto? Komm. Hier hinten das Auto. Nimm das Auto hier, da ist das Geld drin. Nimm einfach das Auto und fahr mit diesem Auto. Ja, hier wäre niemand angekommen, ne? Nimm sonst das ganze Auto mit. Wie wär's mit Einsatzbesprechung? Der will mich vor der Kaserne der Bundeswehr. Wo sind die genau hier? Also wir sind jetzt 6, glaube ich, am Würfelpark und dort sind keine Fahrzeuge. Der weiß, ich sammle sie gleich wieder ein, okay? Kommissar Sancho an Zentrale, ich stehe jetzt schon seit 30 Minuten am PD in Palette und soll hier warten. Wann kommt denn mal jemand und holt mich ab? Herr Sancho, der Herr Cutter kommt jetzt vorbei und holt sie ab. Herr Cutter, Sie müssen uns nicht abholen, wir haben hier noch einen Streifenwagen. Wunderbar. Hallo? Ich würde mal sagen, dass hier einen Schuster vor mich stehen. Ist da noch jemand in der Zentrale? Nee. Da hinten mein GPS angezeigt. Gut, warum nicht? Was ist mit dem schon wieder hier? Das ist ein normaler Mechaniker. Ja, der hat gar keine Ahnung, was mit ihm ist. Aber wahrscheinlich einmal, wo wollen sie hin? Wahrscheinlich PD, ja? Ich sollte hier beim PD abgesetzt werden, aus irgendeinem Grund. Okay, ja, keine Ahnung. Ja, ich fahr's einfach mal zum PD. Okay. Sonst alles fit? Sonst alles fit. Ich wurde vom Einsatz eben abgezogen. Ja, irgendwie keine Ahnung, war ganz komisch alles hier gerade. Und sollte dann in... Na gut, klären wir gleich. Ja, alles gut. Was ist hier los? Okay. Soweit der Alarm ist zwar nicht der genug. Wird der Sand jetzt abgeholt? Verdächtige Personen sind hinter uns, eingestiegen gerade und fahren uns hinterher. Damit komme ich zurück in die Stadt. Hallo? Wow! Darfst du nicht nehmen? Ist ein Kopfloser, ist ein NPC. Hallo? Hallo, sind Sie das? Ja, kommen Sie rein. Oh, fantastisch. Dürfen Sie eigentlich nicht fahren, aber gut. Notfall. Ach so, war jetzt Notfall. Ja, alles gut. Unser Auto ist auch schon gut am Smoken vorne. Ja, das ist richtig. Was gegrillt wie da vorne, so ein Ding. Oh, was ist denn hier los? Okay. Turat Gangs? Ja, kann ein Lost sein, das glaube ich. Oh, da gibt's einen Anruf. Ja, das ist alles gut. Oliver Knöpers? Ich glaube, das ist jemand, der sich bewerben wollte. Hallo, guten Tag. Guten Abend. Ich bin's von der Mafia von gestern. Wir haben uns gestern getroffen. Sie haben mir Ihre Nummer gegeben. Ah, ich erinnere mich. Sehr gut. Wir sind gerade im Einsatz und in der Nachbesprechung für einen Bankraub. Ich würde mich direkt danach melden, ja? Ja. Mal kurz zum Mechaniker. Wem, wenn ich fragen darf?
Wie bitte? Bankraub mit wem? Achso, also sie kümmern sich darum. Genau, ja. Achso, ja, okay. Wenn sie sich dann melden, wird das perfekt. Wunderbar. Weil dann bis später. Über ein Gespräch mit Ihnen freuen. Das kriegen wir sicherlich hin. Dass wir Geschäfte zusammen machen. Garantiert. Perfekt. Ja, okay. Dankeschön. Dann bis gleich. Tschö. So, wenn wir unterwegs sind, in den nächsten 3 Minuten am PD. Oh, ich muss mich noch mit dem Funk verbinden. Ja, alles gut. Bald ist es raus in der Zeit. Funkgerät benutzen. Funkcheck, Sancho und Zentrale. Ja, man hat sie gehört. Sehr gut. So. Alter, rettern die denn hier alle so durch? Ja, immer hier irgendwie auf der Autobahn. Hart, gell? So. Ah, geblitzt, korrekt. Du kriegst mehr Polizisten. Richtig. Oh, da gibt's schon direkt den nächsten Anruf. Frank! Cousin Frank Martin, was geht? Cousin Max, ich hab die Waffe verkauft. Oh, lass uns da gleich drüber sprechen. Komm einmal bitte zum PD. Ich glaub zum PD, bis gleich. Bis gleich. Können Sie die Telefonate mithören? Nein, oder? Nein, nein. Nee. Perfekt. Wurde gerade im Funk nach mir gefragt? Oh! Wir haben ein gutes Auto, sorry. Wer hat das genau gesagt? Die rennen hier alle wie die Verrückten. Ja, es ist Wahnsinn. Unglaublich. Aua, mein Ohr. Ja, wir haben das eben erfahren. Man stand sich scheinbar ein Beamter verdient und der hat scheinbar das Geld der Geiselnehmer. Wurde das übergeben? Die eine Geiselnehmer hat das Geld mitgeteilt. Das Bescheid ist, dass die Unfälle sind, das Geld. Oh, war, haben Sie das gerade im Funk gehört? Was denn? Nee, ich hab ja, nichts gehört. Wie klare Stimmen? Was? Haben Sie Kopfschmerzen oder ist alles cool? Ich hab. Alles gut. Okay, weil Sie fahren überall gegen. Die anderen haben Kopfschmerzen wie. Okay. Keine Ahnung, was hier los ist, Alter. Wunderbar. Sag mal, wie Faxen. So, da gibt's auch schon eine wilde Unterstellung. Okay, ich hab jetzt nichts gerade gehört. Ich weiß, Herr Gomez. Freut mich. Wie lange waren Sie noch im Dienst? So. Das ist. Junge, das, was ich hier gemacht habe, ist keine Reihe. Das ist ein halber Penis. Rücksprache von den Medics. Habt ihr mich verstanden, dass wir noch eine Streifen von euch brauchen? Na, der Herr Panzer rauscht ein bisschen, glaube ich. So, Mahlzeit. Mahlzeit. Kollege. Was habe ich da gerade über den Funk gehört? Dein. Jeder Anfahren auf Streife 7. Oh mein Gott, das ist schlimm. Die Streife war ja gar nicht gewesen oben bei Palito. Herr Sancho, einmal den Hut aufziehen. Ja, ich bin dabei. Hier ist Anwärter. Alles Anwärter? Super. Ganz drüben. Aber das jetzt sieht's hässlich aus, weil der Wagen hier im Weg steht, 2 Sekunden. Wo kommen jetzt die Anwärter hin? Hier hinten. Anwärter links und Kommissar, Oberkommissar und so weiter nach rechts. Matt, hierher, Matt. Hier ist ein Anwärter. Ich zieh die Weste einmal aus. Ich zieh einmal die Weste aus. So, perfekt. Wo sollen sich die Kommissare hinstellen? Sie müssen nach rechts. Okay, dann stelle ich mich ganz weit nach rechts. Ja, die 4 rein. Hier. Ich glaube, ich bin auch falsch. Wo ist Meister? Hallo, Anwärter und Kommissar nach ganz rechts. Da. Wo ist Meister? Gut. Sancho. Oh. Ja, das ist hier schwierig zu koordinieren. Und so. Man muss hier zwischen, glaube ich, oder? Meister bitte links neben mich. Zwischen Herrn Sancho. Ich bin Rang höher. Genau, hier. Oh, sorry.
Ich glaube, wir rücken mal ein bisschen weiter. Was hast du nochmal in die Reihe? Jo. Jeder der Kollegen, der noch nicht in der Garage ist, sofort in der Garage und aufstellen in der Reihe. Halt. Los. Plus Weste aus und passend nach dem Rang aufstellen. Anwärter ganz rechts und dann aufsteigend zum Rang. Genau, Kommissar, du musst falls sie Anwärter sind, können also, sie sich ganz rechts. Wir haben uns schon genau andersrum angeordnet hingestellt. Korrekt. Ja, ich hab, nein, von meiner Sicht aus jetzt. Ah, okay, dann ist gut. Und dann einmal auch noch die Schussweste. Anwärter muss ganz links hin, by the way. Ach so, sorry. Kein Ding. So. Ist der Stern auf meiner Schulter für alle gut sichtbar? Jo. Ja. Gut. Die Joko. Kollegen, sie war zu. Joko, vielleicht ihre Schutzweste bin nur oh. Sorry. Manolo, hallo. Sie war zu. Montana, ich hab nicht gesehen. Einmal die Weste ausziehen. Mehr wie ein Mann als wie eine Frau. Das ist das Problem, das ich gerade jetzt mache. Da wandeln wir so viel im Dienst. Ich glaube nicht, dass es sich noch ändert. Besser. Ist der krank? Ja. Das sieht schon mal schöner aus, Jungs. Sie haben alle das Winteroutfit an, was ich auch anhab. Weil das lit ist. Nee, ich hatte es zuerst an. Das ist korrekt. Ja, ich hatte es mit Freddy und sowas angehabt. So, egal. Nochmal die Weste ausziehen und dann nach Rang aufstellen, der gerade dazu gekommen ist. Dann müsste ich hier einmal dazwischen, bitte. Der Kommissar? Ja. Genau, dann einmal die Hand draufrücken. Hinter der Kelch. Könnte ich mal auch alles schön schon ready machen zu salutieren, ne? Es waren schon also, noch nicht warum ready sind machen, so viele Leute. Nicht machen, aber macht euch bereit. Hände schön warm machen. Ist Sancho gerade anwesend hier? Wie bitte? Positiv. Okay. Dolores, ich habe hier eine Reihe von halben Schlappschwänzen und starken Männern vereint. Wie kein Schlappschwanz. Ja, wenn sie antreffen, sind sie mit Herr Weiß im Auto? Und Herrn Winter? Oder. Okay, so mit. Alter! Ja, so wir sind hier am Clashen, das geht doch nicht. Ich würde einmal ganz kurz nach oben kommen und noch ganz kurz was sagen. Und dann wär's das. Oh Gott, ich krieg jetzt so. Okay, ich leg kurz auf, wenn das klappen würde. Komm es. Ja, jetzt sind wir gezwungen zu telefonieren, gell? Gut, ich würde einmal ganz kurz auch hoch ins Präsidentenbüro gehen. Ihr bleibt so stehen, wie ihr steht. Das sieht gerade einigermaßen gut aus. So bei dem Kollegen hier. Genau. Aua, aua, einfach aua, aua, Stimmbänder, aua. Jawohl. Ach du Scheiße, Alter, ich bin so gefeuert. Ne? Noch nicht. Sancho. Ja? Ich bin nur am Üben. Okay. Ja. Was? Kip, du musst noch einen ganz kleinen Tick zurück. Wen warten wir jetzt überhaupt? Auf Weiß und Lörres. Auf den Herrn Weiß, auf die Frau Lörres. Und den Herrn Winter. Und den Herrn Winter. Den Herr Weiß habe ich gerade angefahren aus Versehen. Jo. Hat sich aber alles schon geklärt. Das war sehr gut. Hey! Ich brauche eine Abholung beim Öldienst. Was ist das jetzt? Kann mich wieder abholen. Können Sie mal gucken kurz, wer das ist? Das ist gerade nicht. Wir sind alle zusammen am PD in der Garage. Wo ist er? Was ist das denn? Uiuiui, okay. Boah. Ich frag einen Zivilisten. Tun sie sich gerade den oder was? Richtig, immer fit bleiben. Ja, fühle ich.
Wo genau sind Sie gerade? Nochmal bitte wiederholen. Öldienststelle. Und? Offenbar, die sind unten beim Hafen, diese Brücke, die zur Autowerkstatt führt. Nicht Autowerkstatt, zum Auto ausführt. Da bin ich. 9.197. Herr Sancho für Bauer, kommen. Mann. Kommissar Sancho? Ja. Over. Sancho für Bauer, kommen. Sancho, da. Also bitte einmal umgehend ins Präsidentenbüro. Der Kollege ins Präsidentenbüro, ich bin unterwegs. So Leute, ich muss ins Präsidentenbüro, ich krieg wahrscheinlich Beförderung, bis gleich. Ja, das denken wir auch alle, ja. Die wollen bitte mal ganz kurz den Kollegen ab. Die letzten zwei. Super gut, wie hier die Treppe blockiert wird. Auch auf der anderen Seite eine Treppe. So. Wie sehen wir denn nicht aus wie Herr Wind? Hallo? Ach scheiße, das ist unten. Wir haben ein anderes Pi, um echt zu sein. So, also, wunderschönen guten Tag. Guten Tag, Herr Sancho. Ich fange mal so an. Haben Sie uns vielleicht irgendwas zu sagen? Negativ. Was gibt's? Ich habe da schon was per Funk gehört. Ja, okay. Ja, schießen Sie mal los. Was haben Sie da gehört? Erzählen Sie ruhig mal. Mit welchen Leuten haben Sie so zurzeit Kontakt? Kontakt? Mhm. Mit meinen Kollegen. Eigentlich nur mit der Polizei. Okay. Oder mit der Staatsanwaltschaft. Es war jetzt vor kurzem ein Bankraub. Richtig, da habe ich die Einsatzleitung übernommen und das hat wunderbar funktioniert. Keine Geiseln sind gestorben und kein Beamter wurde verletzt. Okay, das mag ja sein. Absolut gelungener Einsatz. Okay, gut, das mag sein. Kennen Sie diese Täter, die dort waren? Haben Nein. Sie irgendwas schon mal jemals von denen gehört? Nein. Gut, dann spiele ich mit sehr offenen Karten direkt. Ja, gerne. Warum, reden denn diese Täter in ihrem internen Funk darüber, dass diese sich mit ihnen in Kontakt treten wollen, dass diese sie gut kennen? Mich kennen? Ich weiß nicht mehr, wie die heißen. Und dass gesagt wurde, dass ihnen das Geld übergeben wurde. Mir das Geld? Ja. Was die Anteile bekommen, weil sie zuerst als Verhandlungspartner da waren und wie gesagt sich im Würfelpark mit ihm treffen. Im Würfelpark mit mir treffen. Mhm. Das ist leider alles falsch. Haben wir denn alle Täter festnehmen können? Bisher noch nicht. Wissen ja auch, wir haben ja gerade keinen in Zellen. Wir haben die Geisel. Die sind alle entkommen. Ja. Katastrophe, es waren doch 40 Einsatzkräfte vor Ort. Ich wurde abgezogen, kurz bevor sie geflüchtet sind. Mhm, das habe ich auch mitbekommen. Was meines Erachtens nicht der klügste Schach. Ne, die hätte mich mal da lassen sollen. Also geben Sie mir ein fahrtüchtiges Auto und ich hätte sie alle erwischt. Ja, das ist gar nicht das Thema. Können Sie sich denn vorstellen, wie sie zu dem mehrfachen Verdacht kommt, dass ihnen Korruption vorgeworfen wird? Kann ich mir nicht erklären. Zumal ja auch alle Täter entkommen sind. Das würde ja gar keinen Sinn machen. Wieso sollten Sie jetzt mich damit reinziehen? Warum? Du hast ja Anteile bekommen, weil sie zuerst verhandelt haben und uns gesagt haben, dass sie Geisel gestorben ist. Ich habe sogar unfassbar gekonnt und kompetent verhandelt. Wir haben keinen einzigen Cent für die Geiseln rausgerückt. Die wurden alle unversehrt befreit, ohne dass wir auch nur einen Cent bezahlt haben. Ich denke eher, der Einsatz riecht nach einer Beförderung. Nein, auf gar keinen Fall. Okay. Weil, was ich von dem Medic-Geisel mitbekommen habe, das haben wir bestimmt mitbekommen. Ich weiß nicht, ob sie da schon vor Ort waren. Da war ich auch schon vor Ort, ich war der Erste vor Ort.
dass, wo sie als Fahndungspartner abgezogen war, dass der Plan nicht mehr ganz so lief wie geplant. Und deswegen der Medic eigentlich erst als Geisel genommen wurde, dass mehr gefördert werden kann. Weil sie jetzt kein Fahndungspartner. Der Medic wurde als Geisel genommen. Nee, der Medic kam ohne meine Zulassung, weil dort war ich noch Verhandlungshandler. Da war ich noch zuständig für das Ganze. Und er ist einfach reingestürmt und hat gesagt, ich kümmere mich jetzt um die Geiseln. Ich glaube eher, dass der Sanitäter mit dem ein Boot hockt. Der ist ohne meine Erlaubnis einfach reingestürmt. Und jetzt wollten sie dafür Geld verlangen. Das habe ich denen aber nicht gegeben. Das ist ja so erstmal nicht schlecht gemacht. Mhm. Aber trotzdem müssen wir das halt irgendwie jetzt gucken, wie wir das jetzt machen. Wie es sein kann, dass sie halt mit Namen in deren Funk. Weil, ja. Also für sie zum Beispiel, ich weiß gar nicht, die haben meinen Namen eigentlich nur bekommen, weil ich mich am Anfang vorgestellt habe, weil ich der Verhandlungsführer war. Ja, also passen Sie auf, wir haben hier, also vorne im PD hat sich jemand gemeldet bei Kollegen. Mhm. Der kannte den Funk dieser Täter. Dann okay. haben wir den Funk ein bisschen abgehört. Mhm. Und da ist halt mehrfach ihr Name gefallen, dass ich ja schon gesagt hatte, dass ihnen das Geld übergeben wurde und so weiter. Wissen die Täter, dass sie den Funk mithören? Vielleicht ist das auch nur ein Ablenkungsmanöver. Das wissen die nicht. Und will mir jemand etwas anhängen vielleicht? Da gehe ich schwer nicht von aus, wenn sie eh mit keinen Leuten Kontakt haben, warum sollte ihnen jemand was anhängen wollen? Naja, vielleicht weil ich nicht mit denen verhandeln wollte. Wie meinen Sie das? Sie haben mir angeboten, Geld zu geben, dass ich extra viel Geld verlange pro Geisel. Ich habe aber bin hartnäckig geblieben, nicht korrupt und habe keinen einzigen Cent abgedrückt. Jetzt sind sie sauer und wollen mir so einen Mist anhängen. Ja. Wie viel Geld wollten die Ihnen denn anbieten? 100.000. Dafür, dass ich extra Geld für die Geiseln rausholen soll. Aber ich habe mich auf den Deal nicht eingelassen. Und es ging nicht ein einziger Euro raus pro Geisel. Selten hat jemand so gut verhandelt. Das Ding ist halt, ich war halt selber gerade bei denen im Funk und habe das selber noch ein bisschen mitgehört gerade. Und da kam halt auch, als die ein bisschen Probleme bekommen hatten, die Täter, ist halt auch wieder ihr Name gefallen, dass sie angerufen werden sollen, damit das mit dem Geld geklärt wird. Und da ist halt wirklich explizit ihr Name gefallen, auch mit höchster Sicherheit. Also dass ich Geld bekommen soll oder dass ich Geld dabei habe? Dass sie Geld ist bekommen. Da wurde hauptsächlich, also als ich das gehört habe, wurde nur gesagt, dass die das mit ihnen wegen Geld klären wollen, irgendwas. Das kann gar nicht sein. Hatten wir in der Bank nicht Kameras? Und was ist mit meiner Bodycam? War die an? Ja, das Ganze müssen Sie überprüfen. Mhm. Sie können mich einmal untersuchen. Kann ich gern machen. Ich muss ja nicht fragen, ob Sie scharfe Spezialgegenstände dabei haben. Ja, ich habe halt super viele Waffen dabei, weil ich bin Polizist. Im Core, ja? Mach ich danach. Okay, die S-Tasche sieht soweit gut aus. Oh, was halt? Was ist denn da los? Ich komm gerade nicht in die zweite Tasche rein. Man hat das nicht gehört. Hallo, Corporate Security Gruppe 6. Thilo Miller, mein Name. Ich möchte bitte eine Dienstruhe sprechen. Ja, das Ganze sieht da eigentlich so alles nur nach normalen, sag mal, beschlagnahmten Sachen und Dienstwaffen aus. Richtig. Nichts Auffälliges. Nein. Sie können auch gerne mein Konto kontrollieren. Ich lege Ihnen da alles offen. Da werden Sie keine Gelder finden. Okay, Herr Sancho. Sie können den Dienst erstmal weitermachen. Wir halten Sie aber besonders stark im Auge. Okay. Und, müssen wissen, wir haben überall Ohren und überall Augen. Kriegen das alles mit. Ich auch. Also früher. Ich bin sowieso gerade dabei, auf eigene Faust intern zu ermitteln, weil ich den starken Verdacht habe, dass wir hier intern im PD einen Maulwurf haben. Entschuldigung? Gut, okay, wenn Sie da irgendwelche Informationen haben, können Sie natürlich gerne auf uns zukommen. Aber wie gesagt, wir haben jetzt diese Informationen bekommen, da müssen Sie uns verstehen, wir müssen jetzt verwerten, mit denen drüber reden, dass Sie da Bescheid wissen. Mhm. Machen Sie den Dienst, so wie er vorgesehen ist. Und immer doch. Nicht auf irgendeine falsche Laufbahn oder sonst irgendwas. So wird das gemacht. Vielen Dank. Kein Problem. Gut, dann saugute Arbeit. Wieder zu den anderen Kollegen gesehen. Dankeschön. Ah, Jafar, hallo. Hallo. Zieh dich schnell um, unten ist eine Besprechung. Okay.
Guten Tag. Dankeschön. Doris, bitte auch mal Weste an und aus. Winter, bitte auch mal Weste an und aus. Hip, bitte auch mal Weste an und aus. Ja. Wenn mal jeder Einzelne hier im Raum ist, einmal die Weste an und aus machen. Warum hilft das bei mir nicht mehr? Geht's langsam mal los? Jetzt? Nein. Hallo, hören Sie mich? Jetzt? Ja? Ja, okay. Dann. Ich werde wahrscheinlich befördert schon wieder. Alle mal aufrücken, nicht nach, von mir aus gesehen, nicht nach links aufrücken, sondern alle nach rechts aufrücken. Das heißt, das sind riesige Lücken, die Leute mal. Nein, ja, genau in die andere Richtung. Wir müssen nach rechts. Das heißt, alle mal hier in die Richtung aufrücken. Hallo Kollegen, können Sie mich hören? Mhm. Ja, yes. Ich war gerade im. Nicht immer. Also heute Mittag, wo ich in dies gekommen bin, da waren wir. Präsidentenbüro. Ich werde wahrscheinlich schon wieder befördert. Okay. Stark. Stellen Sie sich mal ein bisschen sind es ein, zurück. Wie sind es? Dein Stück. Eins, bitte. Boah, was? Das Handschuh. Ausgeworfen. Wer wird rausgeworfen? Sancho, habe ich gehört, der wird. Funkcheck. Ja, man hat sie gehört. Sancho? Gut. Sancho, habe ich gesagt? Ich habe gar nichts gesagt. Was haben Sie gerade gesagt? Was ich gerade gesagt habe? Ich war gerade im Präsidentenbüro und es sieht verdammt gut aus. Du warst. Für eine weitere Beförderung, weil ich die Einsatzleitung so grandios übernommen habe. Wir haben keinen Cent für die Geiseln rausgerückt. Plus, niemand ist gestorben, sowohl bei den Geiseln als auch von unseren Kollegen. Die waren Verhandlungspartner. Oh Mann. Wir klären das gleich. Das war eine Geisel, ist gestorben, bitte. Wir klären das gleich. Der abgezogen wurde. Da wissen Sie, dass Sie eine Beförderung bekommen, Herr Sancho. Wie bitte? Da wissen Sie, dass Sie eine Beförderung bekommen, Herr Sancho. Ich war gerade schon da. Okay. Was haben Sie denn gesagt? Alles genau erklärt, wie es war. Und dann? Okay. Haben die gesagt, fantastisch, machen Sie Ihren Dienst weiter, das sieht sehr gut aus. Ja, vielleicht wäre ich mal am Freitag, aber heute ist kein Tag für der Beförderung. Wir sind in der Besprechung. Ja, genau, richtig. Nicht heute. Naja, wird sich ja alles klären, ne? Ja. Wir gehen mal wieder zurück. Eure Weste an und aus. Sag mal, hör ich nur hier nix, oder? Morgen, du bist der Höchstrangige, du musst dann das Sagen haben. Und wenn du die Leute entfernst, beziehungsweise Kritik an denen übst, dafür, weißt du... Warum stehen... Wo ist Jaffa? Ey, warum steht Baum und Zimmermann eigentlich da vorne? Jaffa? Ist doch jetzt erstmal egal. Taxifahrer zum Polizist. Jaffa, dein Brett. Bontik, weißt du, warum Baum und Zimmermann nicht... Manolo, sei ruhig. Ja, yeah, die sind was Besonderes. Ich hab gar nichts gesagt, Mann. Same. Sind die wieder befördert worden? Weg. Der Einsatz nach Besprechung. Ja, es gibt ein paar Punkte anzusprechen. Ich würde mal ganz kurz sagen, wir fangen einmal von links an. Das heißt bei, ja gut, Herr Yang, Sie waren nicht dabei. Jeder, der dabei war, kann dazu was sagen zum Einsatz. Das heißt, wir fangen bei Herrn Morgan an. Ganz kurz einfach sagen, was hat einem nicht gefallen, was hat einem gefallen. Es wird nicht, bitte einfach nicht wiederholen, ja, sondern nur neue Sachen dazu sagen. Ist es verstanden? Ja, verstanden. Jawohl. 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 So, darf ich anfangen? Ja. Wir dürfen anfangen, Herr Morgan. Also, wenn ich Leute, Einsatzleitung morgen, habe... Morgen, ganz kurz, morgen. Was ist damit mit den ganzen anderen, jawohl? Jetzt. Haben Sie alle unsere Anweisung verstanden? Jawohl. 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 Gut, nein, nein, nein. Dann, Herr Morgan, fangen Sie an. Ich muss es durchziehen, Winter. Also... Für alle, wenn ich Einsatz oder egal wer das ist, selbst wenn es ein Anwärter ist, die Einsatzleitung darf jedem bis auf die Präsidenten Befehle geben, soweit ich weiß. Und wenn ich sage, dass wir zwei Streifen an den Enden von Palito, einmal an der Tankstelle und einmal am PD positionieren, dann habt ihr das auch zu befolgen. Zweitens, der Funk war miserabel. Der Verhandlungspartner hat nichts gesagt, bis auf, dass die 150.000 wollten. Dann waren es auf einmal 280.000 für zwei Geiseln. Ja,
Einfach nur schlechter Funk. Negativ. Ja, dann wurden meine Befehle auch nicht befolgt. Also ich wurde halt null ernst genommen von den meisten. Ja, das wär's von mir. So, ja, mein Name ist Gomez, Oberkommissar. Ich bin dazugekommen mit einem Justizler zur Unterstützung auf Befehl von Frau Lörres. Und Frau Winter war noch mit dabei. Wir waren als Streife am Rand verteilt und waren nicht wirklich involviert. Was uns aufgefallen ist von außerhalb, dass der Einsatz extrem durcheinander war, dass Befehle von Anwärtern teilweise in den Funk gegeben wurden. Und diese sollten bitte nur von der Einsatzleitung in Zukunft gegeben werden. Ja. Genauso auch wieder Funkdisziplin. Funkdisziplin wurde überhaupt nicht eingehalten. Was mach ich bei der Verfolgungsjagd sind drei Officer bzw. drei Dienstwegen von uns verunfallt, die ich unterwegs gesehen habe. Einer hat sich überschlagen, der andere ist baden gegangen oder was? Was hört doch mal auf, da jetzt zu lachen, bitte, okay? Das reicht doch mal jetzt. Und es war alles in allem einfach Katastrophe. Das war meine Sicht. Gut, dann der Nächste. Der Hartbusch war nicht anwesend. Nächster. 20, Dienst Nummer 98 war nicht anwesend. Gut, einfach immer weitergeben, wenn ihr nichts zu sagen habt. Genau. Oakland, Dienst Nummer 31. Der Funk war so gut wie gar nicht da. Es gab gar keine Informationen an die Außenstehenden. Ja, der Rest wurde schon geäußert. Junior, Dienst Nummer 6. Ja, alles, was ich kritisieren wollte. Ach, scheiße. Warte kurz. So. Wir verstehen hier vorne nicht. Junior, Dienst Nummer 6. Also meine Kritik war eigentlich wurde schon vorhin schon aufgesagt, deswegen weiter. Ja gut, dann einfach weitergeben, wie ich es vorhin gesagt habe. Herr Sancho. So, jetzt bin ich dran. Ich war in den ersten 30 Minuten Einsatzleiter und Verhandlungsführer. Es hat alles sehr gut geklappt, die Verhandlungen. Ich konnte die Täter beruhigen. Und allen Geiseln ist nichts passiert. Eine ist dehydriert, aber das lag nicht an den Geiselnehmern. Die hatte nur kein Wasser. Ich bin sehr enttäuscht von den Kollegen. Ein Geiselnehmer hat sich einfach auf sein Motorrad gesetzt und ist weggefahren. Und er wurde nicht erwischt. Sowie die anderen Täter konnten sich einfach in ihre Autos setzen und sind alle entkommen, obwohl wir mit 45 Polizisten vor Ort waren. Dann kamen einfach Sanitäter, sind einfach reingestürmt, ohne vorher mit irgendjemandem zu sprechen, weil er meinte, er kümmert sich um die Geiseln und wurde dann selber als Geisel genommen. Da müssen wir auch nochmal mit den Kollegen reden, das geht gar nicht. Also die Verhandlungen wurden unfassbar gut geleitet, aber die Umsetzung der meisten Anwärter war in diesem Fall nicht zufriedenstellend. Herr Sancho, dass Sie das auch wissen. Ich weiß nicht, ob Sie es schon mal gesagt bekommen haben, aber Sie können nicht Einsatzleitung und Verhandlungsleitung gleichzeitig sein, ja? Das übernehmen zwei verschiedene Personen. Schreiben korrekt. Es war nur leider bis zu dem Zeitpunkt keiner vor Ort. Wir waren die Ersten, weil wir so schnell mit dem Auto da waren. Dann übernehmen Sie erstmal die Verhandlungsleitung und versuchen erstmal mit denen zu reden, ja? Und solange übernimmt dann jemand anderes die Einsatzleitung, der gerade auf der Anfahrt ist. Das kann genauso sein. Ja, dann wird direkt durchgefunkt, hier, wer übernimmt Einsatzleitung? Hallo Herr Adams. Einmal den Herr Adams grüßen. Hallo Herr Adams. Hallo Herr Adams. Hallo Herr Adams. Das geht lauter. Hallo. Hallo Adams. Hallo Adams. Hallo Adams. Guten Tag, Herr Polizeipräsident Adams. So geht das. Wer war das? Gomez. Herr Gomez. Herr Gomez, gut gemacht. So will ich das hören. Einmal jetzt alle. Guten Tag, Herr Adams. Guten Tag, Herr Markus Adams. Dankeschön. Mit euch. So, Herr Winter, machen Sie weiter. Wir machen gerade Einsatznachbesprechung von einem Einsatz von vorher. Ja, ich stemme. Kannst mal zuhören. Gut, also Herr Sancho, wie gesagt, Einsatzleitung und Verhandlungsleitung kann keiner gleichzeitig übernehmen. Das übernehmen zwei verschiedene Personen. Okay. Herr Sancho, sind Sie dann fertig? Ja, das wäre soweit alles. So, Kata, ist trotzdem. Einsatz Nummer 12. Ich wollte gesagt haben. Kann ich anfangen? Ja, Sie können anfangen. Gut, also das erste Problem, was ich war, dass wir überhaupt keine Informationen bekommen haben. Ich weiß nicht, ob der Funk nicht ging oder einfach die Informationen nicht mitgeteilt wurden. Der Funk ging zu diesem Zeitpunkt nicht. Das muss ich noch korrigieren. Ja, wir haben einfach keine Informationen bekommen. Dann war es halt der Start von Herrn Nismann. Wir haben keine Informationen bekommen. Auf einmal, wir haben auch keine Forderungen durchbekommen. Auf einmal ist ein Geiselnehmer weggefahren, einfach ohne Grund. Und der war dann halt um alle Ecken. Wir haben keine Informationen bekommen zu den Geiselnehmern. Das wurde alles viel zu spät gemacht.
Dann ist der zweite losgefahren. Dann hatte er morgen, ich weiß nicht, ob der Funk dann immer noch nicht ging, hat den Herr Sancho zurückgerufen. Dann ist Herr Sancho irgendwie nicht gekommen. Keine Ahnung. Negativ. Ich sag nur, was ich gehört habe. Das hat irgendwie überhaupt nichts funktioniert. Die Geiselnehmer hatten überhaupt keine Ahnung, was sie machen sollten. Die wollten dann irgendwie einzeln fahren, dann war irgendwie die Verhandlung ganz komisch. Auf einmal war halt, der Geiselnehmer hat zu mir gesagt, als ich die Kontrolle übernommen habe, dass die jetzt fahren, aber davon hatten wir überhaupt keine Informationen. Wegen den Geiseln, wir wussten gar nicht mehr, wie viele Geiseln noch drin sind, richtig. Es war ja irgendwie einer dehydriert, der andere weiß ich nicht, was mit dem war. Dann wurde der Sanitäter gerufen. Der Sanitäter durfte irgendwie reingehen, dann war der doch Geisel. Das war einfach komplettes Chaos einfach. Ja, das war's. Okay. 93 Montana. Ich muss sagen, ich bin sehr enttäuscht über die Chaos vor Ort. Ich bin als erster mit dem Herrn Sancho vor Ort gewesen. Die zweite Streife, die ankam, ich weiß nicht, ob das zwei Anwärter waren, aber die konnten den Standort nicht sichern. Es ist während den Verhandlungen, sind neue, ich weiß nicht, ob das Geiselnehmer waren, aber da sind neue Leute noch auf den Hof gefahren. Die Leute haben sich quer einfach überall auf die Straße hingestellt. Das erste Vernünftige, was ich gehört habe, war von dem Herrn Tänzer, dass bitte die Straßensperren errichtet werden nach Westen und Osten aus der Stadt raus. Das war das erste Vernünftige, was ich gehört habe. Ja, die ganze Zeit überall Chaos. Beim Losfahren wurde ich einfach zurückgelassen, so dass ich von einem Zivilisten ein Auto konfiszieren musste. Ja, dann wurde ich, glaube ich, von Herrn Kowalski, wenn ich das richtig gesehen habe, noch mitgenommen. Aber die Verfolgung hatte zu diesem Zeitpunkt überhaupt gar keinen Sinn mehr von unserer Seite. Katastrophe. Ich bin dafür natürlich, dass wir vielleicht von der Spezialeinheit mal so ein vernünftiges Training bekommen. Also Katastrophe von allen. Darf ich mal ganz kurz dazwischen hauen? Sie. Wer leitet gerade die Nachbesprechung? Ich. Ich würde vorschlagen, um das alles so abzukürzen, machen nur die Leute, die was zu verbessern oder was Negatives anzumerken. Ja, das habe ich eigentlich anfangs gesagt, dass Gutes und Schlechtes kann gesagt werden und dass es eigentlich noch nicht doppelt wiederholt werden soll. Genau. Wer hat denn jetzt noch was anderes zu sagen, als das, was jetzt schon gesagt wurde? Sorry, meine Stimme haben sich gerade verabschiedet. Okay, 3 Leute. 4 Leute, Entschuldigung. 5. Gut, dann von links nach rechts durchsagen. Fangen wir bei Frau Winter. Können loslegen. Ich war doch mit Kollegen rechts von mir, ne? Ja, wurde doch gesagt, Frau Winter. Lauter bitte. Nee. Ich gemeldet. Nee, ich bin. Herr Winter, Sie haben doch gesagt, es geht jetzt beide. Sie fangen an bei der Frau Winter. Sie hatten sich doch gemeldet. Das ist aber nicht Frau Winter. Ja, ich bin nicht die Frau Winter. Sie sehen bei mir aus wie Frau Winter. Frau Winter bei mir komplett weiblich. Ja, gut, auf jeden Fall fangen Sie an. Okay, das sah echt komisch aus. Ja, auf jeden Fall. Oh Mann. Der Chaos im Funk, den haben wir ja schon angesprochen. Ich würde aber gerne noch ansprechen, dass das, was im Funk dann durchkam, absolut nicht umgesetzt wurde und man teilweise sich untereinander so absprechen musste, ohne Funk, weil absolut nichts durchkam. Dann waren Medics im Funk, war Bundeswehr im Funk und es wurden Sachen auch außerhalb von dem Einsatz durchgefunkt. Also würde ich darum bitten, beim nächsten Mal, wenn Großeinsatz ist, dass auch wirklich der Funk für den Einsatz genutzt wird. Und nicht für, wir brauchen eine Streife dort und dort. Okay. Korrekt. So, also ich habe mal eine Kritik, ne? Also der Herr Loco und Sancho, die waren einfach schon 10 Minuten früher oben in Paletto Bay, ohne irgendeinen richtigen Grund. Und standen an einer Stelle, wo der Raub anfing, sind sie so. Verzeihung, was heißt hier ohne richtigen Grund? Ich muss hier reinsprechen. Was heißt denn hier ohne richtigen Grund? Seit wann werden irgendwelche Kollegen unterbrochen? Redet, kann sich oben die Kündigung im Büro abholen. Meine Fresse. Wer hat das gesagt? Ich habe gerade gesagt, die Kollegen werden nicht unterbrochen. Ja, da haben sie auch recht. Sorry, meine Stimme haben es schon wieder verabschiedet. Alles gut. Der Kollege hatte eben recht gehabt, alles gut. So, bitte jetzt einzeln sprechen. Und bitte nicht weitermachen. Also, ich war mit Kit unterwegs. Wir haben immer so ein bisschen aufs Navi geguckt. Dann hatten wir durchgehend so 10 Minuten lang gesehen, dass der Loco und sein Streifenpartner die ganze Zeit oben in Paletto Bay standen, ohne einen richtigen Grund, haben dort einfach auf irgendwas gewartet. Und das fand ich ein bisschen komisch, wenn ich ehrlich bin. Okay.
Gut, ja, Sie können gleich was dazu sagen. Wir machen jetzt erstmal die, die noch was Neues sagen wollten. Dann können Sie gleich was zu dem Herrn Müller sagen. So, wer war nach Herr Müller? Ja. Ich meine. Raschke, mein Name, Dienstnummer 8. Zu einer Sache, das war schon vorher. Wir hatten hier ja die super Fahrzeugnot. Ich bin dann auch mit zwei Kollegen mit dem Privatwagen angefahren und dann haben wir mitten in der Innenstadt ein Polizeiauto rechts stehen sehen, unabgeschlossen. Schon mal dazu, das war, es hätte auch nach hinten losgehen können. Zweite Thema ist, ich glaube, dass das mit den Ausführen der ganzen Anforderungen nicht geklappt hat, weil halt niemand genau wusste, wer denn jetzt gerade zuständig war und wer nicht. Ich habe mich mit vielen Kollegen unterhalten, die wussten einfach nicht, welche Sachen man jetzt machen sollte und welche nicht. Und ich war auch in dem einen Auto, was verunfallt war, weil von hinten ein Bundeswehrfahrzeug ankam, was uns komplett weggerammt hat. War natürlich bestimmt aus Versehen, ich möchte nichts sagen, aber deswegen sind wir zum Beispiel verunfallt. Nicht, weil wir dann zu Unvorsicht gefahren sind, sondern weil wir leider kollidiert sind. Das war's. Okay. Dann, wer war nach dem Herr Ratschke? Ja, bitte. Ja, Walker, mein Name, Dienstnummer 111. Ich fand es ein bisschen komischer. Wir hatten ja offensichtlich zu wenig Streifenwagen, deswegen sind wir mit eigenen Fahrzeugen angerückt und somit waren wir da oben locker 15 Polizisten, die mit eigenen Fahrzeugen da waren und wir hätten ja auch alle verfolgen können, aber es wurde uns ja verboten, unseren Fahrzeugen zu verfolgen. Wieso dürfen wir denn damit anrücken, wenn wir dann quasi machtlos da oben stehen, wenn wir keinen verfolgen dürfen? Deswegen, das fand ich ein bisschen komisch gelöst. Ja, ich wusste bis dahin noch gar nichts, aber gut, das können wir dann auch gleich nochmal klären. War noch jemand nach dem Herr Walker? Na, genau, Herr Sentenzer. Ja, so, schönen guten Abend. Ich bin dazugekommen, weil ich gehört habe im Funk, dass die Polizei keine Autos ausparken kann. Und da fühle ich mich dann in meiner Pflicht gezwungen, zu unterstützen. Hab dann aber nach einer Zeit dann, wo die Polizei mehr eingetroffen ist, mehr die Beobachtungsrolle übernommen. Hab aber mitbekommen, dass ich oftmals nach vorne gegangen bin, nachdem sich viele Polizeibeamte sich bei mir beschwert haben, dass kein Funk durchkam, also seitens vorne des Verhandlungspartners, nach hinten hin, nichts kam, keiner hat was mitbekommen. Ich bin dann 2-3 Mal nach vorne zu dem Herrn Sancho hingegangen und das, was ich da mitbekommen habe an Verhandlung, hat sich für mich absolut nicht nach Verhandlung angehört. Und das, was ich noch von den Medics, von den Medizinern, die vor Ort da waren, die mindestens über 5 Minuten vorne neben Herrn Sancho standen und den Tätern, die den Bankraub machen wollten, habe ich von den Medics gehört, dass der Herr Sancho in einem sehr sanften Ton mit den Tätern gesprochen hat. Und von den Medics habe ich auch erfahren, dass sich das so angehört hat, als wenn der Herr Sancho mit den Leuten unter eine Decke gesteckt haben hätte können. So habe ich das nur von den Medizinern gehört. Die kamen auf mich zu, haben mich beiseite gezogen und haben mir das erzählt. Ich bin nach Westen gefahren, also Palito PD bin ich gefahren. Und habe da dann, Perlito, die habe ich dann gestanden und wollte darauf warten, bis die Bankräuber die Flucht antreten, damit ich von da aus gleich mich hinterherhängen kann. Und habe dann nur den Herrn Sancho da stehen sehen mit einem Pickup und am Kofferraum rumfummeln am Pickup. Mehr auch nicht. Ich weiß nicht, was das zu bedeuten hatte, aber das ist so meine Beschwerde, die ich hatte, dass die vorne der Verhandlungspartner absolut nicht fähig gewesen ist, diese Sache da zu leiten in der Hinsicht. Interessante Maske. Okay. War es das? Okay. Herr Sancho, dann dürfen Sie einmal. Okay, sehr gut. Erster Vorwurf, warum wir vor Ort waren. Wir hatten dort 2 Verkehrskontrollen, haben sogar grandiose Bußgelder ausgestellt da oben in Paletto, weil da sind immer die Raser auf der Autobahn unterwegs. Das war schon mal der Grund. Das können Sie auch gerne im Bußgeldvertrag nachschauen. Zweiter Grund, weshalb ich so sanft verhandelt habe, das ist mein Verhandlungsstil. Und er hat sich auch mal wieder als äußerst erfolgreich erwiesen, da wir ja alle Geiseln befreien konnten, ohne dass ein Beamter oder eine Geisel verletzt wurde. Und alle anderen Vorwürfe haben wir gerade schon im Büro des Präsidenten klären können. Und das ist schon geklärt. Gut, ich kürze das Ganze jetzt einmal ab, weil sonst drehen wir uns immer und immer wieder im Kreis. Ich würde vielleicht auch gerne Stellung nehmen. Dann nehmen Sie noch Stellung, aber das ist die letzte dann Meldung. Dann ist das alles. Herr Winter, Sie müssen wir nicht die ganze Zeit da sprechen. Ja, sorry.
Wie gesagt, es handelte sich, wie Herr Sancho schon bereits gesagt hat, um ein Motorrad, was wir kontrolliert haben. Und vorher haben wir einen Mercedes GT63 kontrolliert, der mit 500 durch die Autobahn gefahren ist. Das war ein Arzt, das ist sicher nachzuverfolgen. Ich habe jetzt nicht mehr den Namen im Kopf, aber es wird wohl nicht so viele Ärzte geben mit GT63, ja, mit blauen Haaren. Ja, deswegen waren wir da vor Ort, wie der Kollege zwei Mann links neben mir gesagt hat. Zu den Kollegen ganz kurz, ich muss auch sagen, die Atmosphäre hier im PD finde ich sehr eigenartig, dass immer wieder, ich höre nicht zum ersten Mal jetzt in dieser Situation, dass Kollegen sich gegenseitig für irgendwas beschuldigen oder irgendwie fertig machen oder ohne Respekt miteinander reden. Das wollte ich auch nochmal sagen, dass das überhaupt nicht geht. Wir sind hier eine Familie und sollten füreinander sorgen und sicherstellen, dass Autoritäten hier nicht untergraben werden. Okay? Das war es zu den Anschuldigen mir gegenüber. Dann können Sie gerne wieder bei mir. Ich würde auch noch ganz kurz so gerne was sagen, wenn es für dich okay ist. Adams? Sie? Hallo? Überlegt, ist das was Sinnvolles und was Wichtiges, was dazu jetzt was beiträgt? Oder kann man das vielleicht auf die Dienstbesprechung verlegen am Freitag? Entschuldigung. Ganz kurz an die Einsatzleitung, Verhandlungsleitung eigentlich. Ich muss schlafen gehen. Privat. Dann dürfen Sie morgen für die ganze Polizei kochen. Schönen Abend noch. Nein, das war ein Witz. Jetzt gehen Sie schlafen. Gut, danke. Guten Abend. Wir brauchen der Junge. Okay. Ich hab hier 34 Stück stehen. Nein, Spaß. Ja, Herr Winter, dann klären Sie es gleich mit der Einsatzleitung am besten einmal unter vier Augen, dass wir den ganzen Streifenbetrieb nicht einhalten. Ich weiß nicht, wie lange. Ja, das wäre vielleicht für alle interessant. Dann schnell und kurz. Ihr müsst mehr durchgreifen als Einsatzleitung, definitiv. Mehr habe ich dazu nicht zu sagen. Gut, machen wir es ganz einfach. Beim nächsten Mal läuft der Einsatz besser. Läuft er beim nächsten Mal nicht besser, zerreiße ich eure Dienstmarken und könnt euch oben die Kündigung von mir höchstpersönlich unterschrieben abholen im Büro. Soweit verstanden an alle? Jawohl. Viel Spaß auf Streife. Bitte. Ich bin so froh, dass ich bei dem Scheiß dabei bin. Sancho, mitkommen. Herr Sancho. Ja. Da wir jetzt Kommissar und Meister sind, dürfen wir nur zu zweit los und nicht zu dritt. Sicher? Ja. Weil ich bin ja Anwärter und ich dachte, ich kann auch was lernen von dem Kommissar. Grüß dich. Ja. Warte, wir müssen unbedingt sprechen. Ja, ja. Also was die Leute hier rausgelassen haben, das geht gar nicht, ja. Das ist brutal. Westen wieder an. Montana durch da. Wer will mit mir reden? Hier. Sancho, setz dich schon mal, ich komme gleich, ja? Ja. Herr Sancho, sind Sie's? Ich bin es. Vorher hat ein, ich weiß nicht, wieder ein, einer mit bayerischem Akzent nach Ihnen gefragt. Der sucht Sie, glaube ich. Oh ja. Jo, das war's dann. Dankeschön. Nur ist jetzt eine freie Streife hier. Bitte? Nein. Ja, ich hab's gemacht. Aber du musst auch nicht eintragen. Streife 2. Fahren Sie auf Streife? Ja. Kann ich mitkommen? Einer kann noch rein, oder? Einer kann noch rein, ja. So, wir werden Streife 2. Ja. Können wir machen. Ich muss kurz fragen. Ich muss einmal vormannetten, ich bin auf PD-Popplatz. Warte für 20. Streife 2, ich bin eingetragen. Ich stehe mit Holger und waren die Tage. Sieh, ich muss mit Sancho einiges klären, da so viele Vorwürfe gegen uns erhoben wurden, da habe ich mir einiges zu klären, Herr Nagata, in Zukunft. Momentan ist schwer, weil wir jetzt einiges zu klären haben, nicht mit Sancho. Ja. Aber ja, okay. In Zukunft können wir gerne mal zusammen. Mit dem Herrn. Auf Wiedersehen. Mit dem Herrn. Triple Slide. Ich hab dir das doch gesagt, oder? Fahren Sie auf Streifen. Ja. Haben Sie noch ein Plätzchen frei? Leider negativ. Ja, schade. Trotzdem, danke für die Anfrage. Ja. Oh, ich kotze hier. Jo! Jo! Leute, Verzeihung, ihr könnt doch nicht einfach auf der Straße stehen. Geht's Ihnen gut, oder was? So. Was machen Sie denn?
Selbstverständlich. Sie stehen mitten auf der Straße. Ja, Sie können ja mal Bescheid sagen, sag mal, Sie fahren hier mit 30 Sachen rein. Okay, nächstes Mal sage ich Bescheid, bitte passen Sie auf Sie auf. So. Hey, verdammte Scheiße, Sancho, hast du das gehört im Funk, Mann? Ja. Die haben gesagt, ein Zeuge meinte irgendwie, du hast mir das Geld gegeben oder so ein Scheiß. Woher weißt du das? Ich weiß es nicht. Aber ich habe alles schon im Präsidentenbüro geklärt. Alle Vorwürfe wurden fallen gelassen. Ich hab das ganze Geld so einem Mahmoud gegeben oder so. Was? Der meinte, der ist irgendwie vom Überfall oder so. Wir müssen unbedingt unsere Kontakte anrufen. Scheiße, du hast das Geld einfach weitergegeben? Warte, die haben gesagt, ich hab das Geld normal. Ich kann das doch nicht bei mir tragen, Mann. Und wem hast du das gegeben? Wie ist dein Name? Ein Mahmoud. Oh Gott. Muss ich mal absolut gucken dann nochmal. Wir haben noch ein weiteres Problem. Die Mafia ruft die ganze Zeit an, sie brauchen ihre Waffen. Und zweitens hat mein Kollege Frank Martin, mein Cousin... Oh, wir kriegen einen Anruf. Okay. Hallo. Hallo? Herr Sancho. Ja, guten Tag. Ja, da geht doch. So, haben Sie das Geld? Das Geld wurde an einen Ihrer Kollegen weitergeleitet. Nein. Es wurde über Funk weitergegeben, dass wir mit Ihnen, die Sanitäter haben angeblich gehört. Die Sanitäter haben gehört, dass wir mit euch verhandelt haben, dass ich das Geld habe. Ich habe das Geld daraufhin dann Montana gegeben. Und Montana wurde auch per Funk durchgerufen, dass er das Geld habe. Montana hat das Geld Ihren Kollegen Mahmoud weitergegeben. Herr Sancho, verhelfen Sie mich. Ich dachte, der Deal war, dass wir Ihnen das Geld geben und wir Sie danach treffen. Korrekt, aber wir sind aufgeflogen, weil die Sanis einfach dabei waren. Sie haben alles gehört. Ich hab fast meinen Job verloren. Konnten Sie das noch retten? Ich konnte das noch retten erstmal, aber ich werde jetzt dauerhaft observiert. Ja, Herr Montana hat das Geld Ihren Kollegen Mahmoud gegeben. Ja, dann können Sie Herr Montana ausrichten, dass er komplett reingekackt hat. Sie haben keinen Kollegen namens Mahmoud, sehe ich das richtig? Wir haben keinen Kollegen namens Mahmoud und der Kollege namens Mahmoud hat auch unseren Funk gegeben, der an den Cops, als er weggefahren war. Der Kollege Mahmoud war der Kollege, der auf dem Motorrad weggefahren ist. Ach du Scheiße. Wir wurden von einem Typen, sowohl die Cops als auch wir, wurden von einem Typen so. So eine Scheiße, den müssen wir finden. Den müssen wir finden, ja, aber ich glaube... Hast du die Nummer von ihm? Ich hab nicht die Nummer von ihm, ne. Ja, sonst leite ich die Kontakte von meiner Mafia weiter, dass wir ihn suchen. Ja, bitte. Verdammt. Das wäre perfekt. Also, Sie sind ja mit Kontakt mit der LCN, oder nicht? Mit der Mafia. Ja, genau. Also die Mafia wird den 100%ig finden. Sancho ist okay, wunderbar. Melden Sie sich. Ja. Dann kann man jetzt leider nichts machen, deswegen. Wenn die beiden sind, dann sagen wir das einmal. Der andere hier steht auf jeden Fall noch oder ist schon fertig. So ein Scheiß. Okay, ich muss es klären. Ja, ist in Ordnung, aber Herr Sancho. Ja. Das mit Frank ist erledigt. Oh, ich weiß, habe ich schon gehört. Sehr gut. Ich werde mich gleich melden. Okay. Oh, wunderbar. Danke. Bis gleich. Bis gleich. Okay, was wurde jetzt im Funk durchgegeben? Sancho, die wollen dich sprechen, Mann. Ey, so eine Scheiße. Der Mahmoud gehört nicht zu denen. Du hast irgendjemand das ganze Geld gegeben. Ich habe gesagt, er soll wiederkommen. Schön. Wer kommt denn? Er kommt? Sicher? Hallo? Weiß ich nicht, Mann. So, einmal eine allgemeine Information im Funk. Es wird in Kürze ein Geldtransport stattfinden an der Staatsbank. Meiner, danke. Hier wird dann bekannt geben, sollte dort ein Alarm ausgelöst werden. Ist der gechippt oder was? Zweier Chip. Nimmt die Personalien auf und wenn das die vom Bankunternehmen sind, dann können die weiterfahren. So, dass alle Bescheid wissen. Ist dann schon wichtig, wenn du fertig bist. Ja, mach ich. Montana. Robert. Sie beide waren, glaube ich, meine Streifenpartner. Schon weg. So, wo soll ich mich melden? Kommen Sie mal gerade mit dem Morgen. So, im Ziel. Hallo? Hallo, wo soll ich mich melden? Ich kann aber mit ins Büro kommen. Sehr gut. Herr Morgen. Sie können auch immer reinkommen. So, dann können wir das nämlich direkt klären. Der Herr Morgen, der war Einsatzleitung bei dem Einsatz, wie ich das gerade mitbekommen habe. Ich hab's übernommen von Herrn Sanders. Übernommen von mir dann, ja, genau. Ja. Ab da ging alles den Bach runter. Check. So. Check.
Herr Morgan hat sich jetzt aber darüber beschwert, dass sie von dem Einsatz abgestellt worden sind. Ja. Und sie nicht auf seine Anweisung gehört haben. Das ist falsch. Was ist denn richtig? Ich habe auf seine Anweisung gehört. Es hieß dann auch danach, sie sind vom Einsatz abgezogen und ich wurde sofort von Frau Lörres, glaube ich, zum PD in Paletto gefahren. Und dort sollte ich warten und habe sogar eine halbe Stunde gewartet. Ich habe jede Anweisung befolgt. Soweit ich weiß nicht, ich habe sie erst von Verhandlungspartner abgezogen. Ich habe es mindestens 5-mal durchgegeben im Funk. Sie stand Funk hat zu diesem Zeitpunkt nicht funktioniert. Ich konnte nicht funken und ich konnte keinen Funk hören. Und dann habe ich sie vom Einsatz abgezogen. Und dann haben sie im Funk so zu mir gesagt, nee, mache ich nicht. Und dann musste sie Frau Lörres mehrfach bitten oder, sag ich mal, anschreien fast, dass sie ins Fahrzeug steigen und zum PD fahren. Das ist auch falsch. Ich bin direkt eingestiegen. Also... Ich könnte Frau Lörres keine herholen, also, soweit ich das gesehen habe, war es so. Also, es hieß abgezogen, zack, ins Auto zum PD und da habe ich eine halbe Stunde gewartet und nur den Funk gehört. Okay. Aber sie haben dann die Einsatzleitung übernommen. Und daraufhin sind alle Täter entkommen, obwohl wir mit 40 Polizisten vor Ort waren. Weil sie als Verhandlungspartner keinerlei Info durchgegeben haben. Das Einzige, was ich gehört habe, dass sie für eine einzige Geisel 150.000 wollten, dann ist der Betrag dreimal, hat er sich geändert und dann habe ich danach gar nichts mehr von ihnen gehört. Richtig, das war verdammt gut verhandelt. Wir haben alle Geiseln befreien können, ohne einen einzigen Cent zu zahlen. Ja, aber das ist meine Verhandlungstaktik. Ja, aber das müssen Sie den Kollegen erstens durchgeben, was ich auch zweimal im Funk gesagt habe. Also insgesamt habe ich von Ihnen nur gehört, dass Sie 150.000 wollen und dann standen Sie die ganze Zeit vorne und dann habe ich ab da nichts mehr gehört. Gar nichts mehr. Aber ich habe alle anderen Kollegen im Funk gehört. Das ist alles richtig. Ja, dann müssen Sie doch zu mir hinterkommen. Richtig, der Funk hat nicht funktioniert. Ich dachte, er funktioniert. Ich habe mein Funkgerät betätigt, aber es wurde nicht durchgesendet. Ja, aber trotzdem geht es doch nicht, dass Sie zu mir im Funk sagen, nee, mache ich nicht. Das war nicht zu Ihnen gemeint. Es war zu mir gemeint, weil niemand anders Sie angefunkt hat in dem Moment. Also ich weiß nicht, ob ich es benutzen darf, aber ich glaube, ich habe das sogar alles auf meiner GoPro mit aufgezeichnet, falls mir hier gerade nicht geglaubt wird. Okay. Ich will jetzt hier gar nicht irgendwie groß auf Bestrafung oder sonst was raus. Ich will einfach nur, dass das geklärt ist. Jetzt ist geklärt. Ich habe gar nicht angesprochen in der Besprechung. Der Kollege hat die Einsatzleitung übernommen, hat es vergeigt und versucht jetzt noch irgendwas in meine Schuhe zu schieben. Herr Adam, Fußstreife. Wo ist Adam? Okay. Ich schlage vor, der Kollege wird nicht weiter in Zukunft als Einsatzleitung fungieren. Na, das alle Täter sind entkommen, obwohl wir mit 40 Einsatzwagen vor Ort waren. Ich weiß nicht, wie das passieren konnte. Ja, das weiß ich auch nicht. Und dann wurde ich auch noch abgezogen. Das darf nie wieder passieren. Ich hatte die Lage perfekt unter Kontrolle. Niemand ist gestorben, wir haben keinen Cent bezahlt. Doch, sie haben das Leben meines Medics aufs Spiel gesetzt, weil ich zu dem Medic gesagt habe, wenn er will, kann er gerne das Geisel, also die kam ja wegen der Geisel, die dehydriert ist. Dann habe ich gesagt, ein Beamter passt auf ihn auf, am besten der Herr Sancho, weil er schon vorne steht. Habe ich zweimal im Funk so durchgegeben, sie haben sogar positiv gesagt. Dann war auf einmal der Medic in der Bank drin und war auf einmal eine Geisel. Das haben sie befehlt, ich bin ausgerastet. Es ist einfach so, vom hinten vom Polizeiauto ein Medic an mir vorbeigesprintet und rein zu den Geiseln und war dann selber als Geisel genommen. Das war der schlechteste Befehl vom gesamten Einsatz und das geht auf ihre Kappe. Warum sagen sie dann im Funk positiv, mach ich? Oder jedenfalls positiv? Der Funk hat nicht funktioniert, der war delayed und die meisten Sachen wurden nicht durchgegeben. Der Sunny hat absolut nicht auf mich gehört, der ist einfach reingesprintet. Und das werden Sie ausbaden. Also, hab ich jetzt die Schuld daran, wenn Sie meine Befehle nicht befolgen? Und Sie mir im Funk antworten und jetzt es begründen damit, dass der Funk nicht funktioniert hat, obwohl Sie mir doch im Funk die Zusage gegeben haben. Sie wiederholen sich. Ja, aber Sie begründen es halt einfach mit Sachen, die Sie vorhin nicht so gesagt haben. Beim Einsatz. Oder jedenfalls, als sie noch da waren. Das führt hier irgendwie zu nichts. Ich werfe Ihnen absolutes Versagen vor und Sie mir. Ja, das ist richtig. Aber von meiner Seite... Was machen wir nun? Hatte ich keine Chance. Ich glaube, wir kommen hier nicht auf einen gemeinsamen Nenner. Also,
eigentlich hat jeder Kollege, der hinten bei mir stand, und auch die Medics, die bei uns im Funk waren, gesagt, dass ich sie abziehen soll, weil sie nichts bis auf die 150k haben sie durchgefunkt. Sie haben nichts durchgefunkt. Ich habe die 150k noch auf 50k reduziert und dann auf 0, weil sie wollten nur freies Geleit haben. Und selbst das habe ich dir noch nicht mal eingeräumt. Es war einfach grandios verhandelt. Ich will dafür nicht direkt eine Beförderung, aber ich möchte gerne, dass es notiert wird. Also davon hat kein Beamter, bis auf vielleicht der... Die Beamten haben applaudiert und gefeiert, nachdem die Geiseln frei waren. Es war einfach fantastisch verhandelt. Also so, von hier an übernehmen Sie bitte. Also, gut, am Ende ist der Einsatz ja mehr oder weniger gut ausgegangen. Er ist extrem gut ausgegangen. Keine Toten und nichts bezahlt. Wir haben keinen einzigen geschnappt. Ja, aber es ist keiner ums Leben. Ja, für das Schnappen waren Sie zuständig. Ich wurde davor abgezogen. Ab diesem Moment haben Sie übernommen. Und da hat alles den Bach runtergegangen. Und zwar komplett. Also ich habe ab dem Moment übernommen, als ich da war. Da habe ich dann gesagt, dass ich... beantrage eine Degradierung des Kollegen um einen Rang. Das bleibt meine Entscheidung. Ihr Ernst? Gut. Es ist nur eine Empfehlung. Ja, so. Das ist Schwachsinn. Dieses Versagen ist einfach nicht tragbar hier im PD. Wir werden uns nochmal Gedanken drüber machen. Das hoffe ich. Passiert überhaupt erstmal gar nichts. Gucken Sie einfach von beiden Seiten das, was jetzt angesprochen wurde, dass Sie sich eventuell da ein bisschen entgegenkommen. Interessant schon, dass Sie auch, wenn der Funk vielleicht nicht funktioniert, dass Sie dann selber zu der Einsatzleitung hingehen. Ja. Ich bin schon mehrmals die ganze Zeit hin und her gesprintet. Das war da wie ein Marathon. Immer nur hin und her, weil der Funk nicht funktioniert hat. Ja gut, ich kann da jetzt nicht so viel zu sagen, weil ich selber jetzt nicht dabei war bei dem Einsatz. Und Herr Morgen, das, was Herr Sancho angesprochen hat, nehmen Sie sich das erstmal zu Herzen, machen Sie sich Gedanken drüber, dann bleibt erstmal alles, was jetzt ist. Ja, sehr gut. So, und jetzt haben Sie, wenn ich das so richtig deute, was mir meine Menschenkenntnis sagt, sind Sie beide jetzt sicherlich nicht so gut aufeinander zu sprechen. Ich bitte darum, positiv. Egal was ist, im Notfall, dass sie daran denken, dass wir immer noch ein Team sind, Kollegen sind. Richtig. Und dass die Zusammenarbeit dann immer noch da sein muss. Auch wenn sie sich sehr nicht gut verstehen. Habe ich nie bezweifelt. Das kriegen wir hin. Nur da so, man so wird ja wohl noch Professionalität an den Tag legen können. Hoffe ich. Genau. Gut, dann wäre es soweit dann. Wunderbar. Ja. Dankeschön. Und dann noch. Morgen. Ach so, genau, stimmt. So, Montana, wir gehen. Hä? Was war das denn? Herr Montana? Montana, wir müssen uns auf Streife melden. Herr Sancho. Ja, bitte. Ja, guten Tag. Herr Sommer, sind Sie's? Ja, natürlich. Einen wunderschönen guten Tag. Guten Tag. Also, freut mich, Sie wiederzusehen. Ich dachte, Sie wurden suspendiert. Nee, das ist ein Fake News tatsächlich. Sind Sie weiterhin Anwärter oder Praktikant? Ja, wirklich Anwärter. Frechheit, Alter. Wunderbar, vielen Dank. Das freut mich sehr. Kann ich bei euch noch mitmachen? Wir können leider nicht mehr zu dritt auf Streife gehen, da ich jetzt Kommissar bin. Hm? Stillgestanden! Genau, quetscht den aus wie ein Pflaum. Also wirklich sind Tänzer, einmal mit. Salutieren! Herr Brown, beschweren Sie sich, man darf so zu dritt Streife. Ja, aber als Kommissar darf man nur zu zweit, weil auch der Kollege befördert wurde und ist jetzt Meister. Es geht nur Kommissar und Meister, wir dürfen keinen weiteren Anwärter mitnehmen. Steht da? Jaluten! Oh! Guten Tag! Herr Butz! Schönen guten Tag! Wie geht's Ihnen? Guten Tag, Herr Butz! Guten Tag, Herr Butz, wie geht's Ihnen heute? Mir geht's super. Ich tue salutieren, weil wegen Respekt, verstehen Sie? Herzlichen Glückwunsch, dass Sie angenommen wurden, Herr Busa. Glückwunsch! Glückwunsch! Ja, ich sehe es ja gerade an Ihren Streifen auf Ihrem Arm. Das sieht gut aus. Mit Bravo. Das gefällt mir, ja? Ich bin auch fresh Kommissar. So, Burz. Ah, Jafar ist auch da. Ja, natürlich bin ich da. Geil. Herr Sancho, können wir mal kurz sprechen? Herr Sancho, aber das steht nirgends so, dass man. Herr Sancho, Ohrenstein halten, okay? Okay, danke, gleichfalls. Tatsächlich steht das nirgends so. Oh, echt? Okay, das wurde mir so weitergegeben. Ich werde das nochmal weiter kontrollieren. Ich muss jetzt mit dem Herrn Montana. Auf Streife gehen. Wir haben noch einige Sachen zu klären. Ja. Wir sind eingeteilt. Erst Jafar? Kannst du mit mir reden? Einmal kurz. Wieso? Wir haben gerade viele.
Der Busch. Sachen zu erledigen. Ich hab da so einen kurzen knackigen Fragen. Wer ist der glatzköpfige Mann? Ich hab mit dem vorhin geredet. Welcher? Den meinen Sie meinen Cousin? Ja, genau. Ah, das ist mein Cousin. Mhm. Der ist nett und cool. Nett und cool. Hey, Montana. Hey, Chencho. Den können Sie vertrauen. Ich weiß. Hey, Montana. So, warte, was ist los, warte. Digga, wann wurdest du befördert? Ja, genau. Gestern war da. Wunderbar. Okay, dann müssen wir jetzt zu, ich würde sagen, eine Zweierstreife, Jafar und Herr Sommer und die andere Streife... Nein, warte, wir beide wurden befördert für außerordentliche Leistung. Ja, korrekt. Ich wurde sogar zweifach befördert. Sie hat sogar goldene Sterne. Kommissar, was sind Sie? Nee, Sie waren doch vorher schon Kommissar. Nee, er war Meister. Nein, Watto. Er war nicht Meister, er war Anwärter, Watto. Ach so, ja, ich vergesse nicht. Vorher war er doch auch schon Kommissar beim Bankraub, oder nicht? Ja, korrekt. Okay, wir müssen weiter. Wir müssen weiter, Leute. Ich hatte Konfirmation tatsächlich. Auch noch Sonntag. Ziemlich spät, Konfirmation, ne? Ich dachte schon. Wir stellten hier ein Auto hin in den Eingang. Jetzt haben wir schon wieder keine Polizei. Oh Gott, hier ist bestimmt wieder. Ach du meine Güte, ist hier wieder Stau am Parkplatz? Ja. Ja, leider. Oh. Ja, wir können keine Fahrzeuge ausparken. Deswegen müssen wir halt schauen, dass wir das jetzt irgendwie hinbekommen. Mann. Selbst das hat ja nichts gebracht, was ich gesagt habe, so auf von uns im Funk rumzunörgeln. Kommt direkt der nächste Spur. Ja, Sancho, wir sollten spazieren gehen. Ja, egal. Ja, Fußstreife eingeleitet. Ziehen Sie Ihre Weste an, bitte. Okay. Watto. Ja. Wir haben wir unser Hals aus der Schlinge rausgeholt, Mann. Brutal. Verdammt, Watto. Also ich wurde eigentlich verpfiffen, musste ins Präsidentenbüro, hab dann aber der Typ, der mich verpfiffen hat, komplett lang gemacht. Der ist komplett verzweifelt, stinksauer. Und am Ende, als wir draußen waren, habe ich ihn übelst ein Ding gezogen. Der ist stinksauer. Der konnte es nicht fassen. Der hat sich so eine gefangen. Ey, Watto. Ja? Es hieß im Funk, ich weiß nicht, ob das Keller war oder Cutter oder Cutter oder irgendwas. Ja. Er meinte auch, ich hätte das Geld, verdammt. Ja, Bullshit, ich habe alles abgewehrt. Ey, Watto. Ja? Wir sind auf der Suche nach einem Mahmud. Nachname irgendwas mit B. Schwarz gekleidet mit einer Schutzweste. Lange Haare nach hinten gegelt. Mahmud B. Genau. Ich habe schon bei Twitter reingeschrieben. Und der hat jetzt das ganze Geld. Er hat 1,3 Millionen Schwarzgeld, ja. Und das hast du denen einfach gegeben, ja? Dieser Mahmud, das war der sich aufs Motorrad gesetzt hat und einfach so geflüchtet ist. Der wollte nicht mehr mitmachen. Der hat sich von der Gang getrennt. Der gehört nicht dazu. Ja, der gehört nicht zu dieser Gang. Der gehört nicht mehr zu der Bande. Die Kollegen kennen den, oder wie? Die kennen den, richtig. Aber der ist einfach so geflüchtet, bevor es irgendwie dazu kam. Das war der mit dem Motorrad einfach weggefahren ist, direkt zu Beginn. Warte, ich gebe dir jetzt ein Versprechen. Ja? Ich hau diesem Mahmud eine Kugel zwischen die Augen. Sehr gut. Der wird dir keinen Fuß fassen auf die Rinde. Den werden wir killen. Weißt du, wie sein Nachname ist? Irgendwas mit B. Barbartoli, Bartogli, Barbataga, irgendwie was mit B. Mahmud Barbartoli. Irgendwas so. Aber wir kennen den ja anscheinend, wenn du sagst, die Kollegen kennen den. Ja, die wissen auch nicht, wie der heißt. Ja, Mahmud, verdammte Scheiße. Scheiße, okay. Dann werden wir jetzt erstmal das andere Geld eintreiben. Also, wir haben Folgendes. Wir müssen Mahmud finden mit unserem Geld. Dann müssen wir meinen Cousin Frank Martin finden. Der hat das Geld bekommen für die Waffen. Und dann müssen... Ist der gerade wach? Der ist gerade wach, ja. Und dann müssen wir noch Waffen besorgen während einer Streife für die Mafia. Sonst verlieren wir da unsere Kontakte. Warte, wir sollten erstmal außer Dienst treten und Zivilstreife fahren. Was sagst du? Geht das? Ja, wir legen Dienst nieder und dann holen wir Fahrzeug. Die haben doch kein Fahrzeug, die Putos hier hinten. Ja, stimmt. Lass aber aus dem Dienst austragen, ich krieg alle paar Minuten 5500 Flocken. Das schmeckt schon eigentlich. Oder wir gehen uns umziehen und vergessen uns aus Dienst auszutragen.
Ich weiß nicht, also Polizeiauto ist schon immer am besten eigentlich. Wenn wir im Dienst sind, ist das Beste. Ja, warte, wenn die eins rauskriegen, gerne. Aber ich sage, weil da keiner rauskommt, oder? Ja, ja. Oh. Oder kein, oder? Nee, hier ist nichts. Ich meine in Parkhaus und Baum kommt. Da ist glaube ich auch nichts. Schön, wenn man hört. Oder? Lass gucken, lass gucken. Einmal für die. Positiv. Brande? Achtung. Jo. Hector. Verdammt. Was machen wir jetzt? Hallo. Hallo? Haben Sie gerade Kokain gezogen? Hallo? Hallo. Offenes Feuer ist im Parkhaus nicht gestattet. Ich muss Sie auffordern, Ihre Zigarette zu löschen. Letzte Chance. Macht denn die Bundeswehr? Hallo? Montana, bitte treten Sie einen Schritt zurück. Polizei hört, komm. Letzte Warnung, bitte legen Sie die Zigarette nieder. Auf Postleitzahl 100, die Einheiten bei 1000 sollen bitte die Autobahn. Wunderbar, dankeschön. Nee, was ist jetzt? Ja, ich bin fest. Der hat sich wieder einen angemacht. Hallo Justiz? Ja. Rauchen ist hier in der Tiefgarage strengstens untersagt. Das ist der Bundeskanzler. Das ist der Bundeskanzler? Ja. Okay. Das ist wirklich der Bundeskanzler? Das ist der Bundeskanzler. Haben Sie ein Problem, dass ich unten rauche, oder? Nein, kein Problem. Haben Sie gerade einen Ausbilder da? Sicher. Ah, rühren Sie sich. Ein wunderschön. Dankeschön. Was machen Sie hier? Tiefgaragenkontrolle. Tiefgaragenkontrolle? Ja. So, wer sind Sie? Mein Name ist Max Sancho, Kommissar Max Sancho. Kommissar Max Sancho, wir drehen den Spieß mal um, alles klar. Herr Hip, mein Name ist Manolo Montana, wir kennen uns, wenn Sie erinnern. Ich erinnere mich an Sie, genau. An Sie, die Stimme erinnere mich. Ich erinnere mich, ja? Sehr schön. Wunderbar. Sie beide haben einen Führerschein? Korrekt. Sie. Sicher? Ja. Weil einige Polizeibeamte haben das nämlich nicht. Soll ich meinen Führerschein Ihnen zeigen? Ich würde gerne beide Führerscheine einmal kontrollieren. Gut, dann machen wir das. Führerschein zeigen. Hier. Ich glaube, Sie haben den mir gerade nicht gegeben. Müssen Sie bitte nochmal machen. Zack, hier ist der Führerschein. Den habe ich bekommen, Watto. Ah, okay, dann ich drehe ein bisschen dichter. Zack. Ja, versuchen Sie es nochmal. Und hier ist einmal mein Führerschein. Ah, bitteschön. Perfekt. Herr Sancho. Sehr gut. Ja. Perfekt. Autoführerschein. Das ist wunderbar. Kriegen Sie wieder zurück. Dankeschön. Hier ist dann noch mein Dienstausweis. Da können Sie sehen, dass ich Kommissar bin. Ja, wunderbar. Sehr schön. Herr Sancho. Dankeschön. Ja, ich wiederhole, Montana, willst du mal kommen? Weil einer Ihrer Kollegen, beziehungsweise einige Ihrer Kollegen, fahren wie die Irren. Da muss man ab und zu mal nach dem Führerschein fragen. Richtig. Bitte sehr, Herr. Wunderbar. Wir sind gerade in den Disney angefahren und da ist nichts los. Herr Ripp? Ja? Ich wollte mich nochmal dafür bedanken, dass Sie Lob für mich ausgesprochen haben, ne? Und ich kann nur wiederholen, ich und sowohl ich als auch mein Kollege Herr Sancho, wie Sie gesehen haben, geben uns größte Mühe, hier für Ordnung zu sorgen, ob es für das Parkhaus hier ist oder für die gesamte Stadt. Das ist wunderbar, da bedanke ich mich recht herzlich bei Ihnen. Und ich bedanke mich bei Ihnen für Ihre großartigen Dienste für das Land. Dankeschön. Selbstverständlich, das ist mein Job. Hip, hip! Hurra! Hurra! Wunderbar! Aus dem FF kam das! Das freut mich! Herr Hip, ich weiß, ich habe das schon mal gesagt, aber wissen Sie, es werden Vorwürfe uns gegenüber geäußert. Es wäre vielleicht sehr schön, wenn Sie sich gut für uns beide aussprechen würden. Wir sind Montana und Sancho. Wer ist das hier? Das ist Summer tatsächlich. Gut. Ah, das haben wir es cool. Ohne Grund werden irgendwelche Aussagen getätigt, dass wir an, ich sage mal so,
dass wir Leute kontrollieren, irgendwo wird umgedreht, das heißt, wir sind zufällig am falschen Ort, verstehen Sie? Wir tun unser Dienst, wir holen Bußgelder für dieses Land ein und es wird einfach gegen uns verwendet. Herr Bundeskanzler. Wir sind zufällig am falschen Ort, verstehen Sie? Ja. Kann ich mit Ihnen im Vertrauen sprechen? Selbstverständlich. Wollen Sie unter vier Augen sprechen? Nee, das passt so. Die anderen wissen Bescheid. Ich habe den starken Verdacht, dass hier im PD sich der ein oder andere Maulwurf befindet. Und wir sind den ganzen auf die Schliche. Wir haben interne Ermittlungen auf eigene Faust angeleitet. Und jetzt versuchen uns die Kollegen, die korrupt sind, uns selbst Korruption vorzuweisen. Das nur als Warnung. Okay. Haben Sie mir da einen Namen von einer Person, die eventuell korrupt sein könnte? Die Informationen haben Sie aber nicht von mir, aber ich denke stark, es ist Herr Morgan, weil er mir schon sehr viele Sachen vorgeworfen hat. Okay. Nee, die Information wird natürlich vertraut. Das bleibt bitte unter uns, okay. Nur falls Sie mal was wissen, dass Sie dort dann schon, ich hab's zuerst herausgefunden. Ja, das werde ich mir merken, falls da irgendwann mal etwas rauskommen sollte. Wunderbar, das freut mich. Vielen Dank. Selbstverständlich. Dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag. Ich muss zurück auf Streife. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Dienst. Auf Wiedersehen. Dankeschön. Sancho, so, ich habe mit dem Herrn Sancho. Ja, sag mal, was ist denn, ja? Ich habe mit dem Herrn. Hab mit dem Herrn Winter jetzt gesprochen. Ja. Der meinte, er würde es sogar begrüßen, wenn die Höheren eher mit den Anwärtern fahren. Oh, okay. Ja. Sie wissen ja, Sie können mir ja vertrauen. Komplett vertrauen? Herr Montana ist vorne bei Herrn Carter. Okay, kommen Sie mit. Ja. Das Problem ist, es gibt gerade keine Einsatzfahrzeuge. Ah, stimmt. Wir können hier mit meinem Auto fahren. Was ist Ihr Auto? Das ist Ihr Auto? Das ist mein Auto. Heilige Scheiße! Also eins von meinen Autos. Herrn Sancho! Ja! Sie schlagen wie eine Memme. Weitermachen. Ja, ich mag diese. Das Auto, das ist nicht tragbar. Es tut mir leid. Wie schnell fährt das? 21? 200. 200. Das ist Chip getuned. Mhm, Chip getuned. Ein Auto aus 1910. Ja, V8. V8? Da gab es nur ein V1. Das ist eigentlich mal ein Computer, das Ding. Ah, hallo. Was kann man für Sie tun, Herr Brown? Bei dem anderen Punkt, also Sie haben das ja dort. Wir brauchen dringend ein Auto. Ich habe gerade aus Versehen, weil der Bundespräsident in der Tiefgarage geraucht hat, ihn übelst eine Bombe gezogen. Okay, vielen Dank. Hallo, die Kollegen? Hallo, 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 hallo? Können Sie mich hören? Hallo, hallo? Hier. Bitte nicht einparken, nicht einparken. Können Sie mich hören? 18th Street, Fahrzeuge festgehalten. Hallo? Illegal. Illegal. Ja. Waffenbesitz dreimal. Jungs. Alles die Bundeswehr, Winter. Ja, meine Stimmbänder waren kurz weg. Was hast du gefragt, bitte? Waren wir? Hallo? Habe ich doch schon mitbekommen, hallo? Wo ich in diesem Kopf gerade was denn? Das Auto bitte nicht einparken, es gibt gerade Autoprobleme. Ja, ich weiß was. Gerade einfach um diesen Geldtransport. Eine Streife erstmal nur an. Herr Montana steht da ganz vorne am Parkplatz. Okay, da gehen wir jetzt hin. Wo, wer ist das? Hier sind Polizeibeobachter. Hallo, was machen Sie da? Wer? Ja, what the fuck, was machen Sie da? Ja, ich tue Vögel beobachten. Bitte legen Sie das Fernglas ab. Ich kann nicht aufhören damit, ich weiß nicht warum. Herr Sancho, wir sollen mit dem Privatwagen jetzt zum Einmal einsteigen, wir können fahren. Okay, alle einsteigen. Herr Sommer, steigen Sie ein. Mit welchen Kollegen haben wir es hier zu tun? Tata. Kommen Sie rein. Sehr schön. Ah, hat gut funktioniert. Ach, oh, das. Kopfschmerzen. Ei. Ja, Kopfschmerzen. Und schon wieder Kopfschmerzen. So, perfekt. Sehr gut. Das ist ja suboptimal, dass wir jetzt diese Probleme mit dem Ausparken haben. Ja. Also den Fuhrpark. Gerade bei so einem Einsatz, ja. Korrekt. Der Fuhrparkmanager, der muss echt gekündigt werden. Richtig. Hilfe. Da ist jemand sauer. Wer ist das? Weiß ich nicht. Das Dings Tarantula. Chef. Das ist ein BW da. Tarantula? Tarantula, glaube ich. Ja, ich weiß nicht, wie der heißt. Irgendwas mit Spinne.
Das Gute bei Herrn Sommer ist, er ist ein wandelndes Lexikon. Er kennt jeden Paragraphen auswendig und jeden Mitarbeiter der gesamten Polizei. Der schießt zwar wie der größte Loser und hat absolut keine Schusserfahrung. Und im Einsatz taugt er nichts und er kann auch ganz schlecht Auto fahren. Aber er ist ein wandelndes Lexikon, er weiß einfach über alles Bescheid. Paragraphenreiter. Richtig. Ich hätte lieber Anwalt werden sollen. Richtig, ja, das ist richtig. Mich schädigt gar keiner. Doch, der Geldwagen, der Lieferwagen. Achso, ja. Das ist Tarnfahrzeug. Gepanzertes Fahrzeug halt. Die Täter sind halt nicht doof, ne? Gepanzertes Fahrzeug, aber die Reifen sind halt nicht schusssicher. Da können wir, ja, alles gut. Gucken. Wer macht Verhandlungspartner? Ich diesmal nicht. Hey, Manolo. Was gibt's? Wollen Sie Einsatzleitung? Ich bin beim Einsatz. Ich bin vor der Bank. Es ist ein Panic-Button ausgelöst worden. Die Bankraub. Okay. Parken Sie vielleicht den Wagen vor der Bank, dann können wir den als Deckung nehmen. Ja, ich weiß das. Lass mich ganz kurz aussteigen. Achtung. Warte. Es ist Notfall. Ich muss gerade Notfalltelefonat machen. Ja, ist klar, Herr Sancho. Okay, ich will aussteigen. Ja, wunderbar. Bis gleich. So, Manolo, kannst du mich hören? Der ist da. Er hat unser Geld weggeschafft. Aber nur eine Streife. Wie? Ich habe ihn festgenommen, ich habe ihm die Pistole weggenommen und bin gerade in einem Parkhaus. Und ich habe gesagt, du würdest jetzt kommen und wir sehen, was wir mit ihm anstellen. Ja, den machen wir kalt. Wo hat er das Geld? Ja, deswegen musst du kommen. Wir müssen uns einen Gedanken machen. Ich gebe dir jetzt einen Standort auf WhatsApp. Du wirst auf WhatsApp gehen, ne? Dann ja? Gehst du auf diesen Standort mit deinen Enter-Muskeln. Ist das nicht beim PD? Das ist um die Ecke auf dem Parkhaus, Mann. Scheiße, ich muss jetzt zu Fuß von der Bank zum PD sprinten. Anderer Plan, schick du mir bitte einen Standort. Verstehst du? Du gehst auf dein WhatsApp-Chat mit mir, ha? Soll ich sie mitnehmen? Ich muss zum PD. Zum PD, ja, steigen sie ein, ne? Okay, ich werde zum PD gefahren, wunderbar. Dankeschön. Ja, bitteschön. Wen habe ich denn hier in meinem Auto? Sind Sie da, Herr Sancho? Max Sancho, mein Name. Vielen Dank fürs Fahren. Bitteschön. Was denn los, Herr Sancho? Ja, ich wurde zum Einsatz gerufen, hier zum Bankraub. Aber wir müssen noch eine wichtige Sache beim PD klären vom letzten Einsatz. Das hat Vorrang. Ah, so, mit Herr Sancho. Ich stelle mich trotzdem mal kurz vor, ja? Politiker, ja, gerne. Platz, ne? Zu meiner Rechten der Herr Major Burns. Oh, Wahnsinn. Gibt es irgendwie Stress zwischen PD oder Bundeswehr? Kann das sein? Nee, gar nicht. Ich habe bisher nur positive Erfahrungen sammeln können mit der Bundeswehr. Weil mein Vorgesetzter, Hauptmann der Bundeswehr, Brown, der klang ein bisschen abgefuckt. Ja, die Kollegen haben einen Einsatz völlig in den Sand gefahren. Das war gar nichts. Alle Geiselnehmer sind entkommen. Servus, grüß Sie. Hallo. Ich grüße. Wer ist denn noch im Auto, habe ich gehört? Der Max Sancho. Der Max Sancho saß bei ihm im Auto. Vielen Dank fürs Fahren. Die tauschen erstmal Nummern. Könnte irgendwer in die Kamera schauen? Ich bin bereits in Kameras. Okay. Gut, der Kollege übernimmt das schon. Er hat doch gesagt, bitte mal die Backbeat ausrufen am der Bank. Info, an der Zentralbank steht ein Geldtransport. Ein Auto steht im Weg. Pato. Hey, ich bin jetzt am PD, wo bist du? Wenn du aus dem PD, aus dem Foyer Haupteingang rausgehst, zu deiner rechten Seite, gehst du geradeaus bis ein Parkhaus, kannst du hochgehen. Ich komme vorne an Parkhaus ran, verstehst du? Oh, ja. Ja, okay. Machen wir das, bis gleich. Haupteingang. Geradeaus bis zum Parkhaus.
Hallo? Hallo? Nee, weiterfahren. Warum schon noch? Soll ich die Brücke machen, oder was? Hallo Manolo? Geh geradeaus. Weiter, lauf. Jetzt rechts rein, Mann. Du bist vorbeigelaufen. Komm schon, lauf. Oh, sehr gut. Darf ich vorstellen, mein Freund? Das ist Mahmoud, Ijo de Putana, Bargoli. Ey, du bist eine Puta, red nicht so mit mir. Zum 10. Mal, okay? Du bist nicht hier derjenige, der irgendwelche Verhandlungen stellt. Zum 10. Mal. Also hab ich die Anstellung an oder hast du die Anstellung an? Ja, meine Jungs wissen Bescheid, ihr seid beide korrupt. Warte, Sancho, zieh schon mal deine Waffe. Ich war vorhin am Paletto, der dann mit dem Motorrad abgehauen bist. Erinnerst du dich? Das, haben, das wissen wir schon lange, das brauchst du uns nicht zu sagen. Ich war da eingeweiht. Denkst du, das erzählst du uns? Das wissen wir schon lange. Okay. Ja, alles gut. Das Problem ist, was du, glaube ich, nicht mitbekommen hast. Erzähl. Das Geld ist nicht so wichtig wie dein Tod. Na, auf gar keinen Fall. Aber ich lass mich hier nicht zum Hund machen, okay? Dann sterbe ich lieber, als mich hier zum Hund zu machen. Ganz einfache Sache. Das heißt, okay. du stellst dein Leben unter das Geld, oder? Nein, auf gar keinen Fall. Aber ich bin nicht derjenige, der sich hier zum Hund macht, okay? Und hey, ich hab Manolo. Wir klären das hier. Okay. Also, er hat zwar das Geld, die 1,3 Millionen. Aber er weiß auch zu viel. Wir haben eh genug Geld. Ich denke, es ist wichtiger, dass wir ihn beseitigen. Ganz kurz. Lass mich ganz kurz dazwischen. Okay, okay. Okay. Mahmoud, der Deal mit dem Geld ist gestorben. Ich erkläre dir jetzt folgenden Deal. Erzähl. Ja? Aber lass mich einmal aussprechen. Nein, aber warte, da gibt es gar nichts so auszusprechen. Wenn ich den Deal dir vorgetragen habe, dann gibt es nur zwei Möglichkeiten. Ja, dann entweder du holst uns deine zwei Kollegen. Ja. Wir legen die um und du überlebst. Oder wir legen dich um und die anderen Kollegen jagen wir bis zum Ende der Stadt. Verstehst du? Also entweder du verrätst deine Kollegen oder du stirbst. Das Geld juckt uns gar nicht mehr. Das ist richtig. Das ist jetzt echt schwer, meine Jungs zu verpfeifen, Alter. Ich gebe dir mein Ehrenwort, dass du überlebst, wenn du deine Jungs verpfeifst. Du machst mir die Handfesseln ab und gibst mir meine Pistole zurück, dann machen wir das. Warte, sehe ich aus wie ein verfickter Anfänger. So machen wir das nicht. Lass ihn uns einfach abknallen. Das bringt nichts. Ja, aber dann habt ihr doch gar nichts mehr davon. Meine Jungs wissen doch alles. Die wissen genau, dass sie korrupt waren. Ja, und deswegen die beim Raub dabei waren, die wissen Warte, das. Warte, ich will Blut sehen, verstehst du? Warte, ich wurde verraten und ich will Blut sehen. Ich habe diesem Kollegen hier geschworen, das kann der bezeugen, dass der Verräter dafür eine Kugel zwischen die Augen bekommt. So, ich bin bereit für zwei Leichen, die deine Kollegen sind, die Bescheid wissen, der letzte Streifenwagen dich laufen zu lassen. Warum lasse ich dich laufen? Du denkst natürlich, ja, dann bringen die mich danach um. Ja, das ist das Problem. Hör mal zu, ich erzähl dir warum. Wenn deine Kollegen tot sind, bist du der Einzige, der davon weiß. Das heißt, ich habe die Sicherheit, dass wenn ich verpetzt werde, weiß ich genau, wer das ist. Ich lasse dich aber leben. Du kannst herumlaufen, du kannst dein Leben führen, verdien dein Geld. Du kannst hier ficken, wenn du willst. Aber ich weiß wenigstens, dass wenn ich rausfliege, wer das zu verschulden hat. Deswegen lasse ich dich leben. Verstehst du das? Ja. Können wir machen. Aber ihr gebt mir beide euer Wort und ich schwört, dass du gehörst gar nicht mehr zu der Gang von deinen Kollegen. Du bist vorher abgehauen. Die haben nicht mal eine Telefonnummer oder einen Namen von dir. Das sind nicht deine Jungs. Die gehören gar nicht mehr zu dir. Du bist abgehauen. Das sind nicht die Vato, das sind andere Leute. Ich wäre nicht zur Polizei gegangen, hätte ich denen davor nicht Bescheid gegeben. Okay, und da habe ich auch ein schönes Spielzeug von mir weggepackt, okay? Okay, wie gesagt, Jungs, wir machen das so, wenn ihr beide mir euer Wort gebt, okay? Du hast mein Ehrenwort. Warte, das hat was zu bedeuten. Manolo, lass das ganz kurz mal besprechen. Wir besprechen das ganz kurz. Warte, rede leise, ha? Ja, ich rede leise, bleib hier. Ich hau ihm so eine Kugel in den Kopf, wenn seine Kollegen hier sind, Mann. Alter. Scheiß auf den. Nein, warte, er soll seine scheiß Kollegen holen, Mann. Ich kill die und dann kill ich ihn. Ich habe ihm das versprochen. Alle killen, die davon wissen. Schaffen wir das zu zweit? Warte, wir sagen ihn genau, ich frage ihn doch genau, das ist gar kein Problem. Okay. Warte, ich sage dir ehrlich, ich leg die Karten auf den Tisch. Ich nicht, aber ich schenke dir das Vertrauen. Der Deal steht, wie ich den dir gezeigt habe. Okay, Jungs, machen wir so. Alles klar.
Handfesseln kannst du mit dir abmachen. Warte, ganz kurz. Können wir machen. Nur ganz kurz zur Klärung, ha? Ja. Wir werden uns nicht verarschen lassen. Mein Kollege wird mit dir um die Ecke stehen, alles wenn die Kollegen gut, kommen. Alles und wenn ich merke, dass das entweder irgendwelche Gangs kommen, 4, 5 Leute, wie viele Leute waren das? Du hey, das Problem ist, das ist nicht unser Geld, das ist das Geld von der Mafia und mit denen wollt ihr euch nicht anlegen. Da könnt ihr mit so vielen Leuten kommen, wie ihr wollt. Sekunde. Warte, scheiß auf das Geld. Erstmal, wir grillen das alles. Jungs, bitte. Guck mal, ich habe doch jetzt eingewilligt. Wir machen das so, ist okay. Hör bitte auf, mit der Waffe auf meinen Kopf zu ziehen. Wie gesagt, okay? Das ist die erste Sache. Warte, nimm die Waffe runter. Ich hol die zwei Jungs, okay? Dann machen wir das so. Ihr habt mir euer Wort gegeben. Ich vertraue euch jetzt einfach mal blind, okay? Ich hab nur mitbekommen, dass ganz einfach. Sancho. Ja. Erinnerst du dich vielleicht einmal, Staatsbankraub, ist jemand mit dem Fallschirm da rausgesprungen? Erinnerst du dich vielleicht daran? Ja, das war ich. Eine Minute im Kopf. Alles gut, mach das. Und ich habe jetzt nochmal wieder ein Geschenk für dich. Sekunde. Wo war nochmal genau Standort? Habe ich dir letztes Mal gegeben. Kriegst du heute wieder. Vielleicht beruhigst du dich dann und du kommst einmal zur Vernunft, okay? 9000. Was ist das? Das wäre nämlich sehr, sehr wichtig. Sekunde. Nimm dir mal einmal die Handschellen ab, dann kann ich dir das Ganze auch geben. Einmal die Handschellen abnehmen? Manolo? Ah, nee, ist schon, alles gut. Hier. Okay, Futter ein bisschen. Komm wieder ein bisschen runter, okay? Einmal Hundefutter? Richtig. Komm runter. Komm einfach runter, Sancho. Wow, scheiße. Ey, ist das dein Ernst, Mann? Ja. Das war ein Warnschuss fürs Hundefutter. Jeder, der mir eine Portion Hundefutter gibt, kriegt eine Leuchtrakete an den Hinterkopf. Lebt der noch, Watto? Ja, der lebt noch. Der stellt sich nur tot, damit wir ihn hier liegen lassen. Oh, scheiße. Der hat nur ganz kurz gebrannt. Willst du mich verarschen, Alter? Ganz kurz gebrannt? Korrekt. Watto, bleib mal da stehen. Ich muss eben kurz die Einzelheiten klären, wie wir das gleich machen mit deinen Kollegen. Komm mal kurz mit Watto. Okay. Ja, okay, beobachten Sie die Kriminellen der 80. Und was jetzt? Wissen ja, der ist auch im Funk. Nichts, alles okay, die Kollegen sind in der Sache. Ich habe gefragt, wie viele Officer im Dienst sind. Die Leute sind ein bisschen komisch, die kriegen das nicht hin. Hier ist gut. Ich hab noch eine Idee. Wir holen seine Kollegin. Der haut ab. Kann einer von den Kameras, bei den Kameras bleiben? So auf Sicherheit, falls wir gleich jetzt Geisel genommen werden. Ich bin jetzt auf dem Weg in die Kamera. Sei Hilfe, die anderen Polizisten gut. Die wollen mich erschießen. Und sei Hilfe sie. Hallo, ist hier der Geflüchtete? Ich hab gerade von dem Dach beobachtet, dass Montana der wollen mich geflohen ist. Polizei, Sancho und Montana wollen mich töten. Polizei, Hilfe, Polizei. Herr Sancho und Herr Montana wollen mich hallo? Töten. Hallo? Polizei, bitte Hilfe, Mann. Sie sind festgenommen. Bitte bleiben Sie stehen. Handschellen anlegen. Polizist, Mann. Ey, Polizei. Falsch. Handschellen anlegen, mitnehmen. Nein, wollen wir nicht. Ab ins Gefängnis. Ich wollte mich mal erkundigen. Ich wollte einen Waffenschein. Die Situation ist geklärt. Ob jemand da gerade da ist, der das machen kann. Ja, danke. Jemand da, der gerade einen Waffenschein machen kann oder so. Fragt da jemand nach. Polizei, da hinten, helfen Sie mir, die wollen mich töten. Noch irgendeine Streife kommen, weil Herr Sommer, kommen Sie her. Ihr seid jetzt alle korrupt oder was? Herr Weiß ist auf der können Sie, Herr Sommer, verdammte Scheiße, Mann. Hören Sie mir zu jetzt. Ja. Wollt? Können Sie kurz diesen Kollegen erklären, wer die da sagen hat? Herr Weiß ist da. Wir müssen weg. Ich brauche Hilfe! Wie soll ich doch? Hallo, erste Frage. Waffenscheine macht, glaube ich, momentan nur die Bundeswehr. Und zur zweiten Frage, wo. Mahlzeit! Was ist hier eigentlich los? Was machen Sie hier bewaffnet? Sind Sie auch auf einer Verfolgungsjagd? Herr Sancho? Ja, wir haben hier ja? gerade. Was war denn hier gerade auf dem Dach los? Hier auf diesem Parkplatz oben. Ja, was haben wir? Wir wollten den Verdächtigen überprüfen. Wir wollten ihn gerade kontrollieren, ob er spitze Gegenstände dabei hat. Dabei ist er vom Dach gesprungen, hat sein Messer rausgeholt, hat uns bedroht und ist ins PD gelaufen. Jetzt sind wir immer noch auf der Flucht. Ist sich da sicher, Herr Sancho? Ja. Ich hab da dann mal eine Frage. Wir haben da ein paar Aufnahmen und Videos gemacht. Warum haben Sie den Herrn mit der Leuchtpistole abgeschossen?
Weiß? Der mit der Leuchtpistole? Herr Weiß? Wo kommt der denn jetzt her? Wo ist der vom Dach gefallen? Wer springt? Oh, ist der bescheuert? Wieso springt der da runter? Ist der andere Kollege hingerannt, Herr Montana? Ich meine, der ist, hat ihn versucht, also, weiterhin zu verfolgen. Was hier los ist überhaupt? Ich weiß überhaupt nicht, was hier los ist. Bitte. Ist Herr Weiß tot jetzt, oder was? Standort. Staatsbank. Die Leute, die anscheinend ihr Geld aufbauen. Ah, okay. Wir haben uns gefragt, wie viele Officer drin sind. Die fragen uns nach Telefon-E-Mail. Die sind richtig komisch. Sancho und Zentrale, Herr Weiß hat sich selbst umgebracht. Er ist einfach so vom Dach gesprungen. Alles gut. Nur mein Rettungsdienst. Ich hab schon. Ich hab schon das Dispatch geschickt. Okay. Haben Sie das gesehen, was da oben auf dem Dach passiert ist? Teilweise. Ich alles. Der Herr hat gesagt, hier, für als Geschenk seines guten Willens und hat mir eine Dose Hundefutter in die Hand gedrückt. Und dann hat er gesagt, er würde lieber sterben und hat beleidigt und dann habe ich einmal als Warnschuss extra nur keine scharfe Munition verwendet, sondern die Leuchtfeuerpistole und ich dachte in diesem Moment, es wäre der Taser. Es war die falsche Waffe ausgewählt. Das war ein kleines Versagen meinerseits aus. Aber er hat es überlebt, er hat nur kurz gebrannt, wir haben den Brand gelöscht und haben ihn dann auch versorgt. Dann hat er uns angegriffen und ist vom Dach gesprungen. Haben Sie das gesehen? Das habe ich nicht mehr gesehen. Es sind keine scharfen Schüsse gefallen. Ich frage mich auch, wie sie beide noch laufen konnten, nachdem sie das Dach runtergefallen sind. Habe ich mich auch gefragt. Ich bin irgendwie auf den Kopf gelandet sogar. Ne, Herr Sancho, wir fahren. Kümmern Sie sich um Herr Weiß. Herr Weiß? Ich mache mir nur Sorgen um meinen Kollegen. Ich muss da kurz telefonieren. Kümmern Sie sich um Herr Weiß. Watto, das wird mir jetzt zu dumm, glaube ich. Ey, Watto. Ja. Nein, Herr Weiß und die anderen reden mit mir. Beseitige den Typen einfach. Beseitige ihn einfach. So, Herr Manolo konnte den Flüchtigen leider nicht mehr ausfindig machen. Er ist entkommen. Er hat uns attackiert und ist entkommen. Herr Sancho, kommen Sie bitte mit, wir fahren ins Krankenhaus. Haben Sie den Namen? Negativ. Keinen Namen. Wir waren kurz davor, eine Ausweiskontrolle zu machen. Ehe der Typ einfach uns angegriffen hat. Herr Sancho, das darf in Zukunft nicht mehr so passieren. Nehmen wir das nochmal, gibt's Konsequenzen. Der hat einfach so angegriffen. Falls es mit dem Herrn Sancho ins Krankenhaus wegen seinem Kopf, weil er ist auf den Kopf gefallen. Richtig. Ich bin fast tot. Ja, ich fahre mit ihm ins Krankenhaus, ja? Diesen Fall hatte ich noch nie. Ja, ich fahre mit Ihnen ins Krankenhaus, Herr Sancho. Ich nehme meinen Privatwagen, wenn ich habe starke Schmerzen. 8034. Ja, ich nehme Sie mit. Ist es okay, wenn ich mit meinem Privatwagen fahre? Ja, bitte. Ja. Dann kommen Sie mit, Herr Sancho. Aua, mein Bein ist beim Sturz so passiert. Nicht so schnell, ich kann nicht so schnell. Alles gut, Herr Sancho. Ja. Sie meinten ja was von inneren Ermittlungen. Ja. Wäre es möglich, wenn ich ein Teil davon wäre? Ja. Ja. Der Medic? Ja, wir fahren lieber mit Ihnen ins Krankenhaus, anstatt den Rettungswagen zu nehmen, ja. Den Medic brauchen wir hier. Mediziner hier. Ich brauche auch einen Mediziner, ich muss ins Krankenhaus. Achso, aber nee, der ist noch toter als ich. Wir fahren so ins Krankenhaus. Wir wollen die Medics ja nicht noch weiter aufhalten. Wir fahren jetzt mit meinem Oldtimer. Oh Gott, damit wollte ich doch nicht fahren. Ey, das Auto ist top gepflegt. Ich weiß nicht, was wir haben. Top gepflegt und 110 Jahre alt. Nicht so alt ist es nicht. Na, ich meine schon. Der hatte erst 100.000 Kilometer runter. Auf gar keinen Fall. Doch, der stand... Der hat 1,7 Millionen Kilometer. Nee. Das Auto ist so alt wie wir alle zusammen. Alles gut, Kollege? Nein, ich bin verletzt. Ich bin bei einer Verfolgungsjagd vom Dach gefallen, komplett. Ist nicht auch Adams da? Das weiß ich jetzt nicht, ob der noch da ist. Ja. Wo ist Herr Sommer? Kollegen bei der Staatsbank, wir sind jetzt da, wo sind Sie? Oh, Herr Sommer, wie ich Ihr Auto hasse. Ja. Okay, let's go.
mit 8 km/h ins Krankenhaus. Sind sie angeschnallt? Nee, das brauche ich bei dem Auto nicht. Du hast voll die coole Hupe. Nein, das ist nicht eine coole Hupe. Ich glaube, zu Fuß wären wir schneller im Krankenhaus. Ja, das, da werden sie sich aber gleich noch überzeugen von. Was kostet das Auto? 150.000. 1.200? 150.000. Auf gar keinen Fall. Ich habe auch noch wie viel PS hat das? 9? Nee. Ja, schon eigentlich. Ach du Scheiße, was ist denn das für ein Motorsound? Das Ding ist so 1910. Ja. Das haben sie sich gekauft für 150.000. Ja. Sie wurden so abgezogen. Oh mein Gott, da würde ich eine Anzeige aufsetzen. Ja. Na gut, das ist von meinem Opa tatsächlich. Glaube ich nicht, dann hat dein Opa dich abgezogen. Hey, Manolo, wir sind auf dem Weg ins Krankenhaus. Ich bin doch stärker verletzt als gedacht. Wir nehmen ihn mit, wo ist er? Du bist verletzt. Ich bin verletzt, als ich vom Dach... Ja, klar bin ich verletzt. Wir sind vom 10 Meter hohen Dach runtergesprungen. Wo ist der, wo ist der? Wir nehmen ihn mit. Wo bist du? Wir nehmen dich mit. Ich bin vom PD, bitte, komm. Okay, wir kommen. Zurück zum PD. Herr Sammer, zurück zum PD. Ja, ich bin ja schon auf dem Weg. Eine Information. Ich habe mein Versprechen gehalten. Sehr schön. Sehr schön. Es war das Richtige. Das war nichts anderes. Bis gleich. Ich bin vom PD. Bis gleich. Wir sind auch vom PD. So, Herr Manolo ist vom PD, der ist hier irgendwo. Hast du Kopfschmerzen oder ist das das Auto? Das ist das Auto. Die Federung muss nicht erneuern. Ja, das ist nicht die Federung. Ich glaube, das liegt daran, dass das Auto so alt ist. Ja, ich glaube auch. Oh mein Gott, ist das Auto mies. Ja. Na, wo ist denn jetzt... Der steht hier irgendwo. Wo ist Manolo denn jetzt? Ist er das? Manolo? Manolo? Steig ein! Was habt ihr für eine Mafia-Karre, Mann? Was ist das denn? Ja, das ist sein Privatauto, der wurde abgezogen. Der hat die Kiste gekauft für 150.000 und das Ding hat nur 9 PS. Das ist mein vierter Privatwagen. Mein Mercedes steht in der Garage. Digga, wenn du davon 4 Privatwagen hast, Digga, dann wurdest du böse abgezogen. Ich hab noch einen RS5, ich hab noch einen. Cabrio S63 Cabrio und noch Cousin Frank Martin? Ja. Wir waren auf einer sehr hitzigen Verfolgungsjagd. Alles geht drunter und drüber. Es ist Wahnsinn. Wir fahren jetzt ins Krankenhaus. Ich bin schwer verletzt. Kommst du auch zum Krankenhaus, bitte? Haben Sie gerade Frank Martin gesagt? Heute gibt's nicht mehr zu planen. Oh! Heute gibt's gar nichts mehr zu planen. Hast du das Geld? Gesagt, ja. Die musst du mir geben. Montana. Bitte. Ey, du hast dir ein bisschen mehr abgezwackt, ne? Sei ehrlich, ist alles okay. Wir sind Familie, es ist okay. Ist doch okay, ich hab's schon erfahren, ist alles gut. Von wem hast du das erfahren? Von allen hab ich's erfahren. Mein Gott, ich arbeite mit der Mafia zusammen. Jeder Waffendeal wird direkt an mich weitergeleitet. Ich weiß, was du dafür bekommen hast. Aber das ist vollkommen in Ordnung. Hört er nicht. Hast du etwa deine AK verkauft, Mann? Das bleibt unter uns. Komm bitte zum Medical Center Mount Zona. Watto, ich sage dir das jetzt ein letztes Mal, ne? Ja. Ich rede mit Summer, Watto. Ja. Müssen wir später machen. Wenn wir mit dir reden, dann sagst du uns die Wahrheit und nichts als die Wahrheit. Verstehst du das? Ja, verstanden, alles klar. Frank, wir telefonieren morgen, Frank. Vielen Dank. Wie viele kleine Vögel hier in dieser Stadt. Hör ich von irgendwem, dass du mich anlügst, Watto. Dann bringe ich dich unter Grab, ha? Verstehst du? Bruder, du weißt, ich bin ihren... Ich weiß, Watto, ich weiß, aber ich höre gerade irgendwie unter uns und so eine Scheiße. Warum weiß ich das nicht schon lange? Warum sagst du mir nicht, dass du deine Waffe verkauft hast? Ich? Sehr vorsichtig fahren. Ja, warum sagst du mir das nicht? Was für eine Waffe denn? Die AK, die wir geklaut haben. Das war, glaube ich, keine Karabiner. Ich habe AK bekommen, du Karabiner. Naja, was ist denn mit der Karabiner? Die musste ich in den Waffenschrank einlagern, wo ich wurde ja für 2 Stunden suspendiert von Winter. Und dann hast du die eingelagert. Hallo? Ja, ich musste die einlagern. Fasi, guten Tag. Ich glaube dir jetzt, aber was ich vorher gesagt habe, Watto. Es sieht extrem schlecht aus. Warte. Ich sag dir jetzt, was passiert ist. Ja? Wir haben den Herrn Mahmoud gefunden, der das Geld hat. Ja, das klingt doch schon mal gut, oder nicht? Ja, richtig. Er hat sich aber stark angefangen zu wehren und war nicht kooperativ. Und er hatte alle Informationen. Er hat es leider nicht geschafft. Ja, aber für mich sind das gute Informationen. Solange er die Informationen jetzt... die Informationen sind aus der Welt geschafft, stimmt's? Die Informationen... Habe ich mir auch gedacht. Ich dachte mir so, 1,3 Millionen oder die Informationen. Da dachte ich, scheiß drauf.
beseitigen wir ihn. Dann hat er sich auch noch gewehrt, dann kam noch die andere Polizei, dann ist er noch ins PD gerannt, dann haben wir ihn da schnell rausgezogen und umgebracht. Ach du Scheiße. Der hat nur Scheiße gemacht. Was habt ihr da für eine Pfeife mit in den Auftrag mitgebracht? Nee, das war nicht unser Fehler. Diese Pfeife hat sich mit eingeschleißt. Wir wissen nicht, wie er da reinkam. Ich hab ihn da, Wie kann das sein, bei dem Banküberfall, ja, dass da jemand kommt, den keiner kennt, der so inkompetent ist und alles versaut? Der hat alles versaut. Aber der hat wirklich alles versaut. Das nächste Mal arbeiten wir nur mit Leuten zusammen, die vertrauen können. Ja, und wie sieht's denn jetzt aus mit dem 2,3? Also, Frank hat mir gesagt, der hat 300.000 davon genommen das und noch 2 Millionen. Richtig, sehr gut schon mal für die Information. Ich würde dann, wenn ich dürfte, dann so 400.000 nehmen und den Rest, die 1,6, teilen sie sich dann mit Monolo 800.000 pro Person, wenn das klar geht. Einverstanden. Perfekt. Weil sie es sind. Geht das dann noch heute? Das machen wir heute nicht mehr. Ja, okay, dann wird wahrscheinlich heute auch nichts mehr laufen, dann gehe ich glaube ich auch schlafen. Und, richtig. Ja, dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag und bis morgen dann. Wunderbar, bis morgen dann. Tschüss. Tschüss. Herr Sancho. Ja. Reihen Sie gerade? Kommen Sie mal kurz mit. Ja. Ich muss nur ganz kurz mit Ihnen reden, kommen Sie mal ganz kurz. Ganz schnell, nee, jetzt schnell, solange wir noch hier sind. Achso, ich glaube, Herr Weiß weiß, was Sie vorhaben. Der Herr Young hat Sie beobachtet. Ich weiß, ist alles gut. Na. Wie gesagt, Sie können auf mir bauen, ja? Ich weiß. Dann gehen wir jetzt erstmal rein ins Krankenhaus. Ja, ich muss ins Krankenhaus. Welche okay. Kollegen sind das hier? Bauern, die müssen kommen. Die Geldhaber meinten, dass sie die jetzt... Die kennen mich ja schon. Es war so abgeklärt, damit es weniger Aufmerksamkeit gibt, dass sie nicht begleitet werden müssen. Sie hatten selber... Wo ist denn hier der Eingang? Ich bin schwer verletzt. Wenn wir gleich mal brauchen, dann kann ich fahren, dass kommt. Punkt okay, Ende. Ja, wir können kommen. Kollege, benötigen Sie Hilfe? Ja, ich brauche den Eingang. Ich bin verletzt. Ich bin vom Dach gestürzt auf Verfolgungsjagd. Falls es nicht geht, kann ich Ihnen helfen, ja? Ja. Wo steckst du, Mann? Ich laufe gerade ums Krankenhaus. Ich finde den Eingang nicht. Sie sind aber gerade ganz schön schnell gerannt dafür, dass sie verletzt sind. Ja, weil ich so Schmerzen hab. Ich bin hier, Wo ist denn der Eingang? Eingang, Mann. Ich find, ich hab hier gerade einen Kollegen dabei. Okay, der bringt mich jetzt zum Eingang. Moment kurz, bitte wiederholen. Wenn ein Raubüberfall in der Bank aufgelöst wurde, heißt das dann, dass sie keinen Zugriff auf, darauf was hat, die das Geld abzuholen? Ich bin bei einer Verfolgungsjagd vom Dach gestürzt, bin aufs Bein geknallt, ungefähr aus 8 Metern Höhe, ich weiß auch nicht, wie ich das überleben konnte. Aufs Bein sind sie geknallt, okay. Ja, und auf die Hüfte und auf die Schulter und auf den Kopf und auf den Rücken. Ach, hey, und auf meinen Arm. Ja, voll, ich bin einfach komplett vom Dach, hat's mich geledert. Ja, bleiben Sie kurz stehen, ich hole Ihnen eine Drang, dann brauchen Sie nicht mehr laufen. Dankeschön. So viel Glück, der Kollege, ne? Ich bin... Vielen Dank fürs Herbringen. Kein Problem. Ja, dann dürfen Sie... Oh, jetzt geht's mir noch schlechter. Dann dürfen Sie einmal drauflegen, bitte. Im Muskel. Ah ja, okay. Die Dame hier hat kein Pflaster bekommen. Alles klar. Ja, ich bin gerade außer Dienst gegangen, deswegen ist... Ja, gut. Ja, mit Dienstkleidung. Ja, ja, es hat... Die Umkleide hat nicht funktioniert. Aber er ist, glaube ich, bei einem aus. So, und Sie sind von 8 Metern runtergeflogen. Richtig. Ach, hey. Ja. Okay, also hier ist ein Tag. Hey, was du? Bro. Da war ein anderes Handlungszimmer. Manolo, mir geht's so schlecht. Mein Bein tut mir so sehr weh. Ja, ich beeile mich gleich. Ich beeile mich schon. Ich soll gleich aus dem Arzt kommen. Und meine Rücken. Ja, beruhigen Sie sich bitte kurz, einen Moment. Habe ich die Schmerzmittel noch dabei von vorhin? Bitte, nochmal? Ach du meine Güte, ich habe selber 2,5 Kilogramm Schmerzmittel. Ich pfeife mir davon 2 rein, okay? Ach hey, okay, machen Sie mal. Dann dem Patienten. Würde ich Ihnen jetzt nicht empfehlen, aber machen Sie es mal. Kommt dann direkt über. Danke. Herr Kollege, das ist die 3... Irgendwas läuft hier. Okay, dann gehen wir in ein anderes Behandlungszimmer, bleiben Sie dann kurz liegen. Oh, was ist da? Und der Kollegen. Sie können da liegen bleiben. Ich lasse ihn nicht allein. Es geht aber nicht. Sie müssen entweder... Ich habe in den letzten
Ich habe in den letzten 24 Stunden meinen Kollegen fast dreimal verloren. Ich lasse ihn nie wieder allein. So. Entweder draußen warten, Behandlungszimmer Doktor, warten. Herr Doktor, kommen Sie rein. Bitte, bitte, bitte. Sie müssen uns beide. Ja, ich bin jetzt gerade wieder wach geworden mit dem. Wie sollen das gehen? Wir haben nur eine Liege. Wie sollen wir sie beide denn behandeln? Rock, ich kann stehen. Ich setze mich hier. Ich komme jetzt hier gleich an meine Grenzen. Also. Ein Herr hier rein, der andere woanders rein. Schnell mich behandeln. Mir tut's so weh immer. Ja. Machen wir jetzt. So, Sie können einmal aufstehen. Ich helfe Ihnen auf die Frage hier. Also Rock, oh ja, vielen Dank. Genau, einmal hier rüber dann bitte. So, der Arzt wird Sie jetzt gleich behandeln. Sagen Sie bitte gleich nochmal, was Sie haben. Wir sind einen. Müssen hier drauf. Nein, warte, wir waren dann auf ein Parkhaus. Da war ein. Nee, da nicht. Oh ja, das ist hier. Die Stadt, okay. Genau, ich nehme die jetzt mal wieder und dann einmal hier zu meiner Rechten da drauf. Gefallen. Das war tatsächlich der dritte Stock. Gefallen. Der Kollege, ich weiß nicht, wie bist du aufgekommen, Watto? Ich bin brutal aufgekommen. Überall. Ich bin quasi mit allem, was ich habe, aufgekommen. Okay. So, ich schicke dir noch Hilfe, ne? Ich, danke. Das fühlt sich ganz schlimm an. Hm. Können wir mittlerweile wieder Polizeiautos ausparken? Kommen. Party to Bay, positiv. Kommen Sie mal einmal mit. Ich? So, stellen Sie sich einmal vor die Scheibe. Genau. So, ich taste jetzt einmal Ihren Rücken ab und dann sagen Sie mir bitte, an welcher Stelle es weh tut, ja? Ja, warte. So, ah, da tut's weh! Ah! Okay. Ah. Wenn ich nach unten gehe, wie sieht's hier aus? Da ist ein bisschen taub, Watto. Na, Sancho, es wird alles wieder gut, ja? Hä, wo kommen Sie denn jetzt her? Hä, wie kommen Sie hier rein? Man kann vorne die Tür aufschließen. Ja, und wen gibt Ihnen die Erlaubnis, dass Sie hier rein dürfen? Ja, ich habe noch was für die Herren mitgebracht, tatsächlich. Was denn? Nee, das ist wichtig. Die waren doch gerade der Herr, der mit dem Wagen hier vorbeigefahren ist. Ja, ich habe die Krankenkassenkarte von denen mitgebracht. Krankenkassenkarte, ja, bei Polizisten. Ja, die ist wichtig, oder nicht? Ja, das sind Beamte. Zeigen Sie aber Ihren Dienstausweis. Ist der Typ überhaupt Polizist? Ich bin Herr Sommer. Natürlich bin ich Polizist. So, Sie dürfen jetzt gerne erstmal draußen warten, Herr Sommer. Ja, ich kann hier bitteschön Ihren Dienstausweis, meinen Dienstausweis. Ja. Ja, das ist sehr nett. Sie dürfen trotzdem draußen warten. Also bitte. So. Zurück zum Thema. Alter, Manolo, nice Tats. Danke, Watto. Siehst du das oben auf meinem Rücken? Brothers for life, Mann. Oh ja, stimmt. Verstehst du, Watto? Ja. So. Sagen Sie mir einmal Ihren Namen. So, mein Name ist Montana. Manolo Montana. Was ist der Vorname? Was ist der Nachname? Manolo ist der Vorname. Watto. Okay. Darf ich Manolo sagen? Gute Besserung und schönen Abend. Sie, Watto. Okay, für dich bin ich sogar Manny. Oh, da fühle ich mich gerne. Mir geht's viel schlechter. Ja, einer nach dem anderen. Haben Sie noch einen Arzt hier? Ich glaube nicht. So, passen Sie auf, sind Sie ein Tougher. Sind Sie ein Harter. Warte, ich habe den kubanischen Krieg überlebt. Was war jetzt, Mann? Weil ich glaube, den Muskel, beziehungsweise den Wirbel, den müssen wir da mal wieder reinhämmern. Warte, siehst du das auf meine Schulter? Ja. Das ist rangetackert, so hart bin ich. Okay. Na dann mach ich mal bereit für dein Einrenkmanöver. So. Auf drei geht's los, okay? Ja. Okay, eins, zwei, drei. Und Herr Manolo. Wie ist es? Ich weiß noch nicht. Ich spüre noch Schmerz, aber. Ja, der lässt gleich nach. Bitte geben Sie Schmerzmittel. Ja, ich gebe ihn. Ich möchte auch richtig viele Schmerzmittel bitte haben. Nee, hier ist nicht Behandlung. So. Ich guck mal, was ich hier noch im Schränkchen hab. Ah, das sieht doch gut aus. Bitteschön. Oh.
Bitte, Sie müssen meinem Freund helfen. Der sieht gar nicht gut aus. Geht's Ihnen besser? Ich setze mich hin, Cursor. Okay. So, jetzt zu Ihnen. Ist Ihnen das gleiche widerfahren? Nur noch viel schlimmer. Nur noch viel schlimmer. Okay, schaffen Sie es dann noch, Ihre Weste und Ihre Kleidung auszuziehen? Ja. Ja, dann dürfte ich bitten. Okay. Mehr kann ich nicht ausziehen. Okay, schaffen Sie es nicht, oder? Was kann ich noch mehr ausziehen? Ja, Sie können noch... Ach, guck mal. Das sieht doch jetzt... Ja, jetzt kommen wir der Sache näher. Krass, das habe ich noch nie gesehen. Oh, was haben Sie denn da am Bein? Eine Geheimwaffe. Eine Geheimwaffe? Alles klar, die Geheimwaffe, die brauchen Sie ja beim Krankenhaus nicht. Richtig. Ja, können Sie die wohl auch wegpacken? Die bleibt. Auspacken. Die bleibt für den eigenen Schuss, oder was? Richtig. Ah. Oh, stabil. Guck mal, ich habe mich noch nie nackt gesehen. Ja, perfekt. Also bei Ihnen sieht es schon etwas schlimmer aus, ja? Ja. Oh, nee. Nee, das nicht. Sancho für Bauer, komm. Oh. Kriegt es hin. Ja. Herr Sancho ist gerade im Krankenhaus, kommen. Sancho, Funkcheck an Zentrale, ich bin schwer verletzt, ich liege im Krankenhaus bei der Behandlung. Ja, dann lassen Sie sich behandeln, wenn Sie fertig behandelt worden sind, einmal bitte vom PD ins Prison. Ja. Holy shit. Haben Sie gesehen, wie verrenkt mein Körper ist? Ja, habe ich gesehen. Herr Sancho, das habe ich jetzt richtig verstanden, richtig? Richtig. Gucken Sie sich das mal an, was ich mit meinem Körper machen kann. Ich sehe schon, das ist nicht normal. Das tut höllisch weh. Das können Sie erst, seitdem Sie da jemanden verfolgt haben. Seitdem ich da runtergefallen bin. Um Gottes Willen, ich glaube, das ist ein Fall für den Röntgen. Röntgen Sie mich sofort, schauen Sie sich das mal an. Ja, da müssen Sie aber mitkommen. Ich glaube, da muss man eher einen Exorzisten rufen, aber ja, dann tragen Sie mich zum Röntgen. Okay, dann mache ich das. Oh. Dann kommen Sie mal mit. Möchte Ihr Freund auch mitkommen? Sie warte, ich komm mit. Sie dürfen sich aber auch gerne wieder anziehen. Nein, nein. Ihnen geht's schlecht. Okay. So. Haben Sie keine Trage? Oder machen Sie das immer so? Ja, die sind momentan alle besetzt. Okay. So, passen Sie auf, ich lasse Sie jetzt runter. Ja? Dann dürfen Sie sich einmal hier drauflegen. Okay, das mache ich. Schaffen Sie das? Ja. Okay. Ja, sieht jetzt. Sie müssen erst aufstehen und. Ah, mein Gesicht. Okay, muss ich hier erst drauf, oder was? Genau. Warte, du musst ihn am Leben halten, verstehst du? Ja, ja, ja. Ich glaube, ich sterbe. Schwimmen Sie mich schnell, dann... Ja. Du darfst deine Augen nicht schließen, Watto, Mann. Bleib am Leben, Watto. Sonst war alles umsonst. So, dann starte ich einmal eben den Röntgen. Bleiben Sie einfach ruhig liegen, ja? Ja. Sancho und Zentrale, Funkcheck. Check, an alle, die gerade im Krankenhaus sind, dankeschön. Ich habe kein MRT-Geräusch, glaube ich. Das habe ich. Oh, perfekt. Kannst du mal schicken. Ja, mache ich gar nicht. Ich brauche ja, geben Sie mir einen kurzen Moment, so. Ich hole mal eben einmal die Ergebnisse. Ja, sieh, warte, mach mal. Dann daher, das wird gerade etwas lauter vom MRT-Geräusch, nicht erschrecken. Ich höre euch drüben. Hast du das Antwort für X-Ray? Oder hast du? Dürfen Ihre Kollegen
Ja, dann sag an, wenn du es anmachst. Hey, ich kann ja Leute durch Wände hören. Hallo, mir geht's so schlecht. Starten wir jetzt einmal den Röntgen. Bleiben Sie einfach ruhig liegen, Herr Sanchez, ja? Was war das? Das ist Röntgen. Okay. Bleiben Sie mal ruhig, damit ich Ihnen kann. Ich hab nur gesagt, dass Sie eine andere Frage bekommen haben. Also, ja, wir können doch auch mal ruhig bleiben. Was ist denn nicht die Not heute? Ja, ist jetzt fertig. Ist jetzt fertig. Ist fertig, danke. Sind ja geile Sounds. Bin ich jetzt auch tätowiert? Nee, tätowiert sind Sie nicht. Okay. Ist relativ laut, kann sein, Sie hören das ganz kurz. Das ist eben durch, das dauert nur 10 Sekunden. So, Herr Sancho und Genosse. Sind Sie noch da? Ja. Das ist noch da. Perfekt. So, ich würde Sie einmal wieder rüber in den Behandlungsraum tragen. Da kann ich mir dann einmal die Ergebnisse anschauen und dann kann ich sicherlich schnell dem Herrn Sancho helfen. Sehr gut. Darf ich Sie wieder tragen, Herr Sancho? Ja, bitte. Gerne. Montana, Sie müssten ein Stückchen zur Seite gehen, nicht dass ich Sie über die Schulter. Meine Güte, die Geräte sind hier so laut. Was sind denn das jetzt für Geräte? Das ist jetzt gerade der MRT. Das ist der MRT? Ja. Sehr nice. Das ist auf jeden Fall ein cooles Krankenhaus. Ja, ja. Ich mag das, dass die meisten Gerätschaften hier aus Tschernobyl kommen. Ja, die waren günstig. Das glaube ich. So. Dann dürfen Sie einmal gerne wieder auf die Liege, ja? Ist aktuell ein Ausbilder im Dienst, der Bewerbungsprozess annehmen kann? So, dann schaue ich mir in der Zwischenzeit einmal die Befunde an. Vielen Dank. Und wie schaut's aus? Ja, ja, also bis jetzt ist noch alles im grünen Bereich, sag ich mal, für das, was Sie mir da geschildert haben. Okay, ich hab so circa... Wir haben circa, ja. Ich hab circa 60% Schaden, wenn Ihnen das weiterhilft. Ah ja, okay. Oh, hier ist schon besetzt. Oh, jetzt besetzt, bitte nicht reinkommen. Ich hab nichts an. Wer soll denn bitte hier reinkommen? Ups. Da kam gerade jemand rein, einfach. Tatsächlich? Mhm, der hat reingeschaut. Ja, 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 ja. Ja, solange das ein Arzt war, ist das ja halb so schlimm. Also, Herr Sancho, was ich schon mal vorab sagen kann, Sie haben keine Brüche. Sicher? Ja, bin ich mir sehr sicher. Okay, nice, danke. Das haben sie wohl mit einem Schutzengel überlegt, die Aktion. Mhm. Sie haben auf jeden Fall starke Prellung an der Brust und am rechten Bein. Ja, was wir da machen können, ich könnte Ihnen eine Salbe verschreiben, die können Sie dann auf die Prellung quasi auftragen. Ja? Eine Salbe? Genau. Also, es ist quasi so, ich bin von einem 8 Meter hohen Parkhaus gesprungen, aufgeprallt, hab das gerade so überlebt und jetzt schmiere ich mir einfach ein bisschen Salbe drauf. Okay. Gerade waren es noch 3 Etagen. Nee, das waren schon irgendwie so der 6. Stock, also es war insane. Aber dann geben Sie mir die Salbe, bitte. Okay, die gebe ich Ihnen. Aber der Herr Montana, der hat das anders erzählt. Weiß Montana, wie hoch war das circa? Wie hoch ist die Decke, diese Parkhaus? Ja, das war, wie hoch war das? Das waren noch locker 7, 8 Meter. Ja, also da, ich gehe nicht davon aus, dass ein Stockwerk 1 Meter hoch ist, bestimmt, Mann. Mhm. Ja, ja, ja. Ist das irgendwie weich gelandet?
Nee, ich weiß auch nicht. Ich war mir sicher, dass mein letzter Stünder hat geschlagen, aber... Das ist krass, was da passiert ist, Mann. Okay. Ja, wir sind da alle runtergesprungen, nacheinander. Ja. Weil keiner hat geguckt, wie tief es da runterging. Okay. Also jetzt, dann würde ich jetzt einfach... Schmieren Sie mich ein mit der Salbe. Gut, dann holen wir mal die Salbe. Ja, toll, jetzt ist die Salbe leer, jetzt muss ich hier noch eine holen. Geben Sie mir einen kurzen Augenblick, ja? Okay. Was muss ich denn machen? Funkcheck. Check. Check. So, Herr Sanchez. Yep. Einmal die Salbe. Zieh mir mal die Handschuhe an. Also die Salbe, die kann jetzt etwas kühlend wirken, ja? Okay. Perfekt. So, wenn es weh tut, sagen Sie bitte was, ja? Ja. Super, dann fange ich jetzt einmal an der Brust an. Oh, das tut weh. Okay, da bin ich ganz vorsichtig. So, dann haben wir die Brust schon mal verarztet. Gehen wir jetzt einmal ans Bein. Mensch, sie liegen aber auch ungünstig. Richtig. Ach, meine Güte. Dann, meistens. Stellen Sie sich einfach dahin, ja. So. Oh, das tut höllisch weh. Ja, das ist auch ein sehr starker Fleck. So. Perfekt, Herr Sancho. Dann würde ich Ihnen jetzt noch einmal was gegen die anstehenden Schmerzen, die Sie davon gelitten haben, geben. Mhm. Und dann, ja, ich weiß nicht. Ich glaube, das wird jetzt erstmal nichts mehr mit dem Dienst. Oh, was? Also, da wird schon... Wann bin ich wieder komplett fit? Also, 1-2 Tage wird das sicherlich andauern. Mist. Soll ich sonst über Nacht lieber im Krankenhaus bleiben? Nee, so akut ist es jetzt nicht. Aber ich weiß nicht, wo ich schlafen soll. Sie wissen nicht, warum? Sie verdienen doch gut Geld, oder nicht? Ja. Aber ich schlafe sonst immer nur im Büro. Soll ich Ihnen mal ein Zimmer zeigen, wie das aussieht? Ja, gerne. Ja, dann, schaffen Sie selber zu laufen oder soll ich Sie wieder tragen? Tragen Sie mich bitte. Meine Güte, Sie wollen aber auch den vollen Service hier genießen. Korrekt. So. Dann greife ich Sie mal unter den Arm. Dann gehen wir mal los. Ja. Partner nicht alleine, Mann. Sie sind auch der Wachhund irgendwie, ne? Ja, das ist wichtig. Wir werden nämlich verfolgt. Was macht denn Herr Sancho verfolgt. Hier? Unsere eigenen Männer haben versucht, uns umzubringen. Okay, dann gehen wir mal einmal in den Restroom. Irgendwas. Oh. Gucken, ob Ihr Kollege das auch schafft. Oh, das war meine erste Fahrstuhlfahrt jemals. Ist das so? Ja. Ja, Glückwunsch. Dankeschön. Na, wir fahren nochmal runter. Ich glaub. Na, wo ist er denn jetzt? Ah. Manolo! Möchten Sie nicht mitfahren? Sie, warte, ich weiß nicht, wie ich mitfahre. Ich stand hier alleine. Okay, ich zeige Ihnen das. Kommen Sie mit? Sie. So. Dann drehen Sie sich einmal um. Da sehen Sie ja das Schaltpad. Und dann können Sie dann mit dem Falter.
einmal in die Staff Operation. Das geht nicht, warte, das kannst du nur du, glaube ich, ja? Nein, nein. Ah, in die Staff Operation, ha? Ja, genau. Ah. Ja. Das hat ja gut funktioniert. Manolo, bist du noch in die Fahrstuhl gefahren? Warte, in Kuba, wir springen einfach runter. Ja. Alles klar. Was ist jetzt schon wieder? Nee. Wir sind, glaube ich, im falschen... Wo ist denn der Aufzug wieder hingefahren? Mann. Der hat mich aus dem Konzept gebracht, Manolo. Okay. Was ist los? Mir geht's äußerst schlecht. Ja, was? Sie haben Salbe bekommen. Bei mir ist bisher noch nichts passiert mit der Salbe. Oha. Zeigt noch keine Wirkung. Dann gehen wir in den Restroom, okay, Manolo, kriegst du das hin? Ah, ja, jetzt läuft ja wie am Schnürchen. So, jetzt geht's gleich in die Privatzimmer. Herr Sancho, und Sie schlafen sonst immer im Büro? Ja, das darf keiner wissen. Sind Sie ein Workaholic oder eher so? Ja, ich weiß sonst nicht wohin. Okay. Haben Sie noch einen Platz frei bei sich in der Wohnung? Eine soll Couch? Ich ganz ehrlich was sagen? Ja. Ich bin 24/7 in Bereitschaft. Aber irgendwo müssen Sie ja auch schlafen. Ja, da gibt's ja immer die Bereitschaftsbetten. Okay. So. Das ist eigentlich smart. Dann bist du einfach Notfall-Sunny. Ja. Und dann brauchst du kein Haus. Genau. Gucken Sie, das ist so ein schönes Zimmer, oder? Ja. Dann lasse ich Sie einmal hier wieder runter und dann können Sie sich da gerne etwas ausruhen. Aber alle, die schreiben wollen, einfach... Ja. Hey. Sehr gut. So, also Toilette ist da in dem Raum, ja? Ja, hallo, hier spricht Sancho. Nein, okay. Das ist alles. Okay. Tschüss. Bitte an alle Kollegen, aktualisiert bitte euren Status. Wie stört Sie denn da bei Ihrem Krankenhausaufenthalt? Ja, mein dummer Cousin hat wieder angerufen. Der ist so dumm. Okay. Falls Sie ihn irgendwann sehen, Frank Martin heißt er, hauen Sie ihn einfach von mir eine rein. Oh. Tatsächlich. Ja. Okay, Manolo, mir geht's äußerst schlecht. Streife 2, auch in Ordnung. Ich bleib jetzt hier einfach liegen über Nacht. Gar nicht für dich tun, Mann. Gar nichts. Der Herr, der muss, glaube ich, jetzt erstmal schlafen, der braucht Ruhe. Richtig. Gehst du endgültig schlafen? Ja. Verstehe, was du. Schlaf tut dem Körper gut, also. Falls sie noch brauchen, würde ich ihnen auch eine Schlaftablette geben. Nein, danke. Hier wird keiner im Behandlungsraum besucht. Okay, ich würde dann einfach jetzt einschlafen. Schlafen Sie ein. Alles klar, Watto. Wir sehen uns morgen. Vielen Dank für alles. Und, vielen Dank für alles von dir und von mir auch, Watto. Wenn Sie aufwachen, ja? Ja. Dann sagen Sie uns Bescheid, weil sonst kommen Sie hier nicht raus. Oh Gott, echt? Ja, es ist eine Pflegestation hier. Und ist auch jemand die ganze Zeit da? Ja, da ist auch jemand die ganze Zeit da. Wir stehen draußen auf dem Parkplatz, Streife 7. Okay. Perfekt. Na dann, gutes Nächtle. Gute Nacht, Watto, wir sehen uns morgen, ne? Bis morgen. Mach's gut, Watto. Tschüss. Geschafft. Sogar eine chillige Bleibe bekommen. Was ging denn ab heute? Das ging ja alles ab. Wie lange haben wir denn? 4,5 Stunden. Alles passiert. Alles. Wir hatten das Geld zwischenzeitlich. Dann war es wieder weg. Ja, fertig. Aber war extrem nice. Es ging heute immer wieder bergauf und bergab. Ob du aus der Sache wieder rauskommst, safe. Mafia wird übel sauer sein. Stimmt, einfach war die Mafia sauer und die Polizei sauer. Dann war die Mafia cool und die Polizei cool. Und jetzt sind, glaube ich, beide wieder sauer. Wie witzig war das mit dem Typen? Wie hieß der Typ, der mich da... Wie hieß der? Der mich zum... ins PD, ins Präsidentenbüro. Morgen. Der war so sauer. Den habe ich so lang gemacht. Und am Ende habe ich noch eine Bombe verpasst. Ja, das war geil. Ja, ich habe dem Bundeskanzler auch eine Bombe verpasst. Ich muss wirklich aufpassen, wie ich die Bomben gebe. Manolo heißt Justino. Den könnt ihr doch mal reinhauen, bitte, Mods. Einmal noch den Link, das wäre klasse. So, und jetzt gibt's in Clash Royale eine sehr geile Challenge.